Heute stellt sich wieder die Frage, wird nur diskutiert oder auch ein bisschen gespielt? Herzlich willkommen zu HeroQuest Folge Nummer 4. Hallo und herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Abend. Und es ist mal wieder Zeit für HeroQuest. HeroQuest. Questenstein. 4 nette junge Herren sitzen an einem Tisch und spielen ein Brettspiel. Was? Zwei Lügen. Und du bist auch. Was kann es Schöneres geben? Stark. Simon, schön, dass du da bist. Gerne. Eddie. Hi. Nils. Hi. Colin. Moin. Wie geht's euch? Mir das. Ja, gut. Wir sind ausgeschlafen. Ist mir zu intim. Was? Ist mir jetzt zu intim, die Frage. Ach so, okay. Ja, ich wusste nicht, ich dachte, wir wären mittlerweile dann nach 5,5 Jahren soweit. Ja, ist ja neu, ist ja gestorben letztes Mal. Ach, unglücklich. Ja, stimmt, ja. Ja, ein bisschen von einem guten Brand. Dass du nicht Nein sagst zu meinen Sachen, das war mir klar. Ja, klar. Du sagst ja auch gerne Ja zu meinen, ne? Wo wir gleich beim Thema sind. Also, wir sind in Folge 4 von HeroQuest. Ganz kurz an die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Es ist absolut kein Problem, weil die Storys bauen nicht aufeinander auf. Es gibt eine Story? Ja, also es gibt ja innerhalb der Abenteuer-Stories, aber sie bauen nicht aufeinander auf. Deswegen kann man heute auch mit Folge 4 einsteigen und man hat nichts verpasst. Natürlich die anderen drei Entertainment-Highlighter hat man natürlich schon verpasst, aber an sich erstmal kein Problem. Aus unserem letzten Abenteuer, womit ich meine Aussage von eben konterkariere, habt ihr noch 180 Goldmünzen über. Pro Person? Nein, insgesamt. Wie wollt ihr die verteilen? Das muss ich erstmal ausrechnen. 80 durch 4. Durch 4. Ja. So, da durch muss man natürlich erstmal überlegen. Durch 2 wären 45 pro Person. Pro Person? Gut, in der Geschichte der finde ich gut. Völker sind ja die Zwergen bekannt als diejenigen, die auf dem Gold sitzen, Bildlich, die sich damit auskennen und deswegen auch prädestiniert sind, das Geld, das Gold zu verwalten. Dann könnten wir in den Shop gehen und gucken, was es da so gibt für Zwergenmaterial. Wie ist das, wie läuft das denn jetzt da ab in dem Shop? Ist das jetzt irgendwie, suchst du jetzt vorher Sachen raus? Wird da einfach gezogen? Wie erklär mal, wie das jetzt mit der Geldausgabe ist. Ich erkläre erstmal, dass ich mir 45 Gold aufschreibe. Ich habe mir auch schon 45, ich habe 190 insgesamt habe ich jetzt. Mhm. Also 45 Gold kriegt jetzt jeder. Dann gebe ich das einmal raus. Ach, das kriegen wir so als Belohnung dafür, dass wir den letzten Job quest, quasi. Genau. Also, dass wir. Aber gibt es auch einen Gegenstand oder irgendwas? Cool. Weiß ich nicht. Zum Beispiel so eine Zauberermütze, die plus 6 Verteidigung gibt. Oder? Warte mal ganz kurz, hast du 5? Klar. Wechselgold oder was? Ich kann Wechselgold. Ja. Kann wechseln. Klein. Wie hieß noch mal der nette? Ja. Das ist ja eine. Das ist ein Geschenk aus der Community. Ach was. Weil der liebe Rainer hat uns nämlich Goldmünzen 3D gedruckt und auch diese Schatulle hier. Das ist der Hammer. 3D gedruckt. Mit 3D-Druck. Mit Kopfschlüssel, ne? Mit 3D-Totenkopfschlüssel, genau. Kannst du mir auch einmal 5? Ich kann dir reinrufen, dass sogar der Schlüssel steckt und das funktioniert. Der funktioniert auch, ja. Wie sieht's mit dir aus? Hast du auch 5? Stark. Kriegst du auch 50 von mir? Ich verleihe auch Geld übrigens gegen Zinsen. Okay, im Zweifelsfall komme ich drauf zurück. Ja? Und ja, und wir haben diesen Shop. Das ist ein Stapel an Karten. Ich kann aber schon mal teasern. Es gibt nicht so viel Zeug in eurem, sag ich jetzt mal, Budget. Ja, es kommt ja drauf an, wie viel ich mir leihe. Also, es gibt den Dolch für 25 Goldmünzen. Der bringt was? Ja, der Dolch. Ich auch immer vorlesen. Einmal, magisch verstärkter Dolch für kann man den auch in den Rücken von seinen Teamkameraden stecken? Ja, kam mal her. Der ist ja rausgezogen worden. Kam mal her. Ist ja noch ein Loch. 4, 3. Du kannst, der Dolch hat einfach nur einen Angriffswürfel, also ist eigentlich schlechter wahrscheinlich als die meisten von euch. Aber plus ein. Nein, nicht plus, nur ein, aber er kann auch geworfen werden. Aber dann ist er weg. Das heißt, wie weit? Aber einmal? Wie weit geht das dann? Ne, in Sichtweite. Aha. Aber dann also überall hin. Taktisch, aber für 25 Euro eine sehr interessante Waffe. Wie viele kann man davon kaufen? So viele hier im Vorrat ist, also muss ich nochmal gucken. Hat irgendjemand 200 Goldmünzen? Vielleicht. Man kann ja auch zusammenlegen. Sag doch, lest doch einfach mal vor. Was du für einen geilen Scheiß hast in deinem Laden. Ja, es gibt noch den Helm, den ja Nils schon hat. Vielleicht 2 davon. Einen zusätzlichen Verteidigungswürfel. Das ist schon gut. Kann nicht vom Zauberer getragen werden. Das Handbeil erlaubt dir 2 Angriffswürfel zu werfen. Es kann auch auf jedes Monster in deiner Sichtlinie geworfen werden. Sobald es einmal geworfen wurde, ist es weg. Der bessere Dolch quasi. Er schwindet quasi einfach. Dann Werkzeug zum Fallen entschärfen, aber Nils kann ja auch Fallen entschärfen. Kann Fallen entschärfen. Was soll man machen? In euer Werkzeug.
Dann das Kurzschwert, 150 Goldmünzen. Dank dieses Kurzschwertes erhältst du die Angriffsstärke von 2 Kampfwürfeln. Kann nicht vom Zauberer verwendet werden. Du kannst den Zauberer auch nicht nachträglich irgendwie verbessern, sehe ich das richtig? Wer den ganzen Tag nur seinen Geist geschult hat. Ja, wie denn? Naja, es gibt ein paar Sachen, wurden ja für, gab's auch für den Zauberer. Dann gibt's noch das Schild. Der Schild. 150 Goldmünzen. Ein zusätzlicher Verteidigungswürfel. Kann wie viele Goldmünzen? 150. Kann nicht mit der Streitaxt oder dem Stab verwendet werden und der Zauberer natürlich auch nicht. Streitaxt, das war, aber irgendwas mit einer Streitaxt hast du gerade gesagt. Machen wir weiter, machen wir weiter. Dann gibt es den Armschutz, der kostet 550, das können wir uns eh nicht leisten. Oh. Geschwindigkeitstrank, 200 Goldmünzen. Du kannst diesen Trank zu jeder Zeit zu dir nehmen, ermöglicht dir bei deinem nächsten Zug doppelt so viele Würfel zu werfen wie normalerweise. Fortbewegungswürfel nehme ich an. Ja. Das wäre was für dich, Nils. Am Ende nochmal. Dasselbe Problem nochmal steht. Ja. History tends to repeat itself. Dann gibt's das Langschwert für 350. Oh. Dank dieses Langschwertes kannst du mit 3 Kampfwürfeln. Oh. Das kann ja, glaube ich, keiner. Shit. Aufgrund seiner Länge kannst du mit diesem Schwert auch diagonal angreifen. Oh. Das ist ja ein absoluter Gamechanger. Das wäre aber tatsächlich für den 350. Ja, da muss man halt jemanden haben, der das schön behandeln kann. Ja, ich habe festgestellt, dass mein Geld mir nichts bringt. Also insofern. Die Zinsen sind runtergegangen. Ich habe eine Frage. Darf ich mal was zwischenfragen? Ja. Weil bei mir auf der Karte steht Startwaffe Kurzschwert. Ja. So, und du hattest mir, glaube ich, das letzte Mal gesagt, ich kann das Schild nicht tragen, weil ich eine Zweihandaxt habe. Das habe ich nicht gesagt. Und habe ich das falsch in Erinnerung, verstanden. Falsch abgespeichert. Aber, oder steht da irgendwie, der Zwerg kann das Schild nicht nehmen oder irgend sowas? Nee. Interessant. Du hast doch vorhin so ein schönes Gleichnis von der Wahrheit, die so ein Strang ist. Und kann nicht mit der Streitaxt oder dem Stab verwendet werden, ja. Genau, und da war irgendwie, weil das auf dem Bild hat er nämlich diese Streitaxt. Und dann sind wir wohl offensichtlich, davon ausgegangen, dass ich eine Streitaxt habe und deswegen kann ich das Schild nicht benutzen. Ja, aber was hast du denn? Ja, ich habe ein Kurzschwert, steht hier in der Beschreibung. Aber ganz unten. Das ist sicherlich ein Druckfehler. Ja, also auf dem Bild ist natürlich eine fette Zweihandaxt und da unten steht Startwaffe und darauf bezieht sich auch der Angriffswert dessen, was ich habe. Aber guck mal, bei mir ist auch ein richtig fettes, großes, nicht nur lang, auch ein Breitschwert. Und was steht bei dir unten, was er Startwaffe hat? Nur Breitschwert. Ja. Ja, aber also was zählt mehr, der Text oder das Bild? Der Text. Der Text. Ja, und dann habe ich halt offensichtlich ein Kurzschwert. Ja. Das findest, ja, dann könnte ich doch theoretisch auch ein Schild tragen. Ja. Kannst du. Was kostet das? Das ist auch nicht so teuer, oder? Das Schild kostet. Der Schild. Der Schild kostet 150. Ja, siehst du, das ist deswegen habe ich gefragt. Was bringt mir der? Verteidigung? Genau, der Schild bringt dir einen zusätzlichen Verteidigungswürfel. Da hast du schon 4, ne? Ey, da wäre ich fast unbesiegbar. Da könnte ich nicht tanken. Finde ich cool, dass dein Charakter sich verbessern kann. Das freut mich. Das muss ein gutes Gefühl sein. Ja, danke. Das weißt du schon mal Bescheid. Wie viel kostet der? 150. Dann gibt es noch das Breitschwert für 250 mit 3 Angriffswürfeln, das Kettenhemd, 500 Goldmünzen und die Armbrust 350. Gibt es irgendwas, was der Zauberer kaufen kann? Was oder bin ich hier nur der Comic Relief? Bin ich so C3PO? Geweihtes Wasser kannst du zum Beispiel kaufen für 400 Goldmünzen. Ja, du. Was bringt es? Ey, es besiegt jede untote Zwerg stärker. Jede untote Kreatur. So. Was? Jede untote Kreatur wird besiegt. Besiegt jede untote Kreatur. So, alle nicht jeder Dämon. Nein, Skelett, irgendwo? Zombie oder Mumie. Oh, okay, das sind die Lappengegner. Die Lappengegner. Ja. Und ist wahrscheinlich nach einmal Verbrauch weg. Ja, klar. Ich kann eine Mumie, weiß genau, dass das im Besten Geschwindigkeitstrank kannst du nutzen. Wo die Mumie dir richtig Armschutz. Genau so. Den Armschutz für 550 kannst du dir auch. Ja, aber wir haben doch die 550. Ja, klar. Ich glaube, wer soll die aufnehmen? Das bringt doch nichts. Aber sag mal, was ist denn mit dieser Doppelaxt? Du hast irgendwas von der Streitaxt. Wo ist denn die Streitaxt? Ja, die Streitaxt für 450. Und was war noch mal mit der? 4 Angriffswürfel. Geil. Und wie viel hast du jetzt? 3. Und die kann jeder benutzen, aber sinnvoller wäre es ja, wenn er. Ja, nicht der Zauberer kann. Nein, aber sinnvoller wäre es ja, wenn zum Beispiel Simon oder Nils eine bessere Waffe haben. Ja. Weil dann haben wir eine Figur mehr, die richtig angreifen kann. Ja. Und ja. Anstatt wenn ich noch jetzt ein Schild hätte, wenn ich noch 40 Gold hätte. Ihr müsst ja eure ausmessen. Dann könnte ich ein Schild kaufen und dann hätte ich mir einen mehr. Also ich ja, als. Ich gebe dir 50 zurück, wenn ich das Abenteuer überlebe. Das ist ja viel besser als die Null, mit denen ich gerechnet habe. Wenn es nicht überlebst, loot ich dich einfach. Nee, das haben wir auch nicht gemacht. Also kaufst du ein Schild? In jedem Fall, du kaufst ein Schild? Ne? Komm, du kaufst ein Schild? Ja. Ich kaufe ein Schild. Bitte schön, 150. Also ich habe immer noch diese Standardwaffe. Ne? Also was kostet die Axt?
250 oder so, oder 300 sogar, oder war das, ne? 400 weiterleihen, ne? Wie viel hast du, wie viel Kohle? Aber das Breitschwert kostet 250. Ich habe 160. Ich habe 190. 160 habe ich. Danke, Simon, ich habe dir 40 weggenommen. Ja, also, das Ding ist, ich könnte mit 150 den Schild kaufen und dann hätte ich halt zusammen mit dem Helm 4 Verteidigungswürfel. Was, glaube ich, ziemlich cool ist. 4 Verteidigungswürfel ist man schon ein guter Tank auf jeden Fall. Das heißt, ich krieg einen Würfel dazu für 150. Und wenn wir jetzt eine bessere Angriffswaffe, klar, dann ich habe jetzt 2. Welches war denn die Waffe, mit der man auch schräg angreifen will? Das finde ich. Der Stab. Nee, das Schwert. Nee, dieses da gab's Schwert, das so lang ist, dass man. Ach so, ja, ja. Das Langschwert, genau, für 350, 3 Angriffswürfel und diagonal angreifen. Das wäre doch was. Das ist Hammer. Aber ich habe nur 150 Öcken. Und ich kann auch verstehen, wenn, ja noch wenn ihr... Ich habe 190. Wie viel kostet es? 350. Ah. Nee, ich habe, warte mal, ich habe 160 habe ich. Und du hast 190. Ja, ihr habt genug. Ja, dann passt es auch. Ja. Ja. Okay, machen wir das. Und dann kauft sich du? Ja. Okay. Nice, da sind wir richtig verbessert jetzt. Ich möchte gerne, dass auf der Schneide, ich möchte, ne, sein Name noch steht. Ja, okay. Blut-Eddy. Richtig Blut ein. Blut-Eddy. Blut. Ich zähle es einmal nach. Was? 200? 300? Wie viel? 150? 60? Ja, 53. Scheiße, steht in den Spielregeln, Geld ist nicht zu verteilen. Nee, das vielen ist ja Dank. Quatsch. Wir sind eine Party. Ihr seid zwar eine Party, normalerweise, aber ihr seid auch Gegner. Sind wir dann ready? Und im Geld. Wir sind ja, wir profitieren ja von den Stärken des jeweiligen. Wir sind ja alle ein Körper. Sind wir dann ready? Ja, war klar, man, jetzt komm, okay, ja, dann würde ich in 2 Sätzen einmal ganz kurz noch durch die Regeln rushen für die Leute, die sie ja noch nicht kennen. Ach so, das, also, wir spielen Hero Quest und das ist eigentlich sehr einfach. Reihum ist immer eine Person dran, die ihren Helden steuert und ich spiele alle bösen Kreaturen. Ihr habt alle die Möglichkeit, entweder erstens zu gehen, dazu würfelt ihr eure Bewegungswürfel, die 2 roten, und anschließend eine Aktion auszuführen oder umgekehrt, ihr könnt nicht gehen, anhalten, Aktion ausführen, weitergehen. Aktionen gibt es folgende. Darf ich einmal diese Liste da genau haben? Aktionen gibt es folgende. Ihr dürft ein angrenzendes Monster angreifen. Das heißt, ein Monster, was unmittelbar vor euch steht. Ihr dürft nicht diagonal angreifen, es sei denn, ihr habt eine entsprechende Waffe. Ihr könnt einen Zauber anwenden, das ist für euch wichtig. Ihr könnt in dem Raum, in dem ihr euch befindet, einen Schatz suchen. Das dürft ihr aber nur, wenn ihr kein Monster seht. Mhm. Und es dürft ihr auch nur einmal in einem Raum machen, also jeweils einmal. Ihr könnt in dem Raum oder Flur, in dem ihr euch befindet, nach Geheimtüren suchen. Mhm. Ihr könnt nach Fallen suchen, aber auch das könnt ihr nur, wenn ihr kein Monster seht. Mhm. Oder könnt auf dem Feld, auf dem ihr euch befindet, eine Falle entschärfen. Das hingegen kann nur der Zwerg. Du wirst jetzt, aber die müssen wir erst entdeckt haben. Die muss man erst entdeckt haben. Also muss erst Falle suchen, eine Aktion, Falle entschärfen, noch eine Aktion. Ja, ja. In der Zeit können wir looten. Ich kann euch schon mal spoilern. Dieses Abenteuer ist sehr anspruchsvoll. Es wird euch sehr viele Kräfte abverlangen. Und ich werde natürlich mal wieder keine Gnade walten lassen. Und ich kann euch sagen, es wird Fallen geben, jegliche Art. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Wir beginnen mit Simon. Es gibt einen Plot. Du musst doch, ich weiß noch gar nicht, was wir machen. Ach so, stimmt, wir stehen ja. Stimmt, ja. Du hast doch ja, völlig. Oh, lies doch mal. Oh, bring uns doch mal rein. Ja. Ja. Könnt euch mal ein bisschen einfühlen in das Abenteuer. Das Gold von Prinz Magnus. Auf dem Weg zum König wurden beim Transport 3 Schatztruhen geraubt. Eine Belohnung von 240 Goldmünzen ist ausgesetzt für jede Gruppe von Heroen, die Schatztruhen und all das Gold darin wiederbeschafft. Die Räuber sind eine bekannte Bande von Orks, deren Versteck in den Bergen der Dunkelheit liegt. Sie werden von den Schreckenskrieger Guldtor angeführt. Ihr müsst die 3 Schatztruhen besorgen. 3 Schatztruhen? Wie viel ist da drin? Steht das da? Ja. Ja, in jeder. Also, nee, das darf ich euch noch nicht sagen. Ach so. Also nicht, dass die Belohnung deutlich geringer ist als der Schatz. Das wäre dumm, aber das würde ja Guldtor nicht. Ah nee, der hat sie geklaut. Dann würden wir einfach sagen, wir haben nichts gefunden. Ja. Ja. Mhm. Haben Sie denn das neue, die neue Schilder? Hab ich schon immer. Die habe ich von Guldtor gekauft. Erbstück. Lag neben der Truhe. wir haben also die Aufgabe, 3 Truhen zu finden. Ja. Und dann zurück zum Ausgang. Ja. Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen.
Ja. Hey, also ich glaube, das wird wieder sehr gefährlich werden. Wir werden einige gefährliche Situationen. Wir müssen gut einteilen, so wann machen wir wie was. Du wirst uns schon sagen, was wir machen sollen. Also let's go. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Steht da eigentlich 4 Truhen und du hast extra eine weweggenommen, damit wir uns streiten? Nein, da steht 3. Also ja, kennen die uns. Die kennen euch, aber ja. Wir wussten auch, dass wir bei 4 Truhen streiten. Aber wir würden ja sowieso das Geld abgeben müssen, oder nicht? Also, ja, da gibt's wahrscheinlich, ich glaub, das können wir schon entscheiden. Vielleicht gibt's da einen Twist. Lass doch erstmal losspielen jetzt hier, komm. Simon ist als Erster an der Reihe. Vielleicht können wir schon mal nochmal seinen Charakter einblenden, den haben wir noch nicht gesehen. Den Elf. Und den Elf. Es ist dann Elf namens. Wollt ihr die Belohnung oder die Truhen öffnen? Und dann ist da so, ich würfel. Erbstücke. Also, das nämlich nicht. Achtung. So. Ja, ja. Guter Einstieg. Eine 12. Ein guter Einstieg. Quer durchs Feld. Das hier? Ja. Das andere ist der Zauberer. Also, wo ist denn die Tür? Das ist die Tür, ne? Mhm. 1, 2, 3. Warte. Ja, okay, stopp. 2 und die Tür auf. Wir machen die Tür auf. Ich mach's für dich. Genau, und 2 habe ich hier gewürfelt. Schon direkt Gegner, oder? Guldur und seine 3 Truhen. Hier sehr schwer. Fallen jeder Art. Und das hier, das ist Guldur hier. Ja. Das, so sieht er aus, das ist Guldur. Das ist... Da lohnt sich das schöne Laufen ja gar nicht. Nur um schon mal in den Gang laufen und ihr kümmert euch um die Gegner. Jetzt schon wieder los. Ich hab eine 12 und jetzt stehe ich schon wieder bei 2 und darf nichts machen. Vor der Runde haben wir festgelegt, wir wollen uns nicht trennen. Ja, in der ersten Runde bleib ich, aber jemand habe ich einmal 2 Sechsen. Um euch ein bisschen schräg angreifen. Kannst du schon angreifen auch. Um euch schräg angreifen. Das heißt, ja, aber das, der wäre ja nicht von da. Nee, wir gehen doch jetzt alle rein und hauen ja, die ja, eben. Ja. Ich gehe hinter den Grünling hier, ich gehe hinter den Grünling und hau zu. Ist das soweit technisch okay? Ja. Das ist technisch okay. Sehr gut. Da kommt so schnell auch keiner. Wir haben 2, ne? Ja, 2 Angriffswürfel. Bist du bereit mit deinen läppischen? Ja. Du sonst ist nichts im Raum. Keine Bank, kein Regal. Ich habe einen Würfel, genau. Einer? Einen Treffer. Und ich habe kein schwarzes Schild. Damit ist der erste. Schlecht. Mein Freund. Um euch ganz kurz auch noch mal auf die Schwierigkeit dieses Abenteuers einzustimmen, als streuendes Monster, das sind ja die Monster, die einfach so erscheinen können, wenn man zum Beispiel auch nach Schätzen sucht. Sind es in diesem Abenteuer die Abscheulichkeiten. Was ist das nochmal? Das kannst ist du noch diese mal? Hier. Oh. Und was haben die für Werte? Die haben 3 Angriffswürfel und 3 Verteidigungswürfel und 2 Körperkraft. Also ist die Frage, Edo, ob du jetzt in dem Raum schon nach einem Schatz suchst. Ne? Ich würde einfach sagen, lass uns doch einfach alle nicht suchen. Sag mal, Geld, oh, da sind schon gute Sachen dabei, ne? Ja aber wir haben es letztes Mal, ganz schlecht abgeschnitten. Ja, und wir wissen, dass Fallen da sind. Also sollten wir erstmal nach Fallen immer suchen. Und es wird doch auch immer wieder reingemischt. Nee, aber da würde ich noch mal was. Also da waren nämlich die Gemüter gespalten. Einige sagen nämlich, Leute, die sich die Regeln durchgelesen haben, dass wenn jetzt eine Falle aktiviert wurde, dann geht die nicht wieder ins Deck zurück. Weil der Schatz geht ja auch nicht ins Deck zurück. Doch, aber die Falle geht ins Deck zurück. Habe ich heute extra noch mal nachgelesen. Das Monster oder die Falle? Das Monster. Die Monsterfalle. Ja. Ah, okay. Gut, jetzt bin ich, oder was? Eine Frage, darf ich jetzt noch mal suchen oder sowas? Nein, nein, ich darf nur kämpfen oder suchen. Genau. Okay. Wollen wir denn in dem Raum noch suchen? Nee, erstmal platt machen, ne? Ja. 6. 1, 2. Naja. Ich wäre eigentlich nicht angreifen, oder? Wobei, ihr werdet den schon platt machen. Bist du diagonal oder so? Ja, aber du kommst doch bis neben den. Ja, dann stell mich mal neben den. Ich greife den einfach an mit einem Würfel. 1, 2, 3, 4. Willst du diagonal zuhauen oder was? Oder nee, kann er ja doch gar nicht. Nö. Ich muss schon hin. Nee, den hab ich. Achso. Ich hab 5. Genau, 5. Oder willst du lieber dastehen? Ist egal. Hauptsache, ihr kommt auch gut hin und könnt ihn auch angreifen. Ja, mach doch den. Okay. Vielleicht klappt's ja schon. Hey, ficken. Nee. So. Ich schon, wir kommen nicht aus dem Ernst. So, Nils ist dran. Okay, Zwergi. 6. Ja. Ja, ist schon. Ja. Reicht um hinzukommen. Also, das wäre das erste Feld. Ja. 1, 2, 3, 4. Und dann, ich kann ja querschlagen. Dann auch mit voller Würfelzahl. Für den kannst du mit voller Würfelzahl querschlagen? Ja, dein Langschwert, oder? Ja. Geil. Das ist ja. Das ist aber schon richtig krass. Ja, 3 Würfel diagonal ist schon diagonal, krass. Das ist schon der härteste genau. Typ jetzt.
Also dann stelle ich mich wahrscheinlich hier hin, ne? Weil ich kann ja von hier kämpfen und dann könntest du, falls es aus irgendeinem Grund nicht klappt, auch noch mal jetzt dann von da, von gerade dann, ne? Bis da komme ich ja nicht, oder? Aber man Würfelglück sollte das ja wohl. Doch, obwohl ja, nein, ich meine nur rein vom für alle Eventualitäten könnte ich mich auch hier hinstellen. Dann ist, aber ich kann eh nicht diagonal, insofern ist das, glaube ich, relevant. Nee, aber du könntest da schneller hin. Ja? Das ist, wenn du nur eine 5 würfelst, wenn du nee, bis da ist noch weiter. Diese Diskussion nee, aber schon diagonal bei kann ich ja nicht. Goblin. Ja, ich meine nur, ob du da stehst oder da, ist ja irrelevant für meinen Würfel. Hau ihn um! Aber ob du mit damit überhaupt hinkommst. Falls du eine 5 nur genau, das schließt, kommst du gleich. Hau ihn doch einfach um. Ich hau ihn um. Ja, ja so. Ist schon weg. Willst du wegnehmen? Er kann nicht 3 verteidigen. Dieser Goblin hatte einen Sack mit 1000 Gold an seiner Hüfte befestigt, die nun dir gehören. Schreibe ich auf, Kipp plus 1000 Gold. Tja, dann braucht er ja wohl. Ihr braucht ja wohl keinen Barbar mehr, oder? Werk ab. Nee, du hast jetzt die Ehre, zu suchen, wenn du willst. Wollen wir in. Ich gehe in den Raum, wir suchen nur in dem, ne? Weil da können wir direkt zuschlagen. Alle. Ja, finde ich gut. Oder? Soll ich da auch nochmal suchen und diese Gefahr. Ah, doch, ja, wieso nicht? Such doch. Also nach Fallen musst du aber hier nicht suchen, weil du kannst ja einfach den Weg gehen. Genau. Wir alle aber nach Schätzen suchen. Aber ich könnte hier nach Schätzen suchen. Gefahr. Ja. Das ihr müsst, kommt eh wieder so ein Vieh, aber, ey. Aber nee, wollen doch. Wir das echt machen? Such doch, wenn, in dem Raum, in dem wir schon alle sind. Das wäre die Frage. Dann hätten wir den halt nicht gesucht durch den. Ja, scheiß drauf. Ein Suchpotenzial nicht ausgenutzt. Ey, ich habe einfach nur Angst, dass wir einen uns von dem anderen wiederholen. Wir suchen in dem Raum. Finde ich auch gut. Da können wir alles schön zusammenschlagen. Ja, wenn da können wir suchen, da können wir ihn alle direkt verprügeln. Wenn genau. Verprügeln wir ihn einfach direkt. Aber von mir aus müssten wir. Aber es tut mir leid. Du willst suchen? Ich will natürlich wieder suchen, oder? Ja, suchen. Ich hab doch hier gerade ein Schild mir. Der Barbar ist halt, wir wissen wieder drauf. Ja, ja, du mit deiner Suchsucht. Komm, ich hab bisher nur Pech gehabt. Misch mal die Karten. Hab ich doch gerade die ganze Zeit so eine Abscheulichkeit da oben drauf gelegt. Ich kenne dich doch. Stell dir, aber die ist ja klar, der erscheint im Zweifelsfall im Türrahmen, ne? Nee, neben dir. Der muss schon hinter dir erscheinen dann. Gold! Echt? Gib dir mal direkt Simon, dann schulde ich ihm nur noch 15. Ist okay. Ich hinterfrag das alles nicht. Geil, die Bank gewinnt immer. Sehr gut. Ja, also ich, du hast ja auch einen Ratzefummel da, ne? Ist immer schöner, wenn man den Verlauf. Ja. Was liegt? Den habe ich. Ein neues Abenteuer. Ein Zehner. Beschriebenes Blatt. Schulde jetzt noch 15. Jawohl. Ey, das macht direkt mehr Bock, wenn man es physisch. Ja. 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 Die Karte kann, glaube ich. Ach nee, die darf aber nicht zurück in den Stapel. Nein. Oder wie war das? Das ist echt, echt frech. Das okay. Kam wieder rein. Das hat doch mal gut angefangen. Bin ich. Ja. Schön auch. So, ich kann aktuell nichts machen. Das ist richtig. Simon wieder dran. 3 und 5. 2, 5. Könntest auch noch mal, wenn du willst, hier suchen. Ja, such mal. Ich glaube, ich dachte, es geht nur einmal. Nee, in jedem Raum. Ach, stimmt, wir hatten ja den Raum. Okay, ich suche. Und lauf dann. Vor allem, greift das Monster immer sofort an? Ja. Nee. Ach, scheiße. Ja, Mann. Er ist ja auch bescheuert, sonst würde er immer der Erste suchen. Ich würde ja normalerweise nicht, aber ich beuge mich dem Gruppenzwang. Na, aber ich habe nur vorgeschlagen. Edelstein. 35 Goldmünzen. Guck mal, wie sich dein Großmut jetzt auszahlt mit klingender Münze. An der alten Stelle würde ich direkt wieder die Treppe nehmen und gehen. Ich habe hier 50 Gold gemacht. 60 Gold. 2 Mark. Ein guter Deal für 5 Minuten. Ja. Ich hau ab, ihr Wichser. Okay, jetzt laufe ich nochmal 5. 1, 2. Ja, ich glaube. Erstmal Tür aufmachen. Ja, 1, 2, genau. Dann mache ich die Tür auf. Ich mache das. Mach du das. Ja, ist so. Wo willst du? Ja. Du kannst den ganzen Gang immer. Wie war das nochmal? Alles, was im Gang ist, ne? Alles, was im Gang ist. Alles ein bisschen bizarr ist. Aber nicht um die Ecken. Oder auch? Nicht um die Ecken? Nicht um die Ecken, okay. So. Ah, die Ecke ist schon mal weg. Der Gang endet hier. Sehr gut. Easy. Er ist aber auch begrenzt an dieser Stelle. Ach komm, ich lese gerade im Chat, die Streitaxt kann nicht mit dem Schild kombiniert werden. Ja, aber ist noch nicht relevanter, wenn wir reich sind, dann. Hier ist es begrenzt. Gerade niemand Streitaxt. Nee, aber und ich träume ja immer noch von der Streitaxt. Also hier ist dieser, eine Tür. Das ist der Bereich und der Bereich nur. Und hier erscheint ein. Eine Schäbigkeit. Wie so weit kann er laufen? 6, oder? 6? Der Ork kann 8 laufen. 8. Wenn da eine Falle im Gang ist, werden die Gegner auch von Fallen. Ach, okay. Nein. Ach, das ist schön. Ja, wird eng. Zweimal kann er. Okay, dann ziehe ich trotzdem nach vorne, oder? Wir müssen ja einfach weg. 1, 2, 3, 4, 5 hier hin. Kann man sich da gegenseitig überspringen, ja, ne? Ja, man kann nur nicht auf demselben Feld stehen. Hier ist keine Tür. Nein. Das sind nur 2 Räume. Wir haben auch nicht. Bis jetzt. Ja, nein, nur. Aber hier ist auch keine Tür. Also wir müssen hier hin, an dem vorbei. Ja, ist halt ins Abgeheimt. Vielleicht ist es blöd. Moment,
Darf ich, ist zu spät wahrscheinlich bei mir. Was oder? Denn? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wäre es vielleicht sinnvoller, wenn der Barbar vorausgeht. Und ich hab doch einen Zwerg. Aber der kann dich ja noch überspringen. Noch einen Barbar. So. Ach so, stimmt, okay. 9. Stellst du mich mal ein Feld vor Simon? Stell dir aber vor, obwohl das kann nicht. Ja, es gibt eine gewisse Gefahr. Ich suche dass, nach dass Fallen. Wir beides nicht schaffen. Das kannst du nicht, weil du ein Monster siehst. Ach, ja? Stimmt, da gab es diese teuflische. Wie ich sehe. Ja. Aber darf der Zwerg das? Wenn man ein Monster sucht, darf man nicht nach Fallen suchen. Ja, nee. Ja, ja, das hat er, das stimmt. Muss ich leider. Hat er leider gesagt, ja. Krane vorhin vorgelesen, ja. Aber es steht auf meiner Karte nirgendwo. Das ja. Okay, aber das habe ich. Dann gehe ich noch mal zurück in den Raum. Okay. Dann möchte ich noch nicht gehen. Sorry, dann habe ich das. Du kannst ja. Kannst noch mal zurück. Ich gehe da gleich wieder hin. Wie keine Sorge. Du noch? Nee, geh noch mal. Nee, ach so. Ich will nur den Move. Dann mache ich nämlich. Dann suche ich erst hier in diesem Raum nach Geheimtüren. Keine Geheimtür. Okay, dann kann sie mich jetzt von Simon stellen und dann bin ich fertig. Large. So, dann haben wir jetzt schön einer Pasch beide und dann kommt der Ork. Das Ding ist, kann ich. Ich kann ja auch jetzt hier nach einer Geheimtür suchen. Hab ich auch gerade. Ja, ich denke hier. Ah, nee, du hast auch hier. Ja. In dem Raum kannst du ja nicht suchen, ja. Weil wegen dem. Genau, aber du kannst ja dann gleich nochmal, bevor du gehst, vielleicht hier nochmal suchen. Im Ausgangsraum, stimmt. Hm, wieso nicht? Vielleicht kommen wir dann da rein. Könnte sein. Gut, dann gehe ich einfach mal vor dich und schütze dich mit meinem Leib. Die Geschichte kenne ich doch irgendwo her. So, gucken, ob ich. Such mal erstmal nach Geheimtüren. In dem Raum? Ja. Okay, ich suche nach Geheimtüren. Keine Geheimtüren. Habe ich mir gedacht. Also, es gibt Geheimtüren, Fallen, Schätze, ja? Ja. Drei Sachen. Oh Mann, ey. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann haben wir aber in dem grünen Raum auch noch nicht nach Geheimtüren gesucht, oder? Nur nach Schätzen. Doch, Geheimtüren haben wir gesucht. Geheimtüren und Schätze haben wir. Ich lasse dich vor, wenn du mich vorlässt. Kleiner Trick damals. Okay. Ja. Du kannst. Doch, du kannst. Ziehst, das ne? Du bist jetzt. Ich kann jetzt ziehen, ja. Kann ich für dich ziehen? Ja. Okay, okay. Das ist Bruce Springsteen Counts to 10. Kennst du das noch? Das war so ein 80er-Ding, ne? Das ist echt Giga Giga aus Giga das war ein Ben Stiller-Sketch. 1, 2, 3, 4, kennst du nicht? Nee. Da muss man dabei gewesen sein. Ja, ja, das war wirklich gut. Das war wirklich gut. So. Muss man dabei gewesen. Simon ist dran. Ja, ich dachte, es kommt vielleicht noch was, aber nee. Gut, dann würfel ich. Na! Starke 3. Das ist doch ganz gut. Nee, ich kann gar nicht. Ich kann nicht. Ja, weil ich dann auf den Zwerg vor drauf. Den Zwerg. Kann ich vor den Zwerg? Aber warum sollte ich. Ach nee, Entschuldigung. Ich bin ja nicht der Barbar. Warum so, warte mal, lass mal kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein. Alle kommen hier vorbei. Aber wir werden den doch jetzt eh angreifen. Die Frage ist, ja. Wer zuerst kämpfen sollte. Ja, das ich bin halt schwach. Sind beide gleich gut. Also, weil, nur scheiße. Wenn du. Obwohl, wir sind eh beide vor. Also, ja, okay. Ja, ich habe ja kein Problem zu warten. Ja, nee, weil ich meine, wir haben einen langen Gang, da kommt ein Feind. Die Frage ist, ich meine, der ist ja dumm. Wer jetzt? Der da kommt. Der hat ja mich im Ohr. So, wir können ja genau. Okay, wir sprechen auf unsere Geheimsprache. Orcus Dummus, Laufus Zurückus Raumus, Orcus Folge Usus. Hauen alle Virus auf Orcus ein. Ah, gute Idee. Gutus, Deus, Urus, das Geheimsprache. Nächster Tagus, 5 Urus. Es wäre strategisch, aber eine wirklich sei nur Domus Orcus. Iverus, aber wenig Iverus. Einfachus hingehen und das Umhaus. Wie viel hat er denn? Mit krasse Waffus, die ihr habt. Nix hat der. Drei Angriffswürfel. Ja, drei. Einen Körperkraft nur. Einmal. Los. Ja, komm, dann machen wir es. Du hast gewürfelt. Du bist dran. Ich hab gewürfelt. Ich bleib stehen und so. Jetzt. Wo steht der? Geht einer von den Tanks vor und haut den um. Ja, ich glaube, da ist alles richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achso, kann ich da hin und ihn schon hauen? Ja, ja. Geil, das ist sogar viel besser. Ja, da hast du die Initiative. Und tschüss. 6, 7, 8 und jetzt hau ich ihn. Perfekt. Drei, ja, Mann! Oh, Entschuldigung. Oh. Vielleicht können wir noch einen kleinen Klebestreifen haben, damit wir das Brett festmachen. Damit wir was? Das Brett festmachen. Ah, 2. Gut, gute Wahl. Wie viel kann er sich verteidigen? Mit 2. Ja, easy. Dann viel schafft Spaß. Er nicht. Statistik. Als ob du dich zweimal verteidigst jetzt. Na klar, könnt ihr nicht. Musst du dringend. Paff! Das ist so dringend verdient. Heidi Kabel holt aus! Du wirst keinen einzigen Schlag anbringen, sag ich mir. Heidi Kabel holt aus? Ja, das ist mein Schwert, heißt Heidi Kabel. Ah. Warum? Schön, das ist schön.
Weiß ich nicht, ich habe sie kennengelernt, da hieß sie schon so. Ich hab, sie hat sich mir vorgestellt als Heidi Kabel, soll ich sie einfach anders nennen? Naja. Okay. Sensibles Thema. Pass mal auf. Ich suche pro forma, damit wir alle nicht in den Tod laufen, einmal nach Fallen jetzt. Bevor ich laufe. Keine Falle. So. Ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend, dass so ein mächtiger Gegner keinen Loot bei sich hat. Ja. Oh! Sehr schön. Auch noch mit den Barbaren. Das will man haben. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Super. Entschuldigung, ich sehe nichts mehr. Kann ich weiter, ja? Du kannst nach Schatz noch suchen und nach Geheimtüren. Ja, aber nach Schätzen kannst du im Gang nicht suchen. Aber nach Geheimtüren. Ja. Aber stimmt, das haben wir eine dann furchtbare Tod. Versuch doch mal nach Geheimtüren. Ich habe schon nach Fallen gesucht gerade. Kann nicht mehr. Ach so, okay. Dann suche ich jetzt mal im Flur nach Geheimtüren, bevor ich irgendwas mache. Keine, okay. 6 und 10, jawohl. Ja, gefällt die Systematik, 1, die wir 2, im Spiel 3, haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist doch, guck mal, ist doch perfekt. Quasi perfekt. So muss es eigentlich sein. Bei Dungeon Master aufgereiht, also hintereinander nicht so. Na, und wer hängt hinten dran? Euer guter Freund, der Zauber. 1, 2, 3, 4. Ey, wartet auf mich! Das klappt so nicht. Doch. Bitte helfen, okay, wenn du fragst. Wenn das auch so liegt. Hier? Ne, eins weiter. Eins weiter. Eins weiter, seid ihr sicher? Ja. Fallen gilt ja für den gesamten Flur. Ne? Ja, da, alles, was du siehst, ja. Geil. Super, ich weiß nicht, wo dann, die Schwierigkeit genau steckt. Alter, was der würfelt, ey. Könntest du mich vor die Tür stellen und die Tür oder warte ich, bis ihr nachkommt? Ja, du bist schon ganz schön weit vorne. 10. Ja, du könntest die Tür noch aufmachen. Ich würde sie noch nicht aufmachen. Ich warte, bis ihr nachkommt. Seid. Guter Gedanke. Wollen wir die Würfel runter? Ja, gefällt die nicht? Ganz kurz. Setzen sie aus und ziehen alle. Ganz kurz. Es wäre schlauer, wenn du hier hingehst. Weil ich um die Ecke Weil du schräg angreifen kannst und Colin hier steht. Genial. Sehr geniale Idee. Der Zug war ja noch nicht beendet. Ich hatte nicht mitgedacht. Ja, aber was Colin auch gerade vorgemerkt hat, wir können jetzt eigentlich das Würfeln uns schenken und uns einfach so aufstellen, wie wir es wollen. Genau. Weil du eh nicht dran bist. Das, dann würde ich jetzt. Du willst, dass wir es würfeln oder was? Das erspart euch auch das doppelte Vorspulen. Ich gehe davon aus, dass wir hier den. Ne? Genau. So, dann kannst du nicht. Weil für alle, die es nicht verstehen, wir können jetzt ja quasi. So lange machen, wie wir wollen. Wollt ihr so stehen oder ist das ja? Ist gut. Ja. Ist doch echt schöne Party. Ja. Okay. Aber wer ist jetzt dran? Dann bin ich jetzt wieder dran. Cool. Alles andere. Oder wollt ihr nochmal. Also, du verstehst, aktiv. Wir können ja auch würfeln. Ja, ich verstehe das. Aber der Blick, der hat gerade gesagt, ich verstehe nicht, was die hier machen. Ja, der Blick sagt, ach, vielleicht schummeln sie schon wieder oder so. Hä? Wir haben es ja erklärt. Was impliziert denn das jetzt schon wieder? Regeln beugt. Wenn du die Bibi Blocksberg-Kassette vorspulst, ist es auch nicht schummeln. Okay. So. Dann bin ich dran. Ne? Ich muss erst würfeln. Da, ja, sonst. Ja. Das wäre auch Quatsch. Das. So viel. Ne? Jetzt deswegen. Tür auf und Party. Also, 9. Ich öffne die Tür. Oh Gott, das wird da. Du öffnest die Tür. Oh, du hast richtig Bewegungsradius jetzt. Ja, das schön. Und es ist bestimmt voller Fallen darauf. Du findest hier. Ein Tisch. Den rühre ich nicht an. Der steht hier. An dem und du Tisch. Findest hier einen Ort. Einen. Okay. Aber. Einer ist keiner. Einen zweiten. Ein doppelten Ort. Ja. Vor allen Dingen aber. Ja. Und. Jetzt müssten wir alle rein, bestenfalls. Dass wir uns nicht einzeln kriegen. Es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn du vor der Tür. Dann hätten wir nämlich zweimal ziehen können, bevor die angreifen können. Verstehst? Ja, aber er hätte ja auch vor der Tür stehen können. Wir wissen es ja nicht. Aber, das ist richtig, aber hinterher ist man immer schlauer als vorher. Das ich nicht. Willst du heute los heute? Tag heute so oder ist das was? So eine naheliegende Battle jetzt? Okay, pass auf. Ich gehe natürlich jetzt. Kann mich da mal jemand bewegen, bitte? Wohin denn? Zu dem hinteren, logischerweise. 1, 2, 3, 4. Ja, ist ja egal. Du hast genau, ich kann nur einen angreifen. Achtung! Ach, siehste, ich wusste es. Ach, deswegen hat er schon. Da ist eine Falle oder was? Du betrittst eine Sperrfalle. Oh, das haben die natürlich extra so gemacht, ne? Ja, damit muss man fast rechnen, wenn man das so sieht. Einen Kampfwürfel. Ja. Solltest du einen Totenschädel würfeln, verlierst du einen Punkt deiner Körperkraft und dein Zug ist beendet. Würfelst du entweder ein schwarzes oder ein weißes Schild, bist du dem Speer erfolgreich ausgewichen. 50-50-Chance. Also, aber was ist das denn für ein Level-Design? Aber hättest du gescannt? 50-50-Chance hast du. Okay. Hättest du jetzt gescannt, hättest du danach nicht mehr angreifen können, oder? Bitte? Also, wenn er ich konnte ja nicht scannen. Meine ich, wenn er vorher geschaut hätte, bevor er reingeht, hätte er nicht mehr angreifen können, oder? Ja, aber ich konnte ja nicht schauen, weil Monster drin sind. Er kann ja nicht schauen, weil Monster drin sind. Das ist total. Das ist ein bisschen dumm. Das meine ich ja, vom Level-Design ist das ein bisschen fragwürdig, dass das ist wirklich nur an der Tür eine Person zuschlagen kann.
Na gut, wir sind 50-50 Chance jetzt hier, komm. Bei meinem Würfelglück. Du wirst es schaffen. Guck. Yes! Tsching! Jetzt greife ich nämlich noch an. Und jetzt liegt er aufs Maul, der Ork und die Falle. Oder sagt das Regelwerk. Ist die Falle damit jetzt weg? Die Falle ist damit entschärft. Ja. Unter dir geht das auf, dich kümmert's nicht und du holst aus. So, passt auf, Freunde. Wie viel hat er? Wie viel? Ein? Ja, ein Körperkraft. Pass auf, Freunde. Jetzt richtig, du wolltest das machen. Ich hab geübt, ich hab richtig. Aber dann lass dich auch mal richtig rotieren und so. Ja, genau. Jetzt wird's. So, pass auf. Easy. Einer. Immerhin. Ich darf mich mit Zweien verteidigen. Mangelhaft, Mensch, kein. Toll. Du musst nicht. Du kannst doch nur einen nehmen. Aber der hat Verteidigung! Nein. Nichts! Tschüss. Was machen wir jetzt nach der Sendung? Machen wir direkt das nächste Abenteuer. Also ist easy. Können wir mehr handeln. Können wir noch ein bisschen mehr streiten, über wer welches Geld kriegt. Geil, Leute! Ich bin nicht happy. Jetzt kommt jetzt der bin ich dran. Nee, jetzt ist Fabian dran. Ach ja, stimmt, du bist du hast ja noch Figuren. Wir sind schon gewöhnt, dass du das da gar nicht mehr dran kommst. Freut mich, dass du dich ärgerst. Ja, was willst du machen jetzt? Wen willst du angreifen? Sonst nicht, aber in diesem Spiel schon. Ne? Was hast du denn? Ich habe drei Verteidigungen. Ich habe vier blockiert. Aber probier's. Ja, und du? Theoretisch, ja. Ich habe drei Verteidigungen. Aber du kannst. Ach nee, du kannst. Nee. Aber er hat weniger Lebenspunkte. Nicht, dass ich das beeinflusst. Bei der Entscheidung. Hat er übrigens auch nicht bestimmt. Ja, egal. Ich greife. Hast du? Weiß ich gar nicht. Hm? Du bist ein Zwerg. Ich greife Nils an. Super dumm. Ich wusste, dass Fabian was Dummes macht. Ja, so dumm, weil es kann nämlich von zwei Seiten angegriffen werden. Ultra dumm. Ich wusste es. Gut, nee, genau, ja, total dumm von mir. Ja. Und ich greife jetzt an mit meinem Ork und drei Angriffswürfel auf den lieben Nils. Auch noch drei. Ja, das ist ein Ork. Er wird ja nicht treffen. Er hat drei Verteidigungswürfel. Guck. Ein lächerliches, wirklich. Wird easy ein wegverteidigt, Witz. Zack. Nix. Ach so, warte mal, ich hab die Angriffswürfel gewürfelt, ich Trottel. Nein, du hast die ganz normalen Würfel gewürfelt. Du verlierst einen Körperkraft. Weiter so. Ja, tut mir leid. Wie viel hast du jetzt noch? Sechs. Wir haben auch von sich aus geschafft. Wir haben natürlich alle volle Energie wieder, oder? Ja. Vom letzten Abenteuer. So, jetzt ist Simon. Simon. Kann Simon mit dem Stab über jemanden angreifen? Nein. Nee, leider nicht. Aber ich kann an dem Ork auch vorbei, weil sonst brauche ich gar nicht, dann brauche ich doch gar nicht würfeln. Das ist richtig. Dann stehe ich jetzt hier. Du kannst zaubern, aber das würde ich glaube nicht. Ja, wegen einem Ork. Wir haben zwei Chancen jetzt, in dieser Runde noch den umzubringen. Also da wäre jetzt. Nee, dann mache ich. Ja, aber ihr müsst ja auch hinkommen. Also nur noch nur du kannst es machen. Ja, und Nils war ja so dumm von mir. Ach, Nils. Er war es ja. Du konntest. Okay, ich habe Glück gehabt, dass er jetzt getroffen hat, aber jetzt ist Nils dran und killt dich. Ich mache gar nichts. Ich auch nicht. So, und was machst du jetzt? Jetzt würfel ich mit zwei Verteidigungen. Ja, mach mal. Und werfe zwei schwarze Schilde. Tschüss. Ja. Tja. Heidi, warum ist denn mein Anführer so ein Lappen? So. Und jetzt können wir uns wieder positionieren, wie wir wollen. Eigentlich. Ja, aber wollen wir einmal nach. Ja. Ja, könnten wir, aber es ist ja. Wir spielen das zu Senioren. Wir können auch würfeln. Wir spielen das so wie, wirklich wie Statistik. Wir können auch würfeln. Ja, alle vor dem darf man, wenn man gewürfelt hat, angreifen und dann nochmal ziehen, wenn man davor nicht gezogen hat? Würfeln? Ja, der steht ja direkt vor mir. Ich konnte ja mich nicht bewegen. Ja. Ach so, aber ja, kannst du. Das heißt, ich kann jetzt mich bewegen. Ach, ja. Ja, dann brauche ich nochmal die Rotis, bitte kurz. Darf ich mal die Rotis bekommen? Dankeschön. So, fünf. Okay. Du schaffst es in den Raum. In den Raum, ja. Dann bewegen wir mal Richtung Tür. Eins, zwei, drei. Wohin? Vier, fünf? Ja. Aber lass uns lieber erstmal nach Fallen jetzt da drin suchen, ne? Ja, nur eine Falle. Ich denke auch mehr als eine Fallen. Im Raum. Glaubst du, da ist nur eine? So ein aber wir haben doch die Zeit. Wir können es ja machen. Schatz? Ja, stimmt. Ja, klar. Machst du jetzt. Schatz so, jetzt Falle? Ist, jetzt ist Colin dran. Erst einen Schatz suchen oder erst. Das ist doch nicht noch eine Falle. Ich würde nach Falle. Das wäre so geil, wenn wir in eine reinfallen würden. Das ist ja nichts, wenn du. Niemand stellt zwei Fallen in einen Raum. Das ist das Geniale daran. Aber du willst das nicht. Niemand erwartet die zweite Falle. Keiner macht so. Aber die Statistik sagt, das ist sehr gefährlich. Weil ich ein Teamplayer bin, suche ich nach der Falle und nicht nach dem Schatz. Keine Falle. Niemand macht so einen Quatsch, zwei Fallen in einen Raum. Du bist dran. Du kannst nach Simon. Vielleicht nur nicht auf dem Schwierigkeitsgrad, aber später erwarte ich das. Ach, Geheimtür gibt es ja auch noch. Ich gehe erstmal rein, ne? Mit einer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soll ich aufmachen? Nein. Weil es fehlt theoretisch noch einer. Ich würde erstmal den Raum jetzt looten. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe noch an die Seite und lass noch Platz. Und was muss ich suchen? Schatz? Schatz oder Geheimtür oder Schatz? Schatz. Deinen Schatz gefunden. Ist hier ein Schatz? Ist hier ein Schatz versteckt?
Gefahr! Plötzlich gibt der Stein unter deinen Füßen nach. Du fällst in ein seichtes Loch, verlierst einen Punkt deiner Körperkraft und beendest deinen Zug. In der nächsten Runde kannst du wieder herausklettern und nochmal weiterziehen. Ah, gut. Okay. Gut. Donis Eridron. Sag mal, stimmt es, dass der Magier die Feuer, diese ganzen Zauber nur jeweils einmal machen kann? Ja, ja, das macht leider kein, ja. Das, also, wie die den designt haben, das macht keinen Sinn. Weil wenn meine Stärke die Zauber sind, dann sind die ja, ist meine Stärke ja endlich. Ja. Während eure Stärke unendlich ist. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ein Zauberer, der nur einmal seinen Zauberspruch zaubern kann. Wenn die wirklich mächtig und variabel sind, irgendwie ich, so. Ne? Ja, aber ich kann damit drei. Ich habe drei Angriffszauber. Das heißt, ich kann im Spiel drei Gegner. Aber du kannst halt auch keinen Nahkampf irgendwie oder was, ne? Ich habe schlechte Verteidigung, schlechte Körperkraft, schlechten Angriff. Du hast nichts Gutes, ne? Also das macht keinen Sinn. Ich würde dir empfehlen, am Wochenende mal eine saftige Mail an Hasbro zu schreiben. Am Wochenende? Heute Abend. Das ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, weil ihr habt so ein tolles Brettspiel. Nach 30 Jahren kann ich der erste Magier sein, den das aufwendet. Das können sie vielleicht Kindern verkaufen. Schick ihnen einfach das Video. Wie wär's damit? Oder auch nicht. So. So. Es wird erstmal nochmal dein... Gut. Jetzt komm. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und ich suche nach Geheimtüren. Keine Geheimtüren. Ach Mann, nicht mal das. Ja, aber jetzt wissen wir es. Jeder Raum wird schön durchgesaugt. 6. 6. Ja, gerne vor die Tür und dann öffnen. Da. 1, 2 und dann die Tür öffnen. Ein kleiner Raum, da wird nichts drin. Was kommt hier rein? Nee. Die Frage ist, ob es noch mal in die anderen Gänge geht oder ob das nur dieser Block ist, weil das wäre wenig. Nein, das ist quasi das Call of Zwei Orks. Ich glaube, hier ist noch irgendwo was. Da, ne? Okay. Zwei Orks, naja, gut, komm. Ich stehe ein bisschen weit hinten, aber das ist doch ganz okay. Du hast jetzt noch eins, vier. Zwei, drei. Du könntest sogar noch einen angreifen. Du könntest sogar hier hingehen und diagonal angreifen. Mhm. Ja, das könnte ich aber die Orks. Das Ding ist, Colin, gehen die ja direkt zwei, nach drei, vier. Ja, aber du musst auch mindestens 6, 7 würfeln und wenn nicht, werde ich gegulascht. Ja, dann warten wir doch hier. Geh doch auf die Seite und lass die Orks reinkommen, vielleicht. Ah, nee, geht nicht wegen dem Tisch. Aber so ist doch super, wenn die Orks kommen, kannst du schräg angreifen, stimmt. Du frontal angreifen. Ja, und die aber haben ich nur könnte, wenn ich jetzt quasi dahin gehe. Und dann. Weil der könnte. Ja, der wird ja nicht, wird der nicht machen, der ist ja nicht doof. Also. Die Orks schon. Die Orks sind dumm. Aber Fabian, ich leider. Muss schon mit also Method Gaming. Es sind nur zwei Orks. Ja, ja. Will ich tollkühn erscheinen? Ja, ich glaube auch. Einfach nicht, dass da eine Waffe ist. Ich brauche eine 7. Das ist, also ich habe eine 50-50 Chance, da hinzukommen. Nee, hast du nicht. Eine 6 wäre. Können, 50-50. Können eigentlich Böse auch die Fallen auslösen? Eine 6 wäre. Also nein. Angenommen, der geht jetzt hier lang, nee. Dann wissen wir, da sind keine Fallen. Nee, können sie nicht. Ernsthaft? Nee. Also nur weil der Ork irgendwo lang geht, heißt das nicht, dass da keine Falle ist. Ja, das ist das Schöne an dem Spiel. Das ist. Ja, da muss man nämlich dann überlegen. Also, die können mich natürlich gut sandwichen an der Stelle. Das Gute ist, wenn der andere sich dann. Du bist ja vor mir dran. Du müsstest. Ja, genau. Das ist hart riskant, auf jeden Fall mindestens eine 7 zu würfeln. Ich glaube, ich warte, weil ich krieg dann einen Angriff vielleicht jetzt ab und den würde ich so oder so abkriegen, wahrscheinlich. Weil du könntest. Ja, also, ja. Mit 8. Ich warte, glaube ich, lass uns kurz vorsichtig sein. Aber ist doch gut. Wenn er dich angreift, können wir beide danach kontern. Das ist doch schön. Ja. Dann stell mich bitte mal hinter den Zwerg. Ja. Den hier oder welchen? Nehme ich meinen. Erstmal den Barbaren. Ach so, den Barbaren, du bist ja gar nicht. Ja, klar. Hinter den Zwerg, okay. Schwert ist eigentlich lang genug, dass du auch über einen Slot drüber schlagen könntest. So. Das Zwerg, ne? Eigentlich müssten die beiden so eine Dynamik haben. Er mit dem Langschwert über den Zwerg drüber. Das Spiel ist nicht ausgefeilt genug. Das ist unrealistisch. Gibt auch keine Seitenangriffe, Rückangriffe. Warum gibt's das alles nicht? Was soll ich machen? Will ich würfeln? Nee, die können ja da hinziehen. Zieh mal den ersten Ork an die Tür heran, bitte. Ja, egal welcher, ne? Da. Also, und jetzt greife ich den lieben Nils an. Mit 3 Angriffswürfeln. Oh, was ist da runtergefallen? Oh. Und. Das ist meine magische Hand. 2 Angriffe. Er ist natürlich schmerzhaft. Ein abgewehrt. Immerhin. Verlierst du einmal Körperkraft. Wie viel hast du denn insgesamt gehabt? Jetzt habe ich nur noch 5. Ah, sind wir auf einem Level jetzt. Aber du hast schon 2 bekommen, ne? Wir heilen den, wenn es zu niedrig wird. Alles gut. Ich habe keinen Hervorragender Tank, der Nils. Ich glaube, wir hätten
Naja, okay, dann jetzt drei Angriffe abgewehrt. Ja, jetzt bin ich dran. Ich kann aber eigentlich nichts machen, oder? Ach so, doch, ich kann ja angreifen, genau. Oh, eine 10. Wir lassen die mal liegen. Moment, das war eine 10. Ja, du kannst über Eck angreifen. Ja. Genau, ich greife aber erstmal mit dem Stock an. Der Stab, lange Hölzern, ein Kampfwürfel. Oh Mann. Vielleicht habe ich Glück. Nein. Ja, ich kann auch nicht mehr suchen, dann habe ich alles jetzt, oder? Mhm. Okay. Eddie? Nee, warte mal ganz kurz. Könntest du vielleicht. Könntest du vielleicht da weggehen? Und weil dann könnte ich deine Position einnehmen. Weil du auch einen Stab hast, ne? Das stimmt. Und dann kann soll ich einen weggehen oder mehr? Einen reicht, ne? Ja, dann würde ich nämlich jetzt gleich rotieren, angreifen und Colin kann dann gerade angreifen. Ja, gute Idee. Ja, ich mach nichts. Was soll ich auch machen? Gut, ich würfel ja mindestens eine 1. Von daher gehe ich quasi dahin, wo Simon eben war und greife den über Eck an. Oh. Moment, darfst du auch mit rein? Ja, ja. Okay. Ein Treffer. Das ist echt krass. Einer nur leider. Ich darf leider nicht mit Zweien verteidigen, das wird ja kein Problem. Oh, oh, Vorsicht bei sowas. Vielleicht können wir noch mal einen Klebestreifen bekommen. Ha! Tschüss. Heidi Kabel schlägt wieder zu. Oh, Vorsicht, die sind bemalt, die gehören nicht uns. Ja, okay. Nicht, dass irgendwas abbricht. Schön, saftig. Ja, stirb! So. Jetzt hast du freie Bahn. Jetzt kannst du richtig so in einer geraden Linie. Das wäre schön. Aber wir wissen noch, was passiert. Ich würfel jetzt eine 3. Ach, na gut. Wird da doch noch mal spannend. 1, 2, 3, 4. Wo steht er? Da? Ja. Okay, dann gehe ich natürlich neben ihn. Ich will die Falle schon zuschauen. Ja, aber warte mal, kannst du überhaupt 1, 2, 3, 4, 5? Doch, du kannst neben ihn und dann hauen, ja. Genau. Das ist ja echt assi, weil da stand einer von denen. Ja, der ist schon ein fieser Platz für eine Falle. Ist keine Falle, das kann mir doch nicht zweimal passieren. Löst sie auch, wenn man also, drüber. Ey, du standest hier, ne? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Was, nicht 4? Nö, das stimmt. Also, da liegen noch 5. 5, ja, stimmt, ja. Da geht's mir schon los. Im Kleinen geht's los. So, pass auf. No. Wow. Aber besser als letztes Mal. Aber hat auch wieder nicht richtig in der Hand rotiert. Guck, da. Verteidigung! Ja. Kein. Tschüss. Ja. Nee. Wenn's reicht, reicht die Schwarzen, ne? Okay. Ja. Hammer! Baba. Und so. Simon ist. Simon ist. Gut. Ich gehe auch erstmal rüber. Na, 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Ich suche nach Schätzen. Kein Schatz. Ach so. Ich wollte gerade sagen, du Lügner. Die Sperrfalle hat mir keine Angst eingejagt. Nee, das war auch. Ja. Konntest ja von noch evaden. Also das war wirklich. Er weiß, dass er ein streunendes Monster ist. Gold! 15 Goldmünzen. Ach, zwischen alten Lappen. Stark. Sehr wahr. Sehr wahr. Warst du hier in der Runde oder was? Ja, ja. Dann bin ich dran. 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ich suche nach Geheimtüren. Keine Geheimtüren? Natürlich nicht. Haben wir schon mal irgendwann eine Geheimtür gefunden? Eigentlich? Nee. Nee, ne? Oder wir haben immer sträflich vernachlässigt, danach zu suchen. 7. Dann, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stell mich mal bitte nicht direkt vor die Tür, sondern so quer, falls das gleiche nochmal passiert. Soll, ja. Der Barbar sollte im Grunde die Türen aufmachen. Aber es hat noch keiner aufgemacht. Mhm. Nee, mit Absicht nicht, weil ich diesmal, wenn wir so stehen, dann können wir doppelt angreifen. Ja. Ja, jetzt muss ja einer aufmachen, das meine ich. Genau, und wenn ich aufgemacht habe, stehen wir davor. Sind wir nicht in der Initiative mehr. Ne? Aber ich kann ja zu schrägen auch. Also eigentlich müsste einer von, der nicht schräg kämpft. Mhm. Ich meine, ich sehe gerade, das ist ja auch ein Gang. Ich war gerade irgendwie, ich dachte, andererseits, ey, dachte, wir gehen da rein. Es stand noch nicht ein Gang. Dann stell mich davor und lass mich aufmachen. Ist egal. Wie viel kannst du noch? Wie viel kannst du noch gehen? Einen noch. Ich hatte eine 7. Kannst einen noch gehen. Theoretisch kannst du in den Gang gehen. Wir brauchen dein weises Auge, deine Innenarchitektur. Ja, ja. Exakt. Ist es übrigens schlimm, dass ich die ganze Zeit auf deine Karte sehen kann? Ich meine, ja, ich meine, sie ist halt einfach einen halben Zentimeter von mir entfernt. Aber ich kann da eh nichts erkennen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, so wie ich. Das ist die Dungeon Map, leider. Oder? Ja. Da. Das sind immer so viele widersprüchliche Aussagen, die du tätigst. Ich kann übrigens reingucken, aber ich sehe nichts. Aber schade, dass du es verdeckst, weil jetzt ich nichts mehr weiß. Ich hätte am besten gar nichts gesagt. Nee. Ne? Ja. Oh, was ist das denn? Das ist ja ein richtiger, das ist ja wie ein Hotelflur. Mhm. So viele Türen sind da.
Und das Spielbrett. Ah, das, das ist schon mal schön, ja. Das ist gut, ne? Willst du hier so, nicht auch noch einen hinlegen? Du könntest noch dann könntest du reingehen und nach Fallen suchen. Ne? Du kannst noch einen Schritt machen. Okay. Nee. Wenn da jetzt ein Monster in dem Gang wäre, würde ich das schon sehen. Er hätte es reingelegt, ja. Ja. Ach, das ist doch schön. Nehme an, du gehst noch einen Schritt und suchst nach Fallen. Ja, ich suche nach Fallen, auf jeden Fall. Wir suchen nach Fallen. In diesem Gang hier. Ja. Hier. Oh. Aha. Hier fällt mir was auf. Moment, hier, da. Ja. Was denn? Da fällt mir was auf. Ja, da sieht's verdächtig nach einer Falle aus. Ah. Ja. Na, dann sollte der Zwerg das doch mal entschärfen. Ja. Also Würfel, Würfel, Würfel. Aber der Zwerg steht jetzt hier. Wird die Falle nicht offenbar? Hier. Ja, verstehe ich nicht mit der Falle. Der Simon steht hier. Und der Magier steht hier. Nur der Zwerg kann entschärfen. Ja, aber die Falle wird doch erst sichtbar gemacht. Die muss doch da erst hingelegt werden. Nee. Die wird einfach nur erzählt. Die wird nur erzählt, weil sie wird erst hingelegt, wenn du sie auslöst. Okay, oder sie ist ja jetzt. Aber er entschärft sie ja jetzt. Genau. Okay. Er entschärft sie ja jetzt. Okay. Da kann nichts passieren. Okay. Nee, pass auf. Oh. Also der Zwerg muss einmal sagen, dass er jetzt zu dem verdächtigen Ort zieht, um die Falle zu entschärfen. Entschärft die Falle. Was passiert denn, wenn ich jetzt. Ich muss jetzt. Werfel ich mit einem nur? Pass auf. Ach so. Ich darf kein schwarzes Schild werfen. Aber ich genau. Ich darf nur mit einem werfen, wahrscheinlich, oder wie ist das? Oder? Genau. Würfel mit einem Kampfwürfel. Und würfelst du ein schwarzes Schild, so hast du die Falle ausgelöst und erleidest Schaden. Das ist super gemein. Easy. Ah. Tschüss, Falle. Tschüss, Falle. Falle ist entschärft. Super. Unter der Falle. Hast du gut gemacht. Liegt ein dicker Sack Gold. Das Drachenschwert plus 5. So, dann ist Colin dran. So, wollen wir denn. Also, das weiß man nicht, ob das jetzt wirklich nur das. Also, quasi die Abstellkammer, das WC ist, oder ob da sich natürlich noch eine ganze fantastische Welt. Ja, wir suchen ja drei Kisten, ne? Ja. Kann schon okay, dann gehen wir jetzt dahin. Müssen wir ja. Was soll denn das? Also, bringt ja alles nichts. Da können ja noch Geheimtüren auch übrigens sein, die dann wieder in den anderen Raum rein. Ja, deswegen. Oh. 12, da wird richtig jetzt richtig, ja, richtig geerntet hier. 1, 2, 3, 4. Willst du aufmachen, nehme ich an? 3 nur. Entschuldigung, ja, bitte, sehr gerne. Da wird keine Falle sein, da bin ich sicher. In diesem Raum befindet sich nichts. Das ist auch keine Tür. Ja, das müssen wir erstmal. Da sind Fallen. Ja, pass mal auf. Gehen wir erst rein. Erst Falle. Ich glaube auch. Ja, aber ich kann es ja. Genau, erst Falle. Das ist klar. Nee, Falle, du musst im Raum sein. Ja, dann kann da keine Falle sein. Keine Falle sein. Das wäre total unfair. Suche nach Fallen. Keine Falle. So. Könnt ihr jetzt schön looten. So, dann ist Simon. Simon. 100%ig eine Geheimtür. 6. Soll ich denn da in den anderen Raum oder lieber? Nee, lass uns erst. Da ist noch eine Geheimtür drin. 6, so? Geht das so? Ja. An ihm vorbei. 5, 6. Okay, dann würde ich gerne nach Schätzen suchen, die haben wir noch nicht. Ja, jetzt kommen Monster. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Irgendwann muss man die Niete. Mhm. Ist ein Spiel mit dem Feuer. Da ist es. Streunendes Monster. Okay. Monster Targon statt eine Monster wie im Buch notiert auf irgendein Feld neben dich und es greift sofort an. Yes! Was? Abscheulichkeit greift sofort an. Das kann böse enden. Mit 3 Angriffswürfeln. Aber die Gier hat uns schon weit gebracht. Ja, das muss man mal sagen. Letztes Mal haben wir richtig abgelöst. Absolut, ja. Bei deinem Kontostand hätte ich genauso nochmal. Wir passen da kaum rein in den Raum zu viert. Ja. Wir hätten aber eigentlich warten müssen, ne? Ja, damit war ja nicht zu rechnen. Ja, geil, nur ein. Mal ein, ich habe Verteidigung 2. Oh. Ein Treffer. Ja, ja, ab und zu gehobelt wird. Ja. Fallen, Elfen. Ja, 4 Punkte nur noch. 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kannst du im Grunde rein. Ja, aber gute Stube. Also du kannst aber einmal zuschlagen aus Sicherheitsgründen. Du kannst von hinten hast ja nichts zu verlieren. Ja, ja, die hat schon. Ein Slot ist ja noch frei. Ja, ich habe nur Angst, dass er mich dann angreift. Ja, aber du hast. Das so, ich greife vom Monster an mit. Das wird wieder noch nicht machen. Ein Angriffswürfel. Jetzt kommt deine Stunde, pass auf. Du musst nur ganz sehr, sehr. Ja, guck mal! Es muss die Abscheulichkeit erstmal. Das muss erstmal. Wie viel hat die Abscheulichkeit? 3 Verteidigung. Ja. Aber wie viel Energie? Ein. Ein Energie nur, ne? 2. Ja gut, komm. Ja, immerhin. Ja, ah, Mensch. Er wird es natürlich. Ja, ein gewisses Risiko, aber ich glaube doch nicht dran. 6. Wo willst denn du hin? Ach du Scheiße. In die Ecke. Doch. 1, 2. Ganz hinten in die Ecke. Ja, 3, 4. Okay. Oh.
oder lohnt es sich aufzustehen, ehrlich gesagt. Das war's für die Abteilung. Sie drei Verteidigung. Ich darf noch drei. Und er macht den Heidi-Kabel unser Gedächtnisschnitt. Guck dir jetzt mein Würfelglück an. Guck es dir an, Nils. Und easy. Heidi! Aua, aua, die sind richtig krass, die Typen, Leute. Wir verbissen uns in echt dann. So, ja, das war gut. Dann würde ich doch mal an dieser Stelle Heimtür. Nach einer Geheimtür suchen. Keine Geheimtür. Alter, Alter, das ist einfach ein leerer Raum. Okay. Lehrerraum, wie früher in der Schule? Ja. Ich gehe zur Tür, öffne sie aber noch nicht, ne? Damit ihr nachziehen könnt. Ich würfel einmal fürs. Es ist ja egal. Wir gehen zurück, es sind keine Fallen da, ich stelle mich davor. Ja. Simon, möchtest du über Eck hier stehen? Ja, oder in die anderen Slot? Andere Eck steht da. Genau. Ich. Super. Ihr baut euch das Spiel auf, wie es euch gefällt. Ne? Ja, aber willst du jetzt das alles wollen wir das jetzt würfeln lösen? Hier, ne? Ich bin Statist. Ja, war das jetzt schlau oder hätten wir es lieber anders gemacht? Nee, ne? Nee, ist wir wollen lieber die Chance haben. Ey, wenn, ja, wenn der Monster wäre. Und du bist jetzt dran und öffnest die Tür. Genau. So. Aber wenn Nils dran gewesen wäre. Ja, er kommt aufs Gleiche raus, genau. Ich kann nicht diagonal, dafür kannst du. Ihr findet eine Tür. Und zwar hier. Ah, oh, das war ja klar, dass das Spiel noch ein hier nicht so. Siehst du, jetzt teilt sich aber jetzt wird's groß. Das von wegen. Schlauchig, Schlauchstein hier. Hier ist ein Gerät. Stretchband. Wie steht, liegt das? Wie liegt hier das? Ein Goblin. Lächerlich, der Das ist doch schon wieder so eine Unlock-Scheiße jetzt. Und hier auch. Das ist, er riecht nach Falle. Lass uns erstmal nach Fallen suchen. Ja, aber können wir ja nicht. Sagen. Ja, aber eins es rein. Es bedarf eines Mutigen, der da reingeht nee, und nach Fallen sucht. Kann ich ja nicht, wenn Monster sind. Ja, aber dann lass doch warten. Lass uns erstmal die Monster killen, oder? Ja. Also der Barbar-Instinkt in mir sagt, geh den sicheren Weg, hau einen um, dann kommt der Zwerg. Was nicht passiert. Nee, wir bleiben natürlich stehen. Was haben die für Werte? Es kann nur einer angreifen. Diese kleinen Goblins? Ja, nur eine Körperkraft. Ja, komm. Ja, und die anderen? Angriff, Verteidigung? Zwei Angriffe. Ja, ich bleib natürlich ein stehen. Verteidigung. Das andere wäre ja Quatsch. Wir können nur verlieren. Wir können ja gar nichts. Also sind da 100 pro Fallen. Ja. Du kriegst uns. Ich bleib stehen und warte. Du bist Frage ist, ob du jetzt angreifst. Oder ob du. Wir sitzen das jetzt untypisch aus. Und so saßen sie nach einem Jahr. Ich gehe nicht. Ich bleib hier sitzen. Ja. Angefreundet. Du machst nichts. Du musst was machen. Du bist der. Klar, Spiel, das ist eben. Echt so geil, ja Quatsch, ey. Das Goblin du darfst nicht so smart sein. Natürlich machen sie das. Das wäre wirklich. Das ist albern. Ich bleib hier stehen. Du machst nichts oder was? Ich guck mal kurz in den Chat. Ja, meinst du, wenn wir jetzt auch alle stehen bleiben, wie geht's dann weiter? Wir sind diejenigen, die was wollen, also müssen wir uns bewegen. Das stimmt schon. Ja, aber das würden ja echte Goblins nicht machen. Das wissen wir alle. Echte Goblins würden abhauen, weil sie feige sind. Ey, du machst die Tür auf und da stehen drei riesige Helden mit Schwertern. Kampfbereit, da hauen sie ab. 200 Jahre. Ja. Okay, dann, ja, gut, es bringt ja nichts. Ja, aber das nicht, fang nicht du an. Willst du da jetzt rein? Ich bin dran, deswegen. Aber du kannst auch stehen bleiben. Ja, aber lass mich erstmal würfeln. Acht. Soll ich da nicht einfach rein? Ich sag reingehen, umhauen jetzt. Komm, ich geh einfach rein. Den schicken wir vor zum Fallen. Fünf. Ich geh mal hier in die Ecke und hoffe einfach, dass hier keine Falle ist und bleib hier auch stehen. Schlag aber zu. Ja, ich kann ja nach Fallen suchen. Oh! Angezählt, Mist. Wie viel Verteidigungswürfel hat er? Zwei. Null. Einen, deswegen ist er tot. Ja, deshalb ist er tot, schon. Zack. One-Hit-Wonder, Simon. So, jetzt ist der krasse Zauberer. Schwing, schwing. Mit der Elf. Ja, dasselbe Mal und. Tschatsching. Ja, das wird schon. Hau ihn um. Er hat noch nichts von der Falle gesagt, also scheint keine da zu sein. Oh. Er wollte so nicht werfen, ehrlich gesagt. Aber du blockierst ihn jetzt auch. Ja. Das ist ganz gut. Der kann nämlich gar nicht. Naja, jetzt kannst du nicht mal bei. Das ist aber auch nur ein Goblin, ne? Also stellst du mich mal quer neben den Freund. Wie wir einfach davon ausgehen, dass da keine Fallen sind, ne? Und wieder ein Treffer. Ja, aber ne, ist ein Treffer, aber achtet ein bisschen darauf. Ja, dass ich hab. Ja. Ist ein Treffer. Ja, ja. Ein Totenkopf. Okay, dann darf ich mich jetzt mit einem Verteidigungswürfel verteidigen. Yes! Ja! Ching. Das ist nicht gut. Nee. Das ist gar nicht gut. Aber du kannst da jetzt. Komm. Ach nee, du darfst. Ich kann nicht vorbei, ne? Nee, ne? Nee. Okay, dann wo steht dieser Sarkophag? Kannst du uns das mal genau sagen? Auf den sechs Feldern. Ja, ja, auf sechs Feldern. Ja. Der würde aber auch perfekt auf drei passen. Nee, nee. Aber er steht auf sechs. Er steht auf sechs. Weil die einfach von Interieur keine Ahnung haben. Ja. Der Raum ist Arzt. Würde niemand so machen. Ja. Als ob du ein Regal mitten in den Raum stellst.
Oder eine Folterbank. Ja, aber wenn du nur das Regal hast, so wie die hier nur ja. diesen Tisch haben, dann willst du ihn vielleicht schon ein bisschen mittiger haben. Die Folterbank teilt ja, gut. Room together. Da geht's ja garantiert weiter und da wird die erste Schatulle stehen, ne? Ja, ich würfel jetzt einfach mal und stell mich. Komm, ich würfel nicht und stell mich einfach hinter den Zauberer. Ist doch scheiße, Hund drauf. Was machst du? Oder habt ihr Vertrauen in euch, doch. Dass ihr die Scheiße da wegmacht und ich stell mich hier und mach die Tür auf? Ja. Was? Wieso schon, das? Der ist doch jetzt erstmal dran, der Goblin mit Angriff. Warum willst du denn jetzt noch eine Tür aufmachen? Ja, aber der kommt ja nicht an euch vorbei. Einfach ein bisschen, das ist ein Kobold und wir stehen vor ihm wie. Ich mein, aber ist schon okay. Ja, okay, aber so, ich kannst ja eh nichts machen. Eben. Ja, aber dann such doch wenigstens nach Fallen. Kann ich doch nicht, weil ein Gegner da ist. Ernst? Such nach Geheimtür. Kann ich doch nicht, weil ein Gegner da ist. Du nach Schätzen. Ja, kann ich doch nicht, weil ein Gegner da ist. Er macht doch einfach gar nichts. So, endlich mal etwas, was ich kann. Ich hingegen kann jetzt den Zauberer angreifen. Ja, komm, gib mir mal zwei Verteidigungswürfe. Das ist lächerlich, wie er sich freut. Aber kleiner Goblin, kleiner mieser Goblin. Okay. Es gewinnt nicht der, der am längsten würfelt. Schlag zu, Konter. Das waren meine Würfel. Nein. Nein. Am Ende trotzdem kommt nicht schlecht raus. Nichts passiert. Ja, sehr passiert. Sehr spannend. Okay, so ich. Du kannst jetzt schräg. Nee. Nee, ich bin. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ich würfle erstmal. 4. Kann aber leider nicht jetzt nicht euch helfen. Nein, stehst du da gar nicht schlecht für die nächste Tür schon. Mhm. Ja. Oder wollen wir nicht erst die andere machen? Ne? Das ist die erste Schatulle, ich sag's euch. Ja, dann gehe ich zumindest mal hier einen weiter nach vorne noch. Gut, dann bin ich dran. Hau hier oben. Ja, ich würde weggehen, oder? Ja, hast du nichts. Damit Colin gleich angreifen kann. Ja, okay. Ich traut euch. Das Beste, was ich machen kann, ist weggehen. Hast ja recht. Warte, wenn das jetzt so ist, wäre ich würfel, aber ich bewege mich noch nicht. Warte, nimm erst die anderen Würfel da weg, damit die Leute nicht. Einen. Hast du 2 Verteidigungen? Ja. Oder? Einen hattest du eben noch nur, oder? Ja, stimmt. Ich habe einen, aber ich werde mich trotzdem erfolgreich verteidigen. Siehst du? Oh, nee. Heidi Kabel schwingt erneut ihr Schwert und köpft den kleinen Goblin. Tschüss, Gobli. Und ich darf ja noch mich bewegen. Deswegen, willst du tanken oder soll ich? Chat hat recht, ich hätte einmal gratis angreifen können, weil ich hätte mich ja danach noch wegbewegen können. Genau. Ja. Nicht dran gedacht, aber ist egal. Willst du öffnen oder soll ich öffnen? Ich glaube, wir gehen dir da vorne hin, ne? Das ist scheißegal. Wie hier? Hier kannst du dich bewegen. Aber warte, erst nach Fallen suchen. Was ist, wenn hier eine Falle ist? Ja, okay, dann nutze ich die Aktion. Ja. Und wir haben Zeit. Jetzt haben wir. Suche nach einem. Haben wir nicht Schatz schon? Nee. Hey, wir haben gerade erst den Gegner besiegt, stimmt. Ja, Nils will aber gerne nach Schatz suchen. Ja, aber ist ja keine schlechte Position, um nach dem Schatz zu suchen. Ja, mach doch einfach. Ja, komm, gib mir. Das ist eigentlich. Aber er ist ja gar nicht dran. Du hast ja eine Aktion gerade gemacht. Du hast ja angegriffen. Du bist dran mit Schatz. Stimmt, ich darf gar nichts machen. Ich darf höchstens mich bewegen. Ja. Aber das ist genau die Frage. Du bist der Erste, der eine Aktion machen kann. Willst du aufmachen die Tür oder soll ich sie machen? Ey, der Barbar mit den 3 Angriffen, oder? Der soll. Ja, dann. Ich könnte einfach nach einem Schatz suchen und wir machen gleich da weiter, wo wir gerade waren. Das ist mir. Nein, der Ernst, kannst du. Nee, ich weiß. Ist mir jetzt egal. Aber ich will dich nur fragen, weil ich kann ja noch gehen. Ich könnte mich jetzt vor die Tür stellen oder du stellst dich gleich vor die Tür. Du kannst ja auch dich vor die Tür stellen, nachdem du einen Schatz gesucht hast. Ja, wir können. Dann würde ich aber fast sagen, geh du vor die Tür. Gut, dann weil dann kannst du sie öffnen. Wir haben noch nicht nach Fallen. Ja, okay. Ich suche es erstmal nach einem Schatz. Das ist so lustig, wenn da jetzt eine wäre. Obwohl, wir hatten ihn eben schon getankt. Guckt nicht so. Suche ich nach einem Schatz. Ich suche fürs Protokoll. Nach einer Falle. Du findest einen Schatz. Keine Falle. Oh. So. Das heißt, und jetzt würfel ich. Ich stelle mich aber. Ich hab so schlechtes Ziehglück. Ja, ich überlege gerade, sollte jetzt die Situation entstehen, dass jemand einen Schatz sucht? Wir standen eben für die Schatzsuche nämlich sehr, sehr gut. Ja, wir standen perfekt für die Schatzsuche eigentlich. Und könnten uns natürlich jetzt immer noch so hinstellen, dass wir gleich noch einen Schatz suchen können. Ich gehe einfach mal einen nach vorne. Ja, mach. Wir wollen das Schatzsuchen absichern. Obwohl, es ist auch nicht, es ist Quatsch. Der kann ja überall erscheinen. Ja, es sei denn, ihr stellt euch jetzt da hin, dann kann er nur da erscheinen. Also da, wo ich gerade stand, war das Geile, weil er hätte dann quer zu mir stehen müssen und dann hätten wir ihn zu zweit angreifen können und er hätte mich nicht angreifen können. Ja, aber so ist auch nicht schlecht. Ich meine, guck mal, wenn ihr euch jetzt so stellt, wollte ich gerade sagen, so stellt. Er kann ja nur neben uns erscheinen. Genau. Ja. Er muss ja neben uns. Kann jetzt, wer sucht denn nach dem Schatz? Ne, ich werde es dran, ich kann es gerne machen. Simon. Ja, ich suche nach dem Schatz. Nee, Gott behüte. Er kann hinter dir erscheinen. Ich dachte, wir waren uns einig, dass ihr. Ja, wenn einer von, wenn Nils oder ich nach dem Schatz suchen, dann kann er nur da erscheinen. Ich hab praktisch hingestellt. Ja. Genau.
Ne, wollte ich auch gerade. Also mir wird verboten. Du kannst Schatz, auch nach dem Schatz suchen. Nach dem Schatz, aber du kannst nach Geheimtüren suchen. Ich gehe einfach zwei Schritte zurück und dann ist doch besser, oder? Dann können die hier erscheinen und hier. Und ihr könnt auch. Dann könntest du in der nächsten Runde könntest du halt schräg antreiben. Also ich bin nicht so scharf auf den Schatz. Mir ist das scheißegal. Dann mache ich meinen halt, Schatz behalten. Mache ich ja, mit zum dritten Mal in Folge mache ich halt einfach gar nichts. Aber du kannst auch nach Geheimtüren suchen. Haben wir doch alle schon, oder? Nee. Ja, Geheimtüren. Dann suche ich nach Geheimtüren. Haben wir nach Fallen aber auch? Geht gar nicht. Fallen gesucht, ja. Okay, ich suche nach dem Schatz. Fickt euch. Fick dich, fick dich, fick dich. Das wäre so geil. So gut. Das wäre echt. Aber leider nur eine Falle. Plötzlich gibt der Stein unter deinen Füßen nach. Du fällst in ein seichtes Loch, verlierst einen Punkt deiner Körperkraft und beendest deinen Zug. In der nächsten Runde kannst du hinausküttern und normal weiterziehen. Lege diese Karte unter den Stapel zurück. Unter den Stapel, das ist. Aber ganz, ey, warte mal. Warum mischst du die eigentlich? Weißt du, ganz kurz. Ja, das Chat da draußen. Guter Punkt. Bleib bei mir. Ja. Da steht, das ist nämlich exakt, da haben wir das letzte Mal drüber diskutiert. Da steht unter den Stapel. Wo steht, dass man die dann nach jedem Mal neu mischen muss? In den Regeln. Sind wir uns sicher? Aber warum? Ja, leider den steht Stapel. Das Scheiße. Das steht in den Regeln. Okay. Ich glaube, um die Wahrscheinlichkeit, ja, nichts Gutes zu bekommen, immer höher zu tragen. Gut, ich öffne die Tür. Das ist nicht redlich, möchte ich auch sagen. Nee. Nicht redlich. Du mit deinen komischen Altherrenbegriffen. Es ist nicht redlich. Das ist authentisch. Was willst du sagen? Das ist nicht cool, das ist nicht geil. Oder Töfte. Töfte, ja. Kultig. Norke. Ja. Das ist worauf nicht ich mich kultig hier eingelassen habe. Also. Eins, Tür zwei, geöffnet, drei, vier, umhauen. Fünf. Ich sag umhauen. Ja. Ich ja gehe aber in die Ecke da. Ja. Hier? Mhm. Ah, das ist schön. Umhaui. Ey, dieses um die Ecke ist so geil. Dieses Diagonale. Oh! Zwei. Da musst du jetzt was willst du dagegen machen? Ja, mich zweimal verteidigen. Wie denn? Ja, mit zwei Würfeln. Da kriegst du quasi zwei Würfel. Mit meinen Zauberwürfeln. Schaut mal euch das an. Ja. Heidekabel. Fum, Würfel. Spaltet in der Mitte einmal durch. Der Ort zerfließt in zwei Hälften. Klappt auf. Hast du nicht gesagt? Und da, wo sein Herz vermutet wurde, es gibt keine Ork-Anatomisten, ist ein Goldsack statt eines Herzens. Zwischen alten Lappen. Zufälligerweise nicht. Scheiße. Ich fand das war schön. Also ich hätte alleine aufgrund der Beschreibung ihm fünf Goldstücke gegeben. Komm, ich gebe dir fünf Goldstücke von mir für diese schöne Beschreibung. Das muss definitiv belohnt werden. Das ist das Gold, was er mir geliehen hatte, was ich zugegeben habe. Oh, du kannst. Das kommt mir zurück in den Sack. Oh, das ist. Ja, komm. So erfanden sie ein neues Spiel. Wir hatten einen Sackball. Sackball. Goldsackball. Das habe ich schon erfunden. So. Apropos Sackball. Ich schleife mich jetzt in den nächsten Raum rein. Ne? So viel ist klar, so viel muss sein. Mit der 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Ich werde meine Strategie schon noch verstehen. Es könnte ja Fallen sein. Ich muss ja den Weg vom Zwerg nachgehen. Ach so. You know? Ah, okay. Also, und suche jetzt für euch alle. Was? Nach Fallen. Nein. Jetzt sucht er nach Fallen. Ja, nachdem man. Ich will ja nicht laufen, stehen bleiben. Das verzögert natürlich. Ich kann nichts machen. Dran. Ich habe eine 9. Ich würfel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kannst nach Schatz 7, suchen. 8, 9. Ich suche nach einem Schatz. Der kann ja, wenn dann nur hier. Das Monster kann nur hier auftauchen. Da kann nichts der Barbar nochmal um die Ecke. Nee, du hast keinen Diagonal, ne? Nee. Shit. Aber in deiner Nähe suche ich gerne nach einem Schatz. Da habe ich kein Problem, da habe ich keine Angst. Heiltrank! Super, das ist echt super. Das ist das Beste, was man finden kann. Ja, wirklich, oder? Im Werte eines Wurfs von einem roten Würfel wiederherstellen. Oh, das ist super. Das ist sehr gut, das ist ja bis zu 6 geil. Punkte. Aber super. Darfst du nicht mehr als deine maximale Körperkraft? Genau. Wahrscheinlich, ja. Der alte Trick. Ist ja egal. Da warte ich noch ein bisschen. Hast du dir deine Körperkraftspunkte auch eben abgezogen? Ja, ich habe nur noch 3. Hier steht es. Okay. Vorbildlich. Okay. Sehr gut. Bescheid also, nicht. Wenn einer den Heiltrank braucht, ne, ihr wisst, wo. Ja, ich habe auch einen. Du hast auch Heilzauberer, ne? Zwei Stück, ja. Geil. So, jetzt finde ich sehr. Der Schwierigkeitsgrad nimmt definitiv ab hier im vierten Abend. 1, 2, 3. Warte mal ab. 4, 5, 7. Nein, was soll denn hier schon passieren? Ich mache jetzt alle Türen auf. Nein. Cool. Das ist ein Spiel voller Geheimnisse offensichtlich. Kann ich von da, wo ich stehe, die Tür öffnen? Nein. Aber du kannst. Halt. Durch, oder? Also, du gehst rein.
Also ich bin dann automatisch. Du kannst ja, achso, du kannst ja in den Raum. Ja. Du kannst in den Raum gehen, aber du kannst nicht. Aber das kannst du ja trotzdem machen. Also kannst du niemals in Falle sein? Du kannst da noch angreifen, Tür öffnen ist keine Aktion. Du kannst ja zur Not wieder zurück. Und danach komme ich auch noch rein. Was soll denn da schon drin sein? Ich würfel erstmal, mal gucken, welche Zahl ich. Du kannst aber auch wieder zurücknehmen. Ja. Ne? Acht ist gut, kommst du überall hin. Ja, stimmt, das, du könntest. Ja, stimmt. Ja. Dann gehe ich erstmal. Genau, dann gehe ich da, muss ich ja vor die Tür, sind ja zwei dann, ein, zwei, dann habe ich noch sechs. Ja, und dann, wenn du zurückgehst, vier, hast du noch vier. Also jetzt siehst du erstmal, was da ist. Jetzt wollen wir erstmal den Raum sehen. Oh, Jungs, ich schaue mich mal um. Vielleicht drehe ich mich besser so. Ah, sehr gut. Damit ich auch nicht zurück und weg. Ja, das ist schön, ne? Das ist wirklich selten, dass man bei der 50-50 Chance Glück hat. Und sonst nichts? Dann weiterlaufen. Aber ja, das schreit nach Falle. Ich suche erstmal nach Fallen, auf jeden Fall. Wir haben ja nicht eilig. Keine Fallen. Warum? Die haben sich richtig ausgetobt bei dem Abenteuer, die Entwickler hier. Aber ich darf wahrscheinlich mich jetzt auch nicht mehr bewegen, ne? Nach der Fallensuche, oder? Nee, wo bist du denn hingegangen? Also. Na, ich stand ja da. Ja. Und dann bin ich quasi, hattest du ja gesagt, ich muss in den Raum rein. Genau, ja. Also beendest, also du. Ja, ich bewege mich jetzt ja nicht, bevor ich nach Fallen gesucht mehr, oder? Habe. Ja, ja. Deswegen habe ich jetzt nach Fallen gesucht, aber ich meine, meine restlichen Würfel verfallen dann. Ja, die verfallen. Genau, Colin jetzt. Genau, weil du nach Fallen. Ich wäre jetzt fast versucht, da reinzugehen, mich diagonal zu dir hinzustellen an die Wand und nach einem Schatz zu suchen. Einfach um das Risiko einzugehen. Mach das. Weil beste Situation für. Also es ist nicht so, dass wir zu viel Action haben. 10. Das hat sich gelohnt. So, und hier suche ich jetzt nach einer Falle. Obwohl, ist auch nicht so smart. Nee, Fallen haben wir. Nach einem Schatz, ja. Das ist ja logisch. Ja, so smart war es jetzt doch nicht, weil ne, wir wissen beide. Ja, alles ist möglich, aber es ist in jedem Fall. Du hättest dich auch direkt neben mich stellen können, hätte er mich nicht angreifen können, aber wenn einer kommt. Hätte Kollege. Er's? Ja, stimmt. Hast du recht. Aber du willst ja, dass war, ich hab kurz, musst du ihn nicht. Oder steht da drauf, Monster erscheint in Blickrichtung? Nein. Okay, schade. Willst du mich damit reinziehen? Streunendes Monster. Ja, aber es greift ja mich an, in jedem Fall. Also in so ey, wir sind ein Team, sonst ist ja egal. Ja, dein ey, Abscheulichkeit erscheint. Kannst du mir keine EPs machen? Ach, das. Ja. Aber das meine ich, wenn du dich halt neben mich gestellt hättest, hätte ich zu. Also, hätte ich greife an! Mit drei Angriffswürfeln, Colin. Und treffe dich direkt ins Herz. Ah, mit einem. Ich habe drei. Lamer Angriff. Passt auf hier. Cool. Ja. Gut. Doppelt sogar. Mehr als ich brauche. Acht, den kannst du behalten. Parry das. Okay, so. Cool. Ah, nee, du bist ja dran, ne? Nee. Nee, du hast gekämpft. Du bist dran jetzt. Ja. Wie darf der dann jetzt direkt nochmal? Jetzt darf ich. Ja. Ernsthaft? Oh. Naja, ist halt. Ne? Das ist so gemein. Ja, okay, dann nehme ich meine Arroganz noch ein bisschen zurück. Das wird Divinity nicht geben, da werden die Aktionspunkte nicht so schnell wieder. Aber gut. Ja, ist halt, das ist Pech, wenn du als letzter der Runde das machst, ja. Aber war nicht mitzurechnen. Also schon, aber. Das ist strategisch sehr dumm. Ich sollte dann echt immer der Erste nach Schätzen suchen. Ja. Und greife Nils an. Ja, das ist eine persönliche Geschichte, glaube ich. Ah, es war nicht schlau. Gib's zu. Komm her, Nils. Oh. Ein Treffer. Verteidigt. Abgewehrt. Der kann gar nichts, die abschließen. Was für ein kleiner. Haha, der Zwerg lacht. So, und jetzt macht der. Beteiligt sich der? Ja, na, ja klar. Gerne. Ja. Oh. Gehe ich direkt hinter ihn. Ups. Mach doch diagonal, dann kann er dich nicht angreifen. Obwohl, er kann sich ja bewegen. Ja. Das Problem ist, dass auch der Angriff nicht so stark ist. Ne? Ich würde schon gerne mit zwei Angriffen. Ja. Du kannst ja sogar noch mit einem anderen. Ja, aber da habe ich halt nur einen. Ja, das macht total. Okay, ich greife mal an. Ja, oh. Hat sich nämlich gelohnt. Jetzt muss er der wird tief eingeatmet. Da wird tief eingeatmet. Damit der Dolch auch schön durchgeht. Kill Count geht hoch beim Simon jetzt. Ich fühle es. Komm, ich kann ja nicht von Heidi Kabel mich so vorführen lassen. Da muss ja auch mal was. Verteidigung! Ja! Nein, scheiße. Zwei! Immer das war aber ungewöhnlich. So, dann bin ich jetzt. Also der Wurf war verdächtig. Acht. Der Wurf war verdächtig. Ja, wir haben jetzt noch drei Angriffe theoretisch, aber du kannst nur mit einem angreifen, ne? Und er hat drei Abwehrwürfel, also vielleicht, ne? Ja, aber. Ich will mich auch nicht. Ich wollte es gerade sagen, das wäre doch auch für uns alle schön, ne? Also die Abscheulichkeit denkt sich jetzt aber auch lieber, dass ich zu Hause auf dem Sofa wäre. So, jetzt kommt Netflix and Kill. Jetzt kommt das sprichwörtliche Zwergenglück, kommt jetzt zum Einsatz. Oder überlegst du, ob du flüchtest? Das Monster kann sich ja nicht diagonal bewegen. Das heißt, wenn wir so stehen, ist er quasi ja gefangen von allen vier Seiten. Ja, lass ihn uns einfach umklatschen.
überlege, ob es irgendeinen Sinn hat. Wir haben noch keine einzige von diesen drei Schatzkisten gefunden. Mhm. Würfel einmal noch was. Kann natürlich sein, dass in einem Raum drei Stück sind. Ist doch so ein Hauptraum, so irgendwie. Oh. Ein Treffer. Ein Treffer. Colin, ich sehe schon. Es liegt an dir. Ich sehe schon da gleich so die Robe eines verstorbenen Zauberers im Gang. Es muss nicht sein, dass der auf mich geht. Verteidigung! Nee, stimmt. Nichts. Ein Topper weg. Meine Gabel schnibbelt einmal, schneidet und denkt sich auf halbem Schnitt. Na, weißt du was? Wollen wir nicht so gierig sein? Lassen wir den anderen mal was auch übrig. Ich ziehe das Schwert aus dem Fleisch. Blut spratzt. Zipscht. Ja. Aber wow. Nicht genug. Nicht genug Blut. Hast du auch, Freunde. Ja. Da kommt's. Yes! Oh! Willst du würfeln oder willst du einfach über die Willst du einfach aufgeben? Komm, wir nehmen ihn. Nein, die Chance besteht ja noch. Ja, mit ja. Verteidigungswürfel. Ja, theoretische Chance. Das besteht auch eine theoretische Chance, im Lotto zu gewinnen. Komm her. Hat noch nie jemand geschafft in der Geschichte. Verteidigung! So, und du bist nicht der Erste. Aua, so. Aua! Die sind ganz schön gemeine Typen. So. Hat sich doch gelohnt, hier nach einer Schatzkiste zu suchen. Ey, wir haben alle reichlich Kampf- und Würfelerfahrung gewonnen. Ja. Wenn auch sonst nichts. So, jetzt stehen wir. Aber so wie wir da stehen, können wir uns kurz alle unsere Genitalien zeigen. Aber nur ganz kurz. Kurzer Vergleich. Kurzer Vergleich. Da wird nicht wieder drüber geredet. Einmal kurz, alles, was ich gedacht habe. Einmal kurz checken. Okay. Ich würfel mal. Jetzt ist mit dem Kurzschwert gestartet. Ja, sie musterten den Magier. Jetzt wissen sie, warum er so langsam ist. Hat viel zu tun. Viel zu schleifen. So, Freunde, haben wir jetzt schon nach einer Geheimtür gesucht da in dem Raum? Nee, es ist ja eben erst der Gegner weg. Oder? Nee, aber der war ja durch das Suchen nach einem Schatz gekommen. Also aber wir haben Falle, aber Geheimtür haben wir noch nicht. Nee. Wer ist denn jetzt dran eigentlich? Und haben wir den jetzt gesucht? Aber wenn wir uns jetzt schon gegenseitig unsere Geschlechtsteile zeigen und eh nicht wissen, wo wir als nächstes hingehen, dann gehen wir doch gerne in Italien. Ja. Okay. Die Stille danach. Was ist denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt? Ja, du bist doch jetzt dran. Wow, die Regie hat aber für die Regie relativ lange gedauert. Also nach 30 Sekunden. Die haben sich erst beraten. Was meint er damit? So ein Geheimrat eingeführt. Yes. War das ein Gag? War das keiner? 3, 4. Ja, dafür wurde Würfel auf Humor erfunden. Für genau diese Situation. Ja, viel mehr kann ich nicht machen. Ich suche noch nach, ist noch irgendwas zu suchen? Geheimtür. Haben wir Geheimtür noch nicht gehabt? Geheimtür. Oh. 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 Der greift da. Ist das die erste Geheimtür? Geheimtür. Mit Gold drin. Ja, ja. Da ist nämlich gleich so Rubble im Gang. Das sind zwei Ziertüren. Interessant. Heißt das quasi eine Tür in den Gang, oder was? Nach hier, oder was? Oder wo führt die hin? Ja. Okay. Wohin? Einfach raus? Hier. Einfach raus, ja. Okay. Da gibt es drei Türen, die in diesen Gang führen. Okay, ja, nö, brauche ich nicht. Aber ja, da jetzt es könnte sein, dass hier zu ist. Das glaube ich nämlich auch. Ja. Dass hier zu ist. Ich meine, eine Schatzkiste wirst du ja nicht ins Foyer stellen. So oder so. Du bist dran? Ich sag, wir gehen alle durch die Geheimtür, oder? Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle, sehe ich dann schon das alles hier? Ja. Fände ich nur fair. Ja, dann stelle ich mich da mal hin. Was sehe ich denn da? 24 Abscheulichkeit. Jetzt wird aufgebaut. Teilen sich teilweise. Okay, jetzt wird sich. Okay, teilen wir uns auf. Jeder nimmt eine Tür. Okay, das heißt, in der Mitte ist noch was und da an der Seite. Mhm. Vielleicht. Das ist ja noch mehr Sackgasse, ne? Ja, siehst du, geht da oben lang. Mhm. Okay, dann gehe ich. Aber kann er auch hier sehen? Nee. Okay. Bleibt alles, wie es ist. Oh, hätte jetzt ich suche das nach schon Geheimtüren. Jetzt, ne? Fallen nach Fallen. Fallen. Gibt's doch im Flur keinen, oder? Im Flur? Kannst du im Flur auch fallen? Ich hab doch schon einen entschärft im Flur. Okay, stimmt. Mhm. So, du kannst hier nach Geheimtüren ob es hier irgendwo ungefährlich rein. Jetzt, ne? Das muss man sagen. Du kannst nach Geheimtüren suchen, gucken, ob es hier irgendwo reingeht. Ja. Erstmal benötige ich kurz. Ach, die wunderbare 7. Wir sind jetzt den ganzen Gang entlang. Eins, zwei. Zufuhr. Tor 4. Dann wahrscheinlich bis hier, ne? Mhm. Und dann suche ich nach Geheimtüren. Ja! Keine Geheimtür. Nein! Ja, dann müssen wir um die Ecke erst noch. Mhm. Ja.
Ja, gut. Ja, gut, dann machen wir das erst. Ja, ne? Ja, ja, gut. Ja, du, jetzt ja, haben wir uns schon den Weg da. Jetzt sind wir ja committed. Würfeln wir uns da doch mal ganz gemütlich. Ach, endlich. Können wir bitte einfach mich so ziehen? Aber ja, dass ich einfach hier mich jetzt hinstelle. Können wir nicht einfach jetzt. Ist das okay mit dir? Die nach ja da schieben? Das macht doch jetzt keinen Sinn, das zu würfeln. Ja. Wer will als nächstes? Ich finde, das ist wirklich nur fair und nicht Betrug, weil nee, das macht wir Sinn sparen uns einfach nur Zeit. Ja, also genauso ist es ja kein Betrug. Wir könnten es ja wirklich einfach so ja darstellen. Wir könnten uns so ja gewürfelt haben. Ja. Was sehen wir? Eine Falle wird ausgelöst. Nee. Was? Von wer ist so dumm gewesen? Der Barbar? Colin. Wegen der Ecke? Auf einer Falle. Ah. Aber das kann nicht sein, wir haben nach Fallen gesucht. Nein, ja, aber nicht in die Richtung. Wir hätten an der Ecke nochmal. Aber wird die Ecke nicht auch gezeigt? Nein. Das ist aber über die Ecke. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir haben das schon mit eingeholt. Nee. Aber ist das denn jetzt, weil ich bin schuld, ich habe den da hingestellt, ich wusste es nicht. Schützt es vor Strafe und so eine ja sogenannte Unwissenheit? Nein. Ha. Ich schon. Jetzt gönnt ihm doch diesen kleinen Sieg ja, mit seiner läppischen Falle. Ja, mach komm, ich darf würfeln, ne? Du darfst jetzt würfeln und wenn du einen Totenkopf würfelst, dann einen Totenschädel, dann trifft dich die Falle. Alles richtig gemacht. Wieder sogar noch stolz, anstatt sie zu entschärfen. Was will er machen, der Krane? Ja. Wir haben es eilig, wir wollen nach Hause, Leute. Wir müssen jetzt hier schnell das hier Abenteuer abwickeln und. Warte mal, was ist jetzt passiert? Du hast sie ausgelöst, die Falle? Aber naja, ich bin drüber getänzelt. Ich bin halt. War eine Sperrfalle. Du hast sie besiegt. Ja, klar. Ja. Hat ihm nicht gefallen. Deswegen. War nicht mal nötig, sich anzustrengen. Einfach nur, weil. War keine Sperrfalle. Sau. Also wie dümmer als ein Barbar. Okay. Ja, ihr habt natürlich auch noch was gesehen, als ihr um die Ecke gebogen seid. Und zwar. Nee, könnt ihr ignorieren. Hier. Mhm. Und eine Tür. Na, endlich! Und mir kraut's jetzt schon vom Rückweg. Hier. Ich würde sagen, da warpen wir uns. So, wer ist dran? Simon. Simon. Ja, stimmt. Wir können uns jetzt auch wieder theoretisch so positionieren. Aber erstmal nach Fallen suchen. Nee, nach Geheim. Doch nach Fallen. Das wäre ja geil. 8 Fallen hintereinander. Ich warte hier auf euch. Oder warte, ich gehe sogar noch einen weiter, ja, wegen meiner schrägen. Kannst du noch nach Geheimtüren suchen? Und ich suche natürlich nach Geheimtüren. Keine Geheimtüren. Das ist doch so ärgerlich. Wollen wir uns nicht einfach wieder hinstellen? Ja, müssen wir noch Fallen noch suchen jetzt hier? Nee, er ist ja gerade da lang gegangen. Können auch 2 Fallen sein. Ja, aber gut, er ist ja her. Ja. Okay. Dann so und so und. Hey, wartet auf mich, Jungs. Okay. So, was wir das so machen wie eben. Wenn du jetzt gut würfelst, weil das ist eigentlich nicht schlecht. Du gehst durch. Ach so. Öffnest, dann ja haben wir nämlich, haben wir beide Angriffspotenzial. Ja, ich gucke erst, ich würfel erstmal, was ich habe. Ja. Damit kann ich auch wieder zurück. Okay. Dann 1 W, da ist eine Falle, dann drehe ich durch. 2. Ja, auch auf eine gewisse Art und Weise. So. Ja, als erstes den Raum betreten. Wir mit einem Goldstrom übergossen. Und hier so ein Kamin stehen. Ah, da ist die erste Truhe drin. Und, nee, das war's natürlich noch nicht. 3 Orks. Okay. 3. Die scheinen was Wichtiges zu bewachen. Krass. Ja. Rückzug. Wieso denn Rückzug? Das bringt doch nichts. Wenn er sich zurückzieht, dann kann nur ein Ork einen Angriff machen. Ja. Also alle rein ist, glaube ich, ein Fehler. Also ich würde natürlich, mein erster Instinkt als Feigling ist natürlich jetzt, mich da wieder hinzustellen, weil ich dann, also Simon und ich können ja querschlagen. Ja, das Dumme ist, jetzt haben wir wieder die Mexican-Standoff-Situation, dass dann Fabian natürlich sagt, warum soll ich angreifen? Das eben, also wieso, du haust einen weg, du haust einen weg, ein Moment. Aber dann bleib du doch vor. Ne, es ist auch. Du könntest natürlich einfach stehen bleiben und jetzt diagonal haben. Wie viel weit können die laufen? Geblockt, 8. Aber. Ja, aber. Also 8 können die laufen. Wenn Nils steht jetzt hier. Mich halt komplett umzingeln, so. Das ja, aber ich könnte mich ja zumindest vor dich stellen. Nee, aber also das Ding ist, wenn ich da stehen bleibe und. Ja, okay, du könntest mit rein, aber die könnten. Ja, du würfelst ja mindestens eine 2. Das heißt, du könntest dich da oder da hinstellen. Das könntest du safe machen, auch wenn du eine 2 würfelst. Aber ich würde dich hier hinstellen. So. Und dann kommt Colin und stellt sich hier hin.
Geht oder auch. Simon stellt sich zum Beispiel dahin, kann so schräg angreifen, dann kann keiner mehr rum. Aber ihr denkt dran, nach dieser Runde sind die Orks dran, ne? Genau, aber wir können, wenn wir Glück haben, zwei weghauen. Müssen wir ein bisschen Glück haben. Ja, dann ist noch ein Ork da, ist so easy. Komm. Aber jetzt bist du erst aber nur Colin dran. Alternativvorschlag. Sind die Orks dran. Du könntest auch stehen bleiben und in diagonal hauen. Wenn er tot ist, blockst du in jedem Fall die Tür. Ja, aber dann ich hau den zweiten kaputt und dann ist nur noch einer, der angreifen kann. Aber kann keiner zum Magier, es kann keiner nirgendwo hin. Ja, aber du... Eine Falle wird da nicht sein. Ach so, okay, du meinst, wenn du jetzt dahin gehst. Genau. Ne, und du und der überlebt, kann der quasi um dich rum. Exakt. Und kann raus. Also, weil die sind danach dran. Wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten anzugreifen und zu blockieren. Du kannst in jedem Fall so angreifen. Ja. Ich brauche nur eine 2, um den zweiten auszuschalten. Ich glaube, das wäre. Also, du meinst, dass ich da stehen genau. bleibe? Bleib stehen bei. Okay. Genau. Und dann tanken wir die Tür. Du kommst ja auf jeden Fall um mich rum und kannst dann. Exakt. Ich brauche nur eine 2, um da. Ja, oder, ja, du, ja, na, oder das dahin. Ist das ist, ich brauche nur eine 2. Ja. Also, das ist, wenn der jetzt stirbt, dann brauchst du mehr. Nee, ich stehe doch hier. 1, 2, dann mache ich danach. Ah, ja, du hast recht. Deswegen. Okay, das mal, dann machen wir das so. Einer kleinen Schlachtfelddiskussion. Ja, das gehört dazu. Ah. So, weil das schon mal nicht gut geklappt hat. Das ist super schlecht heute. So. Jetzt bist du dran. Okay, nee, lass uns noch mal kurz nicht überlegen. Getroffen. Jetzt, ja, dass du es noch mal sagst. Dankeschön. Ja, vielleicht wir haben die Zuschauer es nicht mitbekommen. Dass er gewürfelt hat. Ja. Du hast ja recht. So, pass auf. Ich habe noch am meisten Health, wir können uns beide gleich gut verteidigen. Ich hau jetzt in jedem Fall einen weg. Die Statistiker sind sich einig, dass die Wahrscheinlichkeit sonst. Wie können wir es so am besten stellen? Wenn ich mich dahin stelle und die nicht weghaue, hast du potenziell. Ja, können wir es. Eigentlich ist es fast relativ egal, oder? Also es, ich kann dich nicht wirklich schützen, sozusagen. Du, also es könnte schon sein, dass ich sterbe jetzt, ne? Wenn du dahin gehst. Das Problem ist. In jedem Fall kannst du zwei Angriffe abkriegen. Genau. Du musst gar nicht nachdenken, du kannst uns einfach zuhören. Also, wenn du dahin gehst, kannst du drei abkriegen. Die Scheiße ist, wenn du keinen platt machst jetzt, kann einer von uns drei abkriegen. Falle ist. Ja, aber die sind nicht schlau genug. Die werden sich ja verteilen. Wenn da eine Falle ist. Ist keiner. Ist keiner. Kein Spieldesigner der Welt würde da eine Falle bauen. Pass auf, guck mal, wenn du dahin gehst. Ja. Dann kannst du maximal, einen Angriff kriegen. Wenn du, da bringst du nicht, da kannst du nicht angreifen. Das Ding ist, wenn du dahin gehst, kannst du gleich dreimal angegriffen werden. Ja. Wenn du dahin gehst, kann ich zwar zweimal angegriffen werden, aber du nicht dreimal. Und es ist ja leicht, dann den zweifachen Angriff zu überleben. Das heißt, wenn du hierhin gehst, kannst du angreifen. Ich bin dann zwar derjenige, der dann eventuell Gefahr läuft, Probleme zu kriegen, aber das machen wir jetzt. Das wird auch nicht passieren, weil ich jetzt genau das mache. Ich brauche nicht würfeln, weil ich faul bin und mich genau hierhin positioniere. Jetzt haust du die Sau mal um. Und das ist natürlich auch, dass er mit dem Rücken zu mir steht. Und wie du diesen Angriff überstehst, sehen wir nach der Werbung. Ein Medienprofi. Herzlich willkommen zurück zu Du bist an diesem fantastischen Abend. Wir stecken immer noch in unserer 93. HeroQuest-Partie und Colin ist dabei, anzugreifen. Ja, und ich höre immer Tim Heinke, wenn ich das Intro höre. Der hat da doch mitgesungen, oder? Mit Sicherheit. Ja, eindeutig. So. Weiß ich gar nicht. Was hast du da als Karte eingesetzt? Das war das streunendes Monster. Habe ich gegen die Orks gewirkt. Die tue ich natürlich wieder ins Deck zurück. Ach, Teufel, er ist einfach was so raffiniert. Nix. Den Würfel jetzt. Okay. Ich würfel auch so nach. Stimmt das? Der Chat sagt, du hast Schild und Helm? Nein. Also nee, ne? Oder doch? Schild. Ich hab den Helm. Du hast, ja, schade. Ich dachte, wir könnten ja noch ein bisschen. Wenn wir noch 150 Gold mehr gehabt hätten, hätte ich mir auch noch ein Schild kaufen können. Naja, immer. Ich hätte dir geliehen, wenn ich so. Immer langsam mit Schwert. Nee, Abenteuer geklaut. Okay, ist doch nicht gut. Ich wollte eigentlich mit dem, die lagen schon. Nee, wolltest du nicht? Ich darf mich mit zweien. Boah, weißt du, was ich will? Woher weißt du, was ich will? So genau, als ob du ich wärst. Komm. Einmal nur, ja. Geil! Nee, gar keiner. Einer weg. Die haben doch nur ein Leben, die Orks. Die haben nur ein Leben. Verdammte Hobbits. Boah, guck mal. Mit minimalem Aufwand reicht es sogar. So, jetzt Fabius darfst du, jetzt kannst du nochmal richtig Tod und Zerstörung bringen. Was macht dein Heiltrank? Der heilt. Und wie viel gibt er dir? So viel, wie die Augenzahlen sagen. Okay.
Was mein Heiltrank macht, der gibt mir alle Lebenspunkte. Du hast kein. Aber ich habe hier ein Backup. Was erwartest du denn jetzt von deinem Zug? Nicht gleich nach den Sternen greifen. Ich gehe hier hin und hier hin. Ha, hast du wohl deine Züge schon erledigt? Hat der eine vergessen anzugreifen? Ha! Nein, das ist nicht euer Scheiß-Ernst. Ich habe mich dahin positioniert, um da jetzt anzugreifen. Nein. Der hat sich bewegt und wenn der andere dran ist, ist der. Also rechtlich sehe ich da auch nichts. Absolut. Nein, das ist Bullshit. Nein, Moment, wir haben das. Das ist fucking Bullshit. Nein. Hier, Präzedenzfall. Ja, absolut richtig. Nils, vollkommen richtig. Du bringst sogar noch was hier aus der Kartei. Absolut. Das ist ein Fall für Solmecke. Ich rufe ihn kurz an. Das ist richtiger Bullshit, Nils. Nein, das weißt du selber ganz genau. Nein, das ist nicht gut gespielt, so wie bei uns eben. Bei euch eben war das einfach nur gierig, weil ihr meint, ja, ich muss nicht würfeln. Fabian, ganz kurz. Fabian, ich gebe dir zu, es ist Bullshit, aber es ist auch das Gesetz. Da steht hier, dieselben Regeln gelten auch für den Spielmaster. Ja. Ich denke, wer sind wir, dass wir uns über den Chat stellen? Also jetzt, heute mal. Siehst du, das ist regelkonform. Das ist regelkonform. Ja, also meine Sache ist regelkonform. Dann lassen wir das höchste Gericht den Chat entscheiden. Ja, entscheiden wir den Chat. Okay, Abstimmung. Abstimmung. Chat. Also, Chat entscheidet. Falls müssen wir den Kontext nochmal klar darlegen. Bitte. Also, wir haben vergleichbare Aktionen gemacht. Das Regelbuch, also wir haben nicht gewürfelt, sondern haben uns einfach frei durch den Raum bewegt. Aber mit dem Unterschied, dass wir das getan haben, als kein Monster im Raum waren. Monster sind unsere Gegenspieler, die uns zwingen, taktisch vorzugehen und nach Regeln zu spielen. Einmal ist es uns passiert, dass wir ein bisschen zu gierig waren. Der Spielmaster hat uns nicht darauf hingewiesen, dass wir vielleicht was vergessen haben. Wir sind in eine Falle getappt, haben es wie Männer genommen, sind der Falle ausgewichen. Neue Situation. Der Spielmaster selbst ist in der Situation, dass er sich nicht frei bewegen kann, weil wir natürlich in seinem Raum sind. Was macht er? Er bewegt sich frei und fordert nach dem Bewegen ein, dass beide Monster noch angreifen dürfen. Obwohl das eine Monster mit dem Beginn des Ziehens des zweiten Monster seinen Angriff eigentlich verwirkt hat. Finde ich schwierig. Für mich regeltechnisch eindeutig, aber die Abstimmung wird nicht geframed. Die Abstimmung wird nicht geframed. Also, Ausrufezeichen Hero. Dann hat das Regelbuch recht. Nein, wir müssen ja einen Chatbefehl erfinden. Ausrufezeichen Hero. Ja. Nein, Ausrufezeichen Colin Hero. Ja, Ausrufezeichen Hero Colin. Ja, dann haben wir recht. Also genau. Kollektiv. Und Ausrufezeichen Hero Fabian, hab ich recht. Jetzt auch einfach Hero. Also einfach Colin und Fabian. Jetzt einfach Colin. Nein, du brauchst doch hier. Nein. Ihr kennt euch doch mit dem Abstimmungssystem gar nicht aus. Ja. Du kannst auch einfach. Ihr braucht erstmal ein Schlüsselwort und dann könnt ihr. Gut. Das ist so wie in den amerikanischen Wahlen, wo die Wahlzettel. Nils, gibst du mir recht? Der Chat hat schon kapiert, die stimmen aber eh schon alle für Colin ab. Also, es ist Makulatur. Okay. Aber Fabian könnt ihr auch abstimmen. Es gibt die Option. Es gibt die Option. Ja, aber entschuldige mal, was recht ist, muss recht bleiben. Rechtschaffende Bürger. Demokratisch absichern. Da sind nämlich jetzt die Zahlen, die harten Fakten. Ja, guck mal, hier rattert es noch rein. Also, es gibt auch durchaus Leute, die sich auf die Seite des Verschlagenen schlagen. Ja, gut, in Neukölln wird auch abgestimmt, aber. Was? Politische Wetze hier noch zu früh oder was? Aber ich muss. Habt ihr Silvester nicht mitbekommen? Ich hab's. Das ist bei dir vor der Nein, ich meine, wir würden natürlich damit das Tür und Tor aufstoßen zu Wahnsinn. Anarchie, das ist Anarchie. Wahnsinn. Und das ist und einfach, wir spielen, wie wir wollen. Wenn das dein Wunsch ist, bitteschön, dann nehme ich direkt mir die Schatzkarten raus. Was kommt als nächstes, dass wir uns bewegen, ohne zu würfeln? Nee. Der Chat ist sicherlich auf meiner Seite. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wann hört das Voting auf? Jetzt. Okay, blend mal ein. Ja, sie wollen dir noch keinen Tipp geben. Okay, ist soweit. Sehr spannend. Da ist sie. Oh, okay. Das Volk hat gesprochen. Eindeutig, das Volk hat gesprochen. Aber einmal darf ich angreifen. Einmal darfst du angreifen. Fabian, man muss fairerweise sagen, das darf dich eigentlich weder ärgern noch verwundern, ne? Dieses Abstimmen. Ja, klar. Na, es sollte dich stolz machen. Es sollte dich schon ärgern. Ne, es sollte dich stolz machen, dass die Community sich an Regeln hält und das Recht zu schätzen weiß. Absolut. Darüber freuen wir uns ja auch gar nicht über Gebühr. Heute ist ein großer Tag und ein Sieg für die Demokratie. So. Abfahrt. Oh, yes! Oh, shit.
Und dann der 3 Nils. Treffer! Ja, ist doch, das, ist doch. Aber der Nils hat nur schlecht verteidigt bisher. Ei! Ne? Drei. Ich hab mich verwürfelt. 3 Lebenspunkte weg. Autsch. Okay, hast okay. du noch genug? Soll ich dir 2. mal einen Trank vielleicht geben? Ja. 2 hast du noch? 2 Lebenspunkte. Oh, das ist aber gut. Ja. Na, nimm den schon mal. So, jetzt kannst ist Simon dran. Mal nehmen. Simon ist dran. Simon haut jetzt aber mal mächtig zu mit seinen Sachen. 8. Ich stelle mich hier einfach mal hin. Ja, das ist schon gut. Und haut zu. Mit 2. Yes! Nice! Jetzt bitte. Lohnt sich's noch? Ich habe heute richtiges Würfelglück. Ja. Fällt mir auf. Ja. Hast du aber auch verdient. Durch das selbstlose Leihen von Geld. Wie jede gute Bank. Bist du einfach wirklich. Tschüss. So. Ey, ich muss mir mal ganz kurz sagen, durch diesen Move habe ich mir gerade das Leben gerettet. Ja, es hätte viel schlimmer ausgehen können. Wenn, Moment, aber wenn das diesen ist doch mein Regelverstoß. Wie reden wir jetzt über dich? Ich habe doch hier gerade jemanden. Nein. Du hast super gemacht. Ja, aber ich kann mir nicht mehr das Verhalten feiern. Ich wollte richtig gut gemacht. Jetzt lediglich einmal. Das ist nicht dasselbe. Ihr feiert das nicht so, wie es mir gebührt. Doch, wir feiern. Und komm, das ist doch schon Standard bei dir. Aus dem Hals sprudelt Gold. Wie viel hast du denn hier schon umgebracht, sag mal? Simon, 12. Ihr reicht. Oh, 12. So gut wie 12. Okay, gut. So. Jetzt sind wir gespannt auf die Geschichte von Nils. So. Nee, es war nur eine kurze Anmerkung. Wenn wir diesen Regelverstoß nicht geahndet hätten, verdienterweise, dann hätte jetzt der andere Ork jetzt mich eventuell töten können. Ja. Das wollte ich lediglich mal sagen, dass es dann im Nachhinein nicht so unwichtig war. Absolut. Dass wir die Regeln eingehalten haben. Ihr denkt, ich greife an, aber ich greife natürlich nicht an, um den letzten verbleibenden Angriffsslot nicht zu blockieren. Deshalb stelle ich mich dort vor den Kamin und wärme mich. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja? Du hast ja einen Heilzauber. Ja. Gibt es Sinn, dass du mich jetzt heilst und dafür einen Heiltrank bekommst, sozusagen im Austausch, damit ich die Runde nicht verschwende und lieber angreifen kann? Das gibt total Sinn. Dann würden wir das so tauschen. Aber ich brauch den ja, ist ja egal, wer den hat. Aber, ja, ich wollte dir nur was zurückgeben. Dann benutze ich das Heilwasser und gebe dir 4 verlorene Körperkraftpunkte wieder. Sehr gut. Nice. Und damit ist dieser Zauber verwirrt. Merkst du, wie Teamwork belohnt wird? Ja. Also ich habe jetzt 6 wieder. Stark. Sehr gut. Ja, cool. Top. Also, ich versuche mehr als 2. Merkst du das selbst, wenn du mal Glück hast, dass wir es einfach annullieren? Ja, ja. Ihr seid toll. Das Glück ist sich überhaupt bewegen. Ab 6. Was? Ich will nur einmal würfeln. So. Und ich bewege mich natürlich, damit du. Ah, ich hätte doch, wir haben es schon wieder dumm gespielt. Ich hätte angreifen können, du hättest schräg angreifen können. Ja. Hätten wir einen Angriff mehr gehabt. Egal, aber dann hätten wir dich nicht gehalten. Ist egal. Ich überlege gerade, ist das eigentlich scheißegal? Du müsstest dann. Es gibt eine minimale Wahrscheinlichkeit. Deswegen ist es besser, wenn ich hier hingehe. Ja. Oder fällt noch ein weiter? Warum? Ja, ich stell mir vor, du bringst ihn nicht um und ich bringe ihn nicht um, dann kann der immer noch den Magier was von tun. Von hier sozusagen, ne? Und mathematisch ist es safe, dass ich ihn angreifen kann. Oh, 2! Ich nehme die hier mal aus dem Spiel. Ich darf mich mit 2 verteidigen, das wird kein Problem sein. Aha, die Kabel 100 Blutdurst. Treffsicherheit beweisen. Und die habe ich. Yes! Oh! Das gibt's ja nicht. Er hat's tatsächlich. Hartnäckig. Der ist wirklich hartnäckig. Jetzt musst du, Colin, auch mal was abliefern hier. Ja, kein Druck. Nee, aber. Aber er kommt auch nicht mehr raus, also ihr seid safe. Ja. Du hast mit 3 Würfeln. Eine sanfte Forderung. Weißt du, ich will das. Simon, ich kann nur da gleich noch rein. Ja, von mir gibt's gleich noch einen Peaks. So. 2, oh, das war's jetzt. Komm, 2-mal hintereinander. Das ist unmöglich. 2-mal hintereinander. 3, 4 Leute knüppeln auf den. Und er. Komm her! Tschüss. Tschüss. Niemand wird je etwas von deinem Kampf erfahren. Und Simon, als Belohnung für die tolle Aktion darfst du jetzt nach einem Schatz suchen. Ich suche nach einem Schatz. Ja, ja. Es wird langsam eng, ne? Du hättest einige Schätze bekommen. Ja, du hättest es da reingehen können. Ja. Es geht immer noch besser. Leute. Ja, aber da bist du halt sicher. Das ist gut. Wenn man mit euch spielt, geht es immer noch anders. Aber es kommt auch kein streunendes Monster, es kommt relativ fest. Es kommt ein streunendes Monster. Stark. Ja, stark, ne? Es gibt keine Schätze mehr, das war's schon. Es sind 99% nur noch Monster. So, die Abscheulichkeit. Wenn ich dir nicht die ganze Zeit die Abscheulichkeiten besorgen würde. Weißt du, was so. Weißt du, wann das streunende Monster wirklich sinnvoll ist? Ich hab's mal eine Abscheulichkeit besorgt. Nee, bei Glatteis. Ja, aber neu. Ich glaube, der ist noch ein streunendes Monster. Ja. Ja. Streunendes Monster auch gut im Winter.
Das ist derselbe Gag. Ach so, ich hab nicht gehört. Ich hab wirklich nicht gehört. Gag. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Wirklich. Der Gag raubt schon an hier. Ich hab's nicht gehört. Das ist eine neue Distanz. Instant Gag raub. Ich hab's nicht gehört. Von den Augen der Welt. Ja. Ich hab's wirklich nicht gehört. So, dreimal greife ich jetzt Simon an. Ja, okay, dann komm. Aber das passt ganz gut, weil der hat ja auch große Knochen. Give it to me! Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn einfach nicht gehört. Ja. Die Leute müssen sich erstmal erholen von einem. Abfahrt! Schwache Abscheulichkeit. Fiebrige Abscheulichkeit. Ja, die sind ein bisschen fieber. Oh, abgewehrt! Jawohl! Klonk macht er! Okay, geil. Aber. Was aber? Nix, aber. Ich wollte gerade sagen. Okay, ich bin dran. Ja. Ich greif an. Mit 2. Ach, du hast dein Glück. Okay, dann würfel ich. 5. Wo, habt ihr einen Wunsch, wo ich mich hinstelle? Warte mal, darfst du das denn vor jetzt? Die, darf er noch stellen? Ja, er ist ja nicht gegangen. Darf er noch, ne? Ja. Darfst du diagonal anbringen? In Sicherheit. Nee, ne? Also, dich nicht ich kann diagonal, aber ich habe ja eben schon angegriffen. Du könntest dich auch in Sicherheit bringen. Ich sag's nur. Ah, du hast recht. Das mag ich auch lieber, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht so die stark. Ich gehe in Sicherheit. Was macht der Magier? Ich greife. Hat er nichts zu verlieren, ne? Angreifen. Dann könnt ihr ja trotzdem angreifen. Ne? Ja, du kannst ja noch abhauen danach. Ja. Darfst du eine 2? Ach, du musst. Nein. Ja, danach kannst du nicht mehr angreifen. Abhauen. Du musst ja ziehen gerade. Wieso? Ach so, er kann. Wieso? Er kann auch noch. Simon auch gerade. Er darf doch jetzt noch angreifen. Er hat noch nicht gewürfelt. Ja, das geht. Aber du bist doch gerade gezogen. So, erstmal wird er jetzt den. Der stand da doch nicht. Was? Ich hab gewürfelt. 3? Ja, aber Ede stand doch nicht. Ja, stand ich halt da. Ich wehre jetzt erstmal diesen lächerlichen Angriff ab. Ja. Shit. Ja. Aber er darf ja noch würfeln. Guck mal. Mir doch egal. Es ist auch so feige. Er gibt ihm eine mit. Ja. Läuft weg, so wie früher. Ja, im Schuhe. Guter Magier. Übernehmen. Carsten, übernimm du. So. Bande. Kann sich aber auch mal fragen, ja, ich weiß. Wo hier noch was sein soll. Achso, warte mal. Ich darf ja noch gar nichts. Ich muss erst mal würfeln. Mit Plaisir kommt die 4. Ja, also ich würde sagen, wir müssen das jetzt mal. Oh, ja, wir hauen ihn jetzt weg. Komm, ich nehme dich an die Hand. Dann gehe ich einfach mal hier und dann kannst, dann ist, ja, oder? Machen wir es. Ja. Besser geht's nicht. 2. Ja, das ist doch mal was. Das ist aber schon etwas. Ey, das war nicht geschummelt, Leute. Ich habe mich ja nicht bewegt davor. Es war ja egal, wo ich stand. Ich stand ja schon direkt an der. Ja. Oder? Also sofern du nicht da standst, wir haben dich ja nach hinten zurück. Aber ich glaube, es war richtig. Nee, außerdem stand ja Simon eigentlich. Vielleicht abgewehrt. Hat er doch recht. Eine abgewehrt. Außerdem sind auch. Wie viele haben wir getroffen? 2. Spielfehler sind. Einer ist abgewehrt. Tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Aber es ist nicht schwer. Das hat noch ein Leben oder was? Ich mache das gleiche wieder wie vorhin, ja. Ich ramm Heidi Kabel ins Schulterblatt auf halber Strecke. Achso, zieh ich raus und sag, übernimm du, der ist für dich, ich hab schon so viele, der gehört wieder dir, damit du zu Hause angeben kannst. Okay, ich versuch mein Glück. So, geh dahin. Und darf danach mich nicht mehr bewegen. Klar, wäre auch nicht regelkonform. Und schlag jetzt zu. Mit einem, komm. Jetzt bitte. Es reicht für den. Das hör auf, dich zu wehren. Das macht ich wehre mich, ich wehre mich, ich wehre mich und schaffe es. Nee. Nein! Nein, so. Das ist tot. Abgewehrt. Gefahr. Es war ein guter Kampf mit dir, Fischmonster. Okay, geil. Ich bin dran und würfel einmal so richtig viel. Ja, naja, aber es reicht. Um hast du nach Geheimtüren schon geguckt? Ich suche nach Geheimtüren. Keine Geheimtüren. Nein. Machst du die Tür noch auf? Ja, ne? Das kannst du. Darf ich das denn noch machen? Ja. Ja. Dann mach ich die Tür auf. Ich habe aber keine Moves mehr. Wie Jagger, ne? Ja. Oh, dieses. Ja, das ist ein bisschen Angst. Denke ich, das Einsaugen von Luft. Hier. Okay, das hört auch noch zusammen. Da ist eine Tür. Sag mal, aber wo sind da 3 Kisten in einem Raum am Ende? Ja, oder was? Wer weiß. Doch schon. Ja, aber was für ein dämliches Design ist denn das? Hier ist ein Ohr. Das macht doch kein Mensch. Dann nimmst du doch eine große Kiste. Was ist das für eine Kistenökonomie, 3 zu nehmen, wo du auch eine nehmen kannst? Die 4 Räume sind quasi aus dem Spiel, ja? Ne, wir haben noch nicht noch hier. Wir wissen es nicht. Doch, kann ja auch hier noch was sein. Und im Gang kann auch noch was sein, ja. Ah ja, okay. Ja. Aber du hast doch gerade nach Geheimtüren, ne? Geschnüffelt. Ja, aber eben nur diesen. Was ja, aber hier in dem Gang könnte zum Beispiel noch Türen. Der Ork, guck mal, der guckt auf die Tür, was. Ja, und Fallen. Stimmt, nach Geheimtüren haben wir genauso, um uns in eine Falle zu locken.
Gut, ich bin fertig. Der Ede ist dran. Ja. Das ist gut. Der Zauberer. Eine Elf schon Jawohl. Wieder. Das glaube ich, kannst du im Grunde aussuchen. In kürzester Zeit. Wo willst du auf die Fresse kriegen? Ich stelle mich hier hin. Du kannst ja mal abzählen, ne? Er kann nur 8 laufen. Ja, ist ja eh egal. Ihr kommt ja jetzt davor. Also insofern ist es. Das ist ein Fall. Er geht nicht, weil da eine Kreatur ist. Scheiße. Stimmt. Das ist gut aufgepasst. Türen geht auch nicht, ne? Wenn jemand steht. Uns ist das wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Ja, ja. Oder ist Vorsicht, wie war das? Aufhören, das Ding wegzukicken. Mich Wahnsinn. Das ist jetzt die Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Premium. Los. Geht los, den Weg, Freunde. Heidi Kabel und ich haben eine Mission. Ja, komm her. Hey, der sieht mich nicht. Jetzt kriege ich nämlich einen Sneak Attack Bonus. Und zwar darf ich jetzt mit 4 angreifen. Nee. Sneak Attack. Sneak Attack. Chatbot. Ausrufezeichen. Sneak. Oh. Hey, hi. So viele Arme hast du gar nicht. Ja, ich darf mich ja nur mit 52. Genau. Also, du verzichtest war auf, es. Mit anderen Worten. ID-Kabel hat ein neues Geräusch gelernt. Hast aber auch gar kein Glück heute. Ich hab kein Glück heute. Ja, egal, was noch kommt, was du uns in den Raum wirfst, wir machen es klein. Wir gucken nach Fallen, ne? Sicher ist sicher. Oder? Ist das Quatsch? Weil da gehen wir eh nicht hin. Oder nach Geheimtüren haben wir noch nicht. Ja, als nach allem wird es wird nach allem gesucht. Okay, ich gucke, ich geh mal erstmal gucken. 1, 2, 3, 4 und ich suche nach Fallen. Sicher ist sicher. Man weiß ja. Keine Falle. So. Simon ist dran. Du kannst schon wieder nach Schatz suchen. Dann suche ich jetzt nach einem Schatz. Im Gang? Ach so, geht es im Gang? Nee, war nee, im Gang nicht. Aber ja, dann lassen wir es. Okay. Geheimtüren aber er steht doch nicht im Gang. Nee, Geheimtüren hatten wir noch nicht. Nee, Geheimtüren kannst du noch. Ach stimmt, ich stehe ja da hinten. Aber er steht in einem Raum. Ja, da Schatz hat er ja hatten schon wir schon. Aber ich jetzt in den Gang raustreten oder eine Geheimtür schauen? Ich habe aber schon nach Geheimtüren geguckt. Ja, Geheimtüren aber im Gang noch nicht. Nee, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Ich gehe erstmal hier hin und schaue gerne mal um die Ecke, ob hier noch was ist. Sag mal. Da musst du aber dann jetzt, wenn du weitergehst, noch Fallen suchen noch. Ja, ja. Ja, ich will nur alles auf einmal mitnehmen. Erst anhalten, suchen. Ich mach das so. Ja, also du hältst jetzt an und was machst du? Ja, ich will nur wissen, ob hier im Gang was ist, bevor ich weiter in den Gang reingehe. Nee, da ist nichts. Dann gehe ich noch, Moment. Willst du nicht noch nach Fallen gucken? 9. Stopp. Ja, lass mich doch kurz machen. Stopp. Hammer time. Hier würde ich jetzt nach Fallen gucken. Das ist leider zu spät. Ach, komm. I tried to warn you. Als ob du wusstest, dass da eine Falle ist. Nee, aber ich wusste, dass die Option einer Falle besteht. Ja, aber ich will doch gucken, was hier ist. Das ist doch für mich relevant. Also für mich, aber die Falle ist doch scheiße. Ja, warum ist die denn jetzt da? Da bin ich doch gar nicht, ich bin doch drüber gelaufen. Ja, genau. Und deswegen hast du die Falle ausgelöst. Alter, ich suche nach allem Scheiß. Du verlierst ein Körperkraft. Teil. Und bis theoretisch musst du jetzt mit einem Würfel weniger. Dich verteidigen, angreifen, aber das passiert ja gerade nicht. Ja, plus ich habe einen Heiltrank, da nehme ich den Heiltrank. Wie viel hast du? Wie viel Leben hast du noch? Da kann ich würfeln. Ich habe jetzt nur noch 3. Also mehr als 6 kann ich eh nicht kriegen. Könnte auch noch einen warten, aber dann ist es wieder eine Situation, wo ich den eigentlich brauche. Dann bist du auf der Sicherheit. Nehme ich lieber jetzt. Gleich vorbei ist. Ich darf würfeln. Siehst du, ich kann auf volle Zahl wieder hoch, also 6. Das ist doch gut. Ein guter Deal. Hier hast du deinen dummen Trank wieder. Ey, das eine Mal! Ja. Aber also, kann ich jetzt bitte noch weiter trotzdem? Nee. Das wird ja immer jetzt ist es komplett nutzlos. Die ich ganze suche in dem Gang nach Geheimgängen. Türen. Keinen Geheimgang. Glaube ich. In dem hier noch nicht? Ich weiß es auch nicht. Weil da war ja der Gegner. Nee, eben. Ich schwören können, wir haben gesucht. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kannst du mal eine Falle mit rein? Nee, das macht keinen Sinn, ne? Das macht keinen Sinn. Durch die Schrägangriffstaktik macht es keinen Sinn. Aber wir sind uns doch einig, dass die alle Teufeleien in den Mittenraum sind. Ich guck mal in die Tür rein. Ja, sicher? Hä, da kann, ja, weil der kann halt all hell. So. Hab ich auch. Damit machst du natürlich jetzt echt Büchse der Pandora auf. Achso, ihr meint, dass ich das früh gemacht habe. Dass wir noch einmal den Rest abgrasen. Ja, ja jetzt ist egal, jetzt gehen wir rein und ich guck ja nur. Rufen die können doch stehen bleiben, wir können es immer noch funktionieren. Da ist die Schatzkiste. Sollen sie, also, und wenn die sie zweite ist angreifen, auch. Sag ich doch. Und die dritte ist auch da. Heute. So. Egal was da ist, wir machen das jetzt platt. Ja, stell ruhig rein, mach ruhig, nimm die ganze Okay, einmal mit der großen Hand einmal so rüberschieben. Sehr gut. So weit, so gut.
Das ist alles Zeit, dass der Zauberer auch mal sein gesamtes Potenzial. Wo ist denn jetzt mal hier ein Endboss? Ja, jetzt ruft doch nicht. Das wird schon. Das reicht immer noch nicht. Nee, da wird schon noch einer kommen jetzt. Ja, ich habe auch das Gefühl, da kommt gleich noch einer. Oh, was ist das für eine schöne Phalanx, die sich da. Meine doch nicht. Ah, doch. Hier in der Mitte ist noch eine Abscheulichkeit und hier. Alter, was? Komm, ja, jetzt wird's aber ein bisschen lächerlich, ne? Oh, okay. What the hell? Ja, gut. Okay. Diesmal bin ich aber dafür, wir sitzen es aus. Mhm. Ich bin auch dafür, dass wir nicht reingehen. So, ich guck schon mal meine Zaubersprüche. Es gibt da bestimmt irgendwo eine Regel. Wenn beide Spieler sich weigern, muss der Game Master die Kreaturen des Todes ziehen. Hast du nicht so einen geilen Zauber mit Verteidigen? Mhm. Einmal ganz kurz nochmal hinhören, bitte. Dies sind drei Schatztruhen. Mhm. Sie tragen das königliche Siegel des Prinzen. Jede Truhe ist verschlossen und enthält neben 250 Goldmünzen noch andere Dinge, die für Prinz Magnus und den König von hohem Wert sind. Ein Hero kann immer nur eine Schatztruhe gleichzeitig tragen. Wenn er eine Truhe trägt, kann ein Hero nur mit einem roten Würfel werfen, um zu ziehen. Die Heroen können das Gold in den Schatztruhen nicht behalten. Okay. Das bleibt ja uns überlassen. Aber das heißt, es ist ja so oder so, wir clearen den Raum und dann ist alles safe. Ja, aber diesen hoffentlich, es sei denn, es gibt sowas wie eine Alarmanlage oder so. Wer weiß, aber also, lass uns mal gerade überlegen, was wir hier machen. Das wäre dann eine Pumpe. Also ich kann einem die Granithaut geben, dann darf er mit einem zusätzlichen Würfel verteidigen, bis er einen Punkt Körperkraft verliert. Also der hält so lange, bis... Also ich gucke euch beide an, weil ihr höchstwahrscheinlich in Frage kommt. Und dann habe ich noch Tapferkeit. Dieser Zauber kann auf einen beliebigen Heroen angewendet werden, auf sich selber. Wenn dieser Hero das nächste Mal angreift, kann er zwei zusätzliche Kampfwürfel werfen. Der Zauber wird in dem Moment gebrochen, in dem ein Monster sich nicht länger in der Sichtlinie befindet. Also die ganze Zeit für den Raum. Ne? Echt? Für den gesamten Kampf? Ja, solange er ein Monster sieht, hat er plus... Aber nur. Nein. Oder? Der Zauber wird in dem Moment gebrochen, in dem ein Monster sich nicht länger in der Sichtlinie des Heroes befindet. Aber stand davor nicht irgendwas von für den nächsten Angriff oder so? Was wäre eigentlich? Okay. Wenn er das nächste Mal angreift. Und ja, also es hält solange er ein Monster sieht. Aber die Frage ist, kann ja sein, quasi der Zauber ist auf mich gewirkt. Und in dem Moment, wo das Monster um die Ecke geht, ist der Zauber gebrochen und dann kommt er wieder zurück. Und dann habe ich den Angriff noch nicht gemacht. Das heißt, also wie ich das lese, und ich will mich ja selber jetzt nicht schwächen, aber es scheint mir fast so, als wenn nur ein Angriff zählt. Also das letzte Mal haben wir das so gemacht. Du hast den Djinn. Ich habe den Djinn nicht. Du hast den Djinn noch. Der Fischengeist, ja. Der ist super. Ja. Der ist super. Ich würde fast sagen, es ist nur ein Wurf. Also, aber ich würde auf jeden Fall mit dem auch. Aber dann hätte man doch gar nicht diese, solange du ein Monster siehst. Naja, wie gesagt, er kann ja taktisch um die Ecke gehen, sich aus der Sichtlinie entziehen. Und dann hättest du den schon gewirkt und dann verpufft er sozusagen. Das ist irgendwie auch ein Quatsch. Du wirkst den ja erst kurz vorm Angriff. Also, ja. Aber nur für den nächsten Angriff. Boah, das sagt er jetzt so selbstbewusst, weil du die Option hast, das so. Nee, ich hab dich. Das weiß ich. Aber ich finde es auch ein bisschen krass, wenn du jedes Mal mit 5 angreifen kannst in so einem Raum. Also, das wäre total OP. Ich kann halt mega krass mit meinem Flaschengeist hier mal zuhauen. Da muss ich aber vorne an der Tür stehen. Auf jeden Fall kann einer doppelt angreifen, das heben wir uns wahrscheinlich für. Kannst du erfahren auch, vorher, was der hier für Stats hat? Ja, das ist der Schreckenskrieger. Ja. Okay. Und der ist krasser als eine Abscheulichkeit, oder? Der hat 4 Angriffswürfel und 4 Verteidigung. Und 3 Körperkraft. Lass uns den mit den Zaubern alle machen. Endboss. Lass uns den mit den Zaubern machen. Ja, jetzt muss der Zauberer scheinen. Was hattest du da noch gerade? Flaschengeist? Ich hab den Flaschengeist, das ist fantastisch. 5 Angriffswürfel, aber ich muss ihn sehen. Aber auch nur einmal, oder? Einmal nur. Aber für den Großen wäre das schon gut. Würde ich machen. Okay. Aber ich muss ihn sehen. Ja, das sehen wir gleich. Gut, dann müssen wir jetzt eine kleine Taktik machen. Also, derjenige, der sozusagen die meiste Angriffskraft abwehren muss, sollte diese Haut bekommen. Also ich habe auch noch den Schlafzauber. Ganz cool, hört mal ganz kurz zu, weil der Schlafzauber, den können wir für den Boss benutzen. Dann kann er sich nämlich nicht mehr verteidigen. Das könntest du sogar schon in der Sichtlinie machen. Dieser Zauber versetzt ein Monster in einen tiefen Schlaf, sodass es weder marschieren, angreifen noch sich verteidigen kann. Der Zauber kann sofort oder in einem späteren Zug von einem Monster gebrochen werden, indem es einen roten Würfel für jeden seiner Intelligenzpunkte. Wie viel Intelligenz hat der? 3. Also 3 rote Würfel. Okay, und noch 6, um den Bann zu brechen. Eine 6? Mhm. Und wie viel Intelligenz hat das Froschmonster? Wahrscheinlich ein nur, vielleicht? Ich würde sagen 2. Steht hier auf der 3. Auch 3. Die Echse hier, diese Schnorchelmann. Ja.
War auf der Uni. Ja, ja ärgerlich. Ich habe übrigens diesen, ich kann einen blockieren für eine Runde und ich muss ihn dazu nicht sehen. Sehr, also für das, mega viel sehr, sehr relevant. Aber wer ist denn jetzt überhaupt dran? Ja, das Michi schreibt nicht im Chat auch ganz richtig. Jetzt ist ja erstmal Nils und Colin dran, dann ja, erstmal ich dran. Genau, ja, ja. Bleiben wir halt einfach mal so können ja theoretisch stehen bleiben und uns erst formieren. So. Aber wir sollten, ich kann mich ja noch bewegen und Colin ist ja nach mir dran. Also wir könnten jetzt theoretisch schon festlegen, ich könnte jetzt auch einen nach rechts gehen und Colin schiebt nach vorne. Ja. Da dürftest du jetzt im Idealfall nicht 2-1 würfeln, sonst hätten wir ein Problem. Weil Eddie steht, glaube ich, hier, ne? Ich sehe ja in den Raum rein. Ich kann ja von da meine Zauber wirken. Ja. Ja, wenn du da noch, wenn du da noch lebst. Also die Chance, wenn Colin zwei, gar nicht angreift, kann ja nur einen, zwei Einsen würfelt, dann dürfte er, muss da nach hinten dann rollen, oder wie, ja, ne? Er darf nicht nach vorne rollen, er muss nach hinten rollen, ne? Wer muss was rollen? Wenn Colin zwei Einsen würfelt, würde er nur bis zu dir kommen. Dann müsstest, dann wärst du tot. Dann wäre vorbei. Wieso wäre ich dann tot? Ja, dann kommt der ein Mück, eins, zwei, drei. Na, okay, vielleicht. Also du kannst auch nur einen, er kann nur einen. Nein, alles gut, ich versuche nur. Wir machen das so. Also gehe ich nach einen nach rechts. Ja. Und du gehst dann einfach nach vorne. Und ich möchte als Aktion verspotten machen. Und ich beleidige diesen Chiem-Heini da. Und sag, haha, ich habe in den Chiemsee gepinkelt, als du groß geworden bist. Okay. Oder sowas. Und jetzt kommt Colin. Stellt sich dann in die Tür. Dim. Jetzt natürlich werden die Monster von ihm Instinkt auch ein bisschen geleitet. Ne? Ja. Er spielt sie einfach anders, als sie wäre. Ja, ja. So, jetzt bist du Fabian. Aber ist egal, komm, ist dein letztes Aufgebot. Lass ihn doch noch mal schnell hier so ein bisschen rumhauen. Wir hacken ihn zu nie. Ich möchte nur erinnern, das letzte Mal, im letzten Abenteuer, haben wir es auf jeden Fall so gemacht, dass Tapferkeit so lange hält. Ja? Ja, weiß ich noch ganz genau. Okay, ja, das ist natürlich dann noch geiler. Das ist halt mega mächtig. Ich habe aber auch einen Feuerzauber, der, wenn er trifft, einen Körperpunkt abnimmt. Ja, musst du so auch mal schaffen. Ja, aber selbst die Angriffszauber sind lame. Ja. Das ist, also dann gib doch dem wenigstens mächtigen Zauber, wenn du ihn eh danach weglegen musst. Aber mit etwas Glück macht er einen Treffer. Ja. Das ist einfach. Der hat diesen Magier geskillt. Gut, egal. Ich hätte mir ich würde gerne wissen, ob ein Monster einen Heroen überspringen darf. Nein, das lässt der Hero nicht. Das, jetzt kommt wieder Fabian Krane, ne? Wieso, jetzt wenn wir wird das, nicht können, das Regelwerk noch mal neu hinterfragt. Ja, ja, so dass den Barbaren, der sein Langschwert hochhält und vor der Tür steht. Ja. Wahrscheinlich geht das nicht. Also, entschuldige mal, das ist nur die absurdeste Regelanfassung, die du versuchst, hier reinzudrücken. Ja, ja, ist okay. Schäbig. Chat ja schon mal rein. Das ist echt schäbig. Das ist echt schäbig. Sie hören von meinem Anwalt. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du dich gegen das Gesetz stellst. Aber ich meine, wir haben alle Zauber, wir haben diverse Heiltränke. Ja, das schon schaffen. Wir können auch mal so einen Moment von Ruhe. Aber erstmal bist du ja dran. Ja. Zu sagen, Fehler bitte die Meister nicht. Ich bin der Meinung, wir können schon arrogant sein. Darf ich noch was fragen? Also, wenn ich jetzt, wann dann? Du? Wie viele Lebenspunkte hast du? Darf ich mal kurz was fragen? Alle. Bevor du dich entscheidest, was zu machen? 8. Weil, wenn wir. Ich sehe gerade, weil ich habe den Helm und Colin hat das Schild. So, und wenn dir, nee, aber wenn ich dir meinen Helm gebe oder du mir dein Schild, dann hätte einer von uns 4 Verteidigungswürfel. Und wenn Eddie dann diese Schuppenhaut würfelt oder was das macht, dann würden immer noch 2 dazukommen, oder? Mhm. Das heißt, du unsterblich meinst. Naja, dann hätten wir quasi 6 Verteidigungswürfel. Und das ist schon relativ mächtig. Und dann, also. Die Frage ist, ob wir das dürfen. Im laufenden Einsatz. Ja, deswegen frage ich ja. Tauschen. Deswegen frage ich ja. Ich weiß ja, nicht. Du bist ja nicht dran. Deswegen können wir ja gerade auch nicht tauschen. Aber du kannst ja drüber nachdenken. Ja, ja, ich kann drüber nachdenken. Aber jetzt bin ja erstmal ich dran. Ja, du machst ja eh nichts. Und ich werde jetzt mit dem Ork hier Colin angreifen. Das ist doch cool. Ja? Den stärksten hast du dir ausgesucht. Gucken wir mal. So. Ein Angriff doch, okay. Das schüttelt der Barbar einfach so ab. Da lacht er drüber. Pass mal auf hier. Aber er hat eine gewisse Furcht. Lass es rollen mit. Ja. Yes! Geil. 3 Schilde, siehst du? Ich kann wirklich gut würfeln. Haben die irgendwelche. Es kommt sowas. Er hat flammendes Inferno. Ein raumfüllender Zauber. Er ist ja schon in unsere Falle getappt. Ja. Komm ran.
Die mit dem. Bestimmt in dem Abenteuer. Er ist so schweigsam, dass er jetzt hier keinen Standoff macht, ne? Steht bestimmt drin, wie in jedem Abenteuer gilt, sobald Monster Gegner sehen, greifen sie an. Ein echter Leader, der versteckt sich hinter seinen. So, ich möchte jetzt mal was vorschlagen. Nur mal so einen Vorschlag. Wir können darüber diskutieren. Wir können sagen, ob ihr das blöd oder gut findet. Ich gebe meinen Helm an Colin. Du machst Drachenhaut auf Colin. Das heißt, Colin hat 6 Verteidigungswürfel. Gut. Ich stelle mich hier hin. Ah, guck, es steht übrigens, Tauschen ist erlaubt. Die Heroen müssen dazu aber nebeneinander stehen. Ja, stehen wir doch gerade. Genau, ich wollte nur einmal die Bestätigung sagen, bevor Fabian glaubt, er könne ein Veto 1. Also, weil einer es im Chat gesagt hat, das ist die Ja, Entschuldigung, mein Beweis. Wir haben eben auf den Chat gehört, warum sollten wir es jetzt nicht tun? Oder, warte mal, noch besser. Die anderen werden ja sonst angegriffen. Das ist ja auch scheiße. Vielleicht noch besser. Colin stellt sich dahin, wo jetzt der Ork steht. Oh, steht der Ork. Ja, der ist ja euch weg. Ich hau ihn jetzt weg. Ja. Dann geht Colin dahin. Ich gebe Colin meinen Helm, du wirkst den Zauber auf Colin, steht Colin da. Kann quasi von 1, 2, 3, 4, 5 Seiten beziehungsweise kann er ja gar nicht, er kann sogar nur von 3 Seiten angegriffen werden. Die können ja nicht diagonal. Er hat aber 6 Verteidigungswürfel. Ich bleib hier hinter ihm stehen und kann mit meinem Schwert links und rechts auf die Diagonalen gehen. Das heißt, die beiden werden von mir geflankt, können mich aber nicht angreifen. Er steht hier, tankt alles weg mit 6 Verteidigungswürfeln. Und du kannst von hinten die Zauber wirken. Ja, ist doch gut. Lass doch mal. Aber du solltest mir zuerst den Helm geben. Lasst mich auf jeden Fall vorne an die Tür, weil dann kann ich meine Zauber wirken. Und damit kann ich nochmal extrem helfen. Dann musstest du dich hier hinstellen am besten. Dann können wir beide von hinten in den Raum einzaubern. Ist das okay, wenn ich einen dahinter stehe? Nee, du kannst nicht durch einen durchzaubern. Ja, siehst du, das ist die Gefahr. Im Blickwinkel, denke ich. Ja, aber da steht ja einer dazwischen. Der breitschultrige Barbar. Ja, da steht einer dazwischen. Du kannst ja nicht durch Simon durchzaubern. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da was dran ist. Ich versuche trotzdem in meinem Kopf auch ein Argument zu finden. Warum sollte der Barbar sich nicht bücken? Aber das wollen wir so. Es ist richtig. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt, die Situation. Na gut, wie kriegen wir es denn dann hin? Wie wäre denn eine Situation? Aber, okay, erstmal sollte jetzt überhaupt. Genau. Ihr tauscht die Rüstung, dann kommt der Buff. Das ist irgendwie so gesetzt. Ist das ein Zug? Gib dir mein Helm. Eine Aktion? Oder ist das? Nee, das ist keine Aktion. Ich geb dir meinen Helm, jetzt hast du schon mal. Ich bleib hier stehen und hau quer auf den Typ. Auf Freund McFly. Eine. Dauert es halt ein bisschen länger. Darf mich mit 2 verteidigen? Na komm. X. Ja, super gut. Der ist schon weg. Geil! Wir müssen noch. Eddie muss die Haut wirken. Also das. Ich würde jetzt noch nicht, weil sonst ist er tot. Wir müssten noch eine Runde warten. Ja. Natürlich. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt, es ergibt ja gar keinen Sinn, jetzt reinzugehen. So. Ich bleibe natürlich da stehen und warte. Fabian ist dran. Genau. Tja, was machst du jetzt? Sei dir gewiss. Dicken davor? Ja. Ist das Risiko ein, dass wir sie direkt wegklatschen? Und das oder holst du das Kanonenfutter, wo du genau weißt, bringt dir nichts? Also, schwierig. Du lässt mal das Kanonenfutter. Ja, mach erstmal das Kanonenfutter. Das ist noch nicht mal Kanonenfutter, das sind Kieselsteine, die im Weg liegen. Das ist doch nix, Goblin. Angriff mit dem Goblin und 2 wird mir Angriff geben. Colin, stören! Ja, nix. Ich sag, das ist doch schön. Kraut und Rüben. Ey, ich frag mich die ganze Zeit, der Zauberer, ne? Du kannst doch die anderen bewegen, ne? Der hat ja so keine Nahkampf-Skills. Gut. Warum muss der dann sich neben einen. Also, es ist so rein gameplay-technisch. Was? Klar, nein, ich denke immer noch auf der Situation rum, weil dein Charakter ist ja ganz eindeutig auf Fernkampf ausgelegt. Und warum sollte das Spiel den obsolet machen, indem er nur zaubern darf, wenn er. Ich glaube, bei dem Macher von dem Spiel wurde immer von dem Zauberer die Frau ausgespannt. Anders kann ich mir das ja alles nicht mehr erklären. Anders ist das hier nicht erklärt. Das ist der lameste Zauberer, den ich je irgendwo gesehen habe. Okay, jetzt Simon dran. Ja, ich kann natürlich eigentlich nicht viel machen, außer reingehen, was ja eine dumme Entscheidung wäre. Nee, das kannst du lange die 2 Dicken natürlich. Meine ich ja. Ich kann halt nur mich hier noch weiter nach hinten stellen. Aber da hast du auch nichts von. Nee, vor allen Dingen kann ich dann den Colin nicht mehr machen. Deswegen. Also ich kann eigentlich nichts machen. Aber du kannst. Was hast du? Ich kann halt, natürlich klar, ich kann hier einen von denen einfrieren für eine Runde, aber das muss dann halt sich auch lohnen. Hast du da auch in der Linie sein? Ja, klar. Nee, Moment. Also einen kann ich, hier steht, bei einem steht nichts. Genau, also einen kann ich mit dem Wirbelsturm wohl blockieren, wenn ich will. Egal wo. Steht hier. Was steht da? Also normalerweise steht ja, dass er ihn in der Sichtlinie haben muss und hier steht das nicht. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass man den einfach so benutzen kann, sobald man Monster sieht. Ja, aber in den Regeln steht schon, dass man einen Zauber nur
auf ein Monster anwenden kann. Hey, okay. Ich wollte es ja nur, steht ja, halt ja nicht dabei. Ich habe kein Problem mit den Regeln. Dann kann ich halt nichts machen. Da ist Ede dran. Ja. Ich habe noch einen durch die Wand zaubern, ne? Oh, für später vielleicht, für die Flucht oder sowas. Ne? Überleg mir, dass man irgendwie das tricky-mäßig sich hier hinstellt, dann kann nämlich ein Gegner nur hier scheinbar. Haben wir uns mal überlegt. Eigentlich eine schöne Idee, aber. Ja. Ich meine, nee, wir machen erstmal das, was wir gesagt haben, ne? Granithaut, wo ist sie? Auf Colin. Wie viele Verteidigungsdinge habe ich dann? 6. 6, das ist nicht schlecht. Das ist eh nicht schlecht. Hallo, Hex, Hex. So. Das wäre so unglaublich, wenn der Goblin mir die jetzt weg. Bing, bing, bong, gut. Dann bedeutet? Bin ich dran. Oh, Verzeihung. Und ich mache einen Angriff natürlich auf Goblin Mac. Goblin Face. Ene, mene, Trüffelschwein, zieh dir noch 2 Würfel rein. Hex, Hex. Dring, dring. Den verteidige ich doch Mensch, locker. Halt's mal, Papa! Gib mir das schwarze Schild! Das hat die Kleine! Ja! Oh. Weg mit dem Dreck. Und der nächste für die Heidi. Also, die Strategie scheint sich nicht auszuzahlen. Nee, irgendwie nicht. Aber vielleicht kommt ihr doch mal rein, das wäre doch mal ganz nett. Er hat natürlich einen Punkt, ne? So was die. Ne, aber ich meine. Verlauf der Spannungskurve. Okay, aber ich meine, warum sollen wir die Choke nicht für uns ausnutzen? Das warum muss, wenn warum er das die ganze Zeit, wenn du das die ganze Zeit machst, knallhart. Ich meine, der kann mit einem Move. Das ist aber noch ein bisschen zu viel Abenteuer da im Ding. Es bringt einfach nichts, dass ich jetzt reingehe, um mich dann von dir, von 3 Leuten sandwichen zu lassen. Du könntest nur eine Ecke und dann wirst du halt nur 2-mal angegriffen. Deswegen setze aus und lass ein weiteres Mal. Ja gut, der Vorteil ist, wir könnten halt jetzt überlegen, offensiv zu spielen. Ja, weil ich kann ihn ja zum Schlafen zaubern. Dann schläft er. Dran aber dann müsst ihr das nächste Runde machen. Ja, ja. Jetzt dann reingehen, haut einer von euch beiden den einfach um, dann ist der schon mal weg und dann haben wir nur noch Lauch. Ja, dann können wir sogar beide kombinieren. Ich kann ja meinen Unwetterzauber auch. Genau, den haben wir auch. Den Djinn haben wir auch noch. Also es ist die Frage, wie wir sie vernichten, nicht ob. Ja. Aber dann ich, mit Stil, da bin ich dabei. Ja. Ein bisschen Spannung, ein bisschen ab und zu mal ritzen lassen, so Style. In Wirklichkeit keine Angst haben. Wobei der Djinn alleine ohne Tonic nicht so viel Sinn macht. Tonic the Hedgehog. Ja, du bist immer noch dran. Wer ist dran? Ich habe ja auf ihn gedrückt. Ich warte, ich bleib stehen. Wer ist denn jetzt dran? Da bin ich dran. Ja, dann mach doch mal was. Welche von den vielen guten Optionen, die du hast, möchtest du ausspielen? Ich gehe mit dem Ork hier hin. Okay. Würfel mit 3 Angriffswürfel. Darf mit 6 verteidigen, ne? 2 Treffer. Oh, okay, okay. 6 Verteidigungswürfel. Okay. Dann ist die Granithaut nämlich schon gleich mal ganz schön, nicht mehr ganz so granitig. Aber 6. 6 Verteidigungen. Mit einem zusätzlichen. Du hast gerade. Ja, ja, guck mal, ich habe ein Schild, ich habe 2. Also okay. 4. Der hat schon einen zusätzlichen? Ja. Nee, 2 dachte ich. 2? Nein, 1. War es Granithaut? Ja, 1 zusätzlichen Kampfwürfel. 2. Oh. Ich dachte 2. Ich bin ja auch nicht komplett besoffen hier. Das sind immerhin 5. Also. Ja. Gut. Ja. Hatte ich recht, Eddie? Ja, hat recht. Wie kann das sein? So. Ja, aber gut. Ist aber echt wenig. Das, noch mal nach? Das Minimum. Ja. Okay, Leute, jetzt. Also 2. 2 Treffer musst du. Ich weiß, wie es da schön rappelt da drin. 1. Oh, nur 2. Bye. Granithaut. Ja. Das war die Granithaut schon. Ja. Das war die Granithaut. Oder? Die wird doch nach einem Treffer. Ja. Oder wird die verstärkt? Nein, die wird abgezogen gesagt, und die wird ein abgezogen. Was? Zauberer. Ich krieg noch einen Treffer? Ja, klar. Warum? Ja, weil. Die Granithaut ist doch. Nee, aber du hast dich ja. Ja, ist ja okay, Mr. Logik. Hattest du 2 Angriffe? Ja. Ja. Colin, wie kann man denn eigentlich so schlecht würfeln? Das weiß ich nicht. Mhm. Aber die Haut hat auch. Ich sag's nochmal, ne? Hättest vielleicht mal ein bisschen mit der üben sollen. Ja, aber die Haut hat aber auch geholfen. Sonst hättest du jetzt noch mehr. Ja. 7 hast du noch? Ja, nee, warte mal. Die hält den Treffer jetzt aber auch nicht ab, dann, oder was? Nein. Das ist wirklich lächerlich. Ja. Okay, dann ist es wirklich nutzlos. Ja, gut, man durfte einen Würfel mehr nehmen. Gut, ändert nichts daran, dass wir jetzt mit Bleier. Aber du hast ja immer noch 4 Verteidigungswürfel. Ja, ey, also ich habe auch keine. Ist nicht, dass ich Angst spüren würde. Ich habe auch noch viele Lebenspunkte. Aber jetzt ist Crane dran. Ja. Du hast ja gerade angegriffen. Genau. Ich also du bist so oder so. Aber du kannst doch die anderen bewegen. Mache ich aber nicht. Gut, dann ist Simon. Ja gut, ich bin wieder. Ich habe dasselbe. Also es ist halt dasselbe wie immer. Ich kann mich ja nicht bewegen, weil sich die strategischen Kontexte nicht ergeben, in denen ich was machen kann. Ich finde, du kannst ihn verspotten. Soll ich? Sag Bescheid, sobald ich mal mein Unwetter nutzen soll. Aber ich muss halt irgendwie ohne Sichtlinie. Du kannst mit Eddie gleich durchrotieren, wenn. Beziehungsweise, was willst du denn. Warte mal. Könntest du nicht vielleicht.
Also wenn du dich, wenn du hier stehst, quasi, darf sie man auch nicht quasi hinter dem Barbar zaubern? Ich kann nicht zaubern. Nee, wir können nicht Barbar direkt. Die Tür, wir sind hier in einem Flaschenhals. Die Tür ist einfach das Problem, aber wir können nicht durch, solange hier noch vier Monster sind. Das müssen weniger sein. Der Große und der Mittlere müssen weg. Dann ja. Da wird gleich was passieren. Ja, also ich kann. Oder ihr lasst mich mit dem Stock, aber da muss der Zwerg mich durchlassen. Aber du hast auch Seitangriff. Nee, ja, eben, du hast den besseren, ja. Ja gut, dann willst du irgendwas zaubern, Eddie? Sonst hau ich den. Ich überleg gerade. Ich könnte höchstens Tapferkeit zaubern, dass du zwei Angriffswürfel mehr hast. Aber das gilt ja nur für einen Angriff, das ist jetzt klar. Das noch nicht. Ja, das wurde genervt in diesem Abenteuer. Ehrlich gesagt, was ich mal gehört habe, ist, dass es in der englischen Übersetzung teilweise eindeutiger ist. Ja. Ja, vielleicht können wir da mal den Chat bemühen. Kann der Chat uns das einmal. Haben wir das letzte Mal nicht auch irgendwie dieselbe Diskussion? Was ist da? Ja, also viele Diskussionen. Tapferkeit gilt für den ganzen Raum, nicht nur für ein Monster, sagt Thomas Zemke im Chat. Okay. Der hat schon oft richtig gelegen. Eben. Aber weil das ist ein Gamechanger, ne? Also, es macht halt diesen Zauber unfassbar mächtig und ansonsten. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, das macht ihn halt zu mächtig. Ja, also, vielleicht weiß das ja jemand wirklich einfach. Tapferkeit gilt für alle sichtbaren Monster. Ja, aber gilt. Tapferkeit gilt für alle Angriffe. In den Regeln steht doch die sinnvolle Reihenfolge. Kann einer DVN anpinnen kurz? Der Rapper? Nee, der hat das die englische. Guck mal, im Englischen ist es for every attack. Ja, dann ist es doch. Ja, das sagen die jetzt halt. Na, also sag mal. Solange misstraust du Leuten, die mit anonymen Namen sich im Chat hier in Echtzeit beteiligen an unserer Sendung? Natürlich Next Attack. Im Moose Release steht auch eine Attacke. Ah, okay. Also ich finde es gut, dass du auch, dass du dafür kämpfst, dass deine Seite gewinnt. Und ich finde, wir müssen uns halt auch mit der Situation jetzt hier. Chat hat recht, ja, sagt die Fußballpolizei. Ja, aber jetzt da so lange. The spell may be cast on any hero, including yourself. The next time that the hero attacks, he may roll two extra combat dice. The next time. The spell is broken. Kann jemand den Kommentar einmal anpinnen? See a monster. Ja. Man kann es so oder so auslegen halt. Es wird nicht gesagt. Also, es heißt halt der nächste Angriff, aber das heißt halt nicht. Ja. Das schließt halt nicht aus, dass es nur der nächste Angriff ist, sondern. Danach steht ja, der Zauber wird gebrochen, wenn er kein Monster mehr sieht. Also aber es ist nur der nächste Angriff. Das ist einfach. Aber Leute, bevor das jetzt auch zu einfach für uns wird, lass uns doch einfach den jetzt auf handelsüblichem, reduziertem. Ja, also ja, der Gameleiter hat jetzt gesprochen. Wir haben vorhin haben wir gegen ihn entschieden, dann stellen wir uns zu. Ja, ich glaube aber auch, das stimmt. Also, wenn das, was die Leute schreiben, im Englischen steht, Next Attack, das ist schon recht eindeutig. Ja. Dann hau ich jetzt. Bin ich dran? Nee, du bist dran. Wolltest du noch was zaubern oder irgendwas? Ja, die Frage ist, ob ich jetzt. Den Zauber mit zwei Angriffswürfeln mehr auf Colin Zauber. Der geht aber nur für einen Angriff, den nächsten. Ja, den sollten wir. Das sollten wir jetzt nicht machen. Wenn ihr jetzt verkackt, muss ich den jetzt auf den Ork verschwenden. Also, ich finde es ganz cool, wenn wir jetzt vielleicht, wenn wir den jetzt wegkriegen. Nehmen wir an, ich kriege ihn weg. Ja. Dann, ach, die Kacke, wir sitzen halt, die Reihenfolge ist halt scheiße, weil eigentlich müsste Simon erst seinen geilen Zauber machen und so. Ja. Weil dann könnten wir, wenn Simon nämlich irgendwie den einfriert oder so. Dann könnten wir uns ein bisschen mehr in den Raum reinbewegen und. Ja. Aber das. Soll ich den erstmal angreifen? Ja. Es geht halt nicht anders. Ja. Hier, die Doppel Heidi Kabelklinge. Echt? Du willst dich vertrauen? Na klar. Ja, das ist. Statistisch hast du den Glück aufgebraucht. Tschüss. Heidi Kabel holt aus und hackt auf Kniehöhe beide Unterschenkel ab. In einer fließenden Bewegung zieht sie das Schwert nach oben und der Kopf fliegt. Der Kopf fliegt gegen die Beine und es sieht aus wie beim Bowling. Alle zwei. Stark geacted auch. Von mir, ne? Ja. So, jetzt wird's langsam luftig. So, jetzt ist Colin dran. Ja. Und jetzt wollen wir jetzt. Jetzt würde ich mal einen Schritt reinwagen. Aber dann kann dann er. Da muss ich auch angreifen. Ja. Weil, wenn ich jetzt reingehe, können mich alle drei angreifen, die du hast. Du hast acht. Nee, das Problem ist, wenn du halt reingehst und den Korridor aufmachst, kann unser Zauberer. Wir sitzen wirklich sehr dumm. Du kannst auch immer noch hier in so eine Ecke und dann kann ich nur eine angreifen. Das stimmt, oder? Aber dann ist trotzdem der Weg frei. Also, wenn ich jetzt denke, muss ein weiteres Monster kommen, wahrscheinlich. Nee, du musst da stehen bleiben. Es bringt nichts. Wir sitzen in der falschen Reihenfolge leider. Aber es ist, wie es ist. Du musst stehen bleiben. Es bringt nichts. Sonst opferst du alle anderen. Ja.
Ja. Ja, aber nochmal, du hast immer noch 8 Leben und 4 Verteidigungswürfel. Also du bist ein, noch immer mächtig. Wenn du, ja, ja, schon. Aber dann würde ich jetzt reingehen und angreifen, weil du mich da jetzt hinstellst. Wenn du reingehst, ein Schritt. Und Nils ja neben dich. Warte mal, der. Ach, na, das, ja, das, das bringt ja nichts. Na, also, wir müssen halt, Simon und ich können halt nicht helfen, ja, solange genau wir nicht in dem Raum sind. Wie viel Verteidigungswürfel hat der? 4? Ja. Das heißt, wenn du wirkst, 3 hat er dann, ne? Wenn was? Wenn du den Angriff auf ihn wirkst, hat er 3, ne? Angriffswürfel? Ja, dein Magier-Zauberer. Der gibt ihm 2 zusätzliche Kampf. 2 zusätzliche? Ja. Ah, okay, dann hast du noch 5. Aber das Geile ist ja, viel geiler ist ja der Schlafzauber, weil der schläft genau den einen, der kann sich dann nicht mehr verteidigen. Ja. Und der Djinn von dir ist auch geil, der macht auch 5 Würfel. Der ist richtig krass, 5 Würfel, aber... Also wenn ich den zaubern kann, dann ist der durch, einer von denen. Das Problem ist, jetzt nach Colin ist erstmal Fabian dran. Ja. Und wir könnten danach in den Raum reingehen. Wenn Fabian gecastet, dann können wir der Zauberer rein und dann geht ihr nach uns rein. Dann müssen wir einfach Hail Mary. Ja, aber das ist doch super. Ihr könnt doch dann geht ihr rein. Wir sleepen den, genau, begreifen mit dem Djinn den an und dann ist es nur noch der im Worst Case der Goblin. Ich würde wirklich fast sagen, den Djinn wegen der Verteidigungswürfel. Weil wir haben 2 Würfel mit 5. Weil denk dran, er kann pro Wurf 4 machen. Okay, dann sleepen wir den und Djinn da drin. Nee, Djinn ist ja zuerst dran. Was passiert denn, wenn man. Ist doch gut, Djinn zuerst und entweder ist er dann tot und wenn nicht, sleepen wir ihn. Aber ist, ja. Aber genau, Simon ist ja vor dir dran. Ja, ist doch super. Ja. Okay. Also du machst jetzt nichts. Das war die Info. Das war das Wichtige und Fabian ist dran. Ist auch dumm, dass Fabian alle unsere Gedankengänge mitkriegt. Ja, wir sollten Redux in Andros Sprachus. Wiederus. Geheimsprache. Ja. Das. Ich gehe mit meinem Schreckenskrieger vor und greife Colin an. So, das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Das ist immer eine Ansage. Endlich mal. Mit 4 Würfeln. Ich stelle mir gerade so einen Dark Souls-Boss vor, der sich der wegrennt und sagt: Komm mit. Komm her. Was kannst du dich denn noch verteidigen? Mit 4. Das ist schon nicht so schlecht, aber 4 Angriffe ist auch schon gut. Komm her! 2 Treffer. Okay. Nicht gut. Okay, wir waren 2 hier. Kannst du nicht verteidigen? Würfelt der jetzt mal geschafft. Ja, das passt. 4 Verteidigung. Er hat 8 Lebenspunkte noch. Das ist easy. Ich habe nur noch 6. Und er hat dauerhaft 4 bis 6. Reicht. 6. So, aber jetzt kommen wir wieder nicht in den Raum. Aber das ist egal, weil jetzt können wir den trotzdem zu zweit angreifen. Na, wir können jetzt zumindest, könntest du gleich den Zauber wirken auf Colin oder auf mich. Das ist eigentlich egal, weil wir beide schlagen können. Ich könnte jetzt neben ihn und einfach mal zaubern. Nee, du kannst nicht an dem vorbei. Er hat sich ja dahingestellt. Ach, man kann nicht vorbei, okay. Mhm. Nur einen eigenen Dammann. Gut, dann zauber ich jetzt den Buff. Genau. Auf dich, Nils. Okay, das heißt, das geht nicht. Warum? Er steht doch. Guck mal, wir sind doch hier. Er kann doch von da so um. Wieso geht das nicht? Das Feld würde ich doch auch sehen, wenn da ein Steinblock liegen würde. Okay, ja. Also, wenn du jetzt hier stehst, ne? Das so ist. Ja, es ist eh egal, auf welchen Zauber. Ja, er kann. Ja, es ist eh egal, jetzt auch. Hier. Tapferkeit. Dieser Zauber kann auf einen beliebigen. Sich selbst. Wenn dieser Hero das nächste Mal angreift, kann er 2 zusätzliche Kampfwürfel werfen. Der Zauber wird in dem Moment gebrochen, in dem das Monster sich nicht länger in der Sichtlinie des Heroen befindet. Aber, ja, okay. Ein Würfel ist es ja eh nur. Ja, okay, das ist 2 zusätzliche Kampfwürfel. Ja, also 5. Ja. Ja. Wieso? Ein Würfel ist es eh nur. Nee, ein Wurf nur. Ach, deswegen Wurf. Ist es scheißegal, mit der Sichtlinie ist jetzt eher irrelevant. Ich dachte nur, wenn die sich verpissen und hier stehen. Das ist ja noch richtig spannend. Make it count. Okay, let's go. Ja. Alter. 1, 2. Oh nee, das sah nur so aus. 2. 2 Angriffe. Nur 2. Ja, aber der muss sich erstmal verteidigen. Mit wie vielen? 40%. 4. Ja, das muss er erstmal schaffen. Gut, komm. Naja. Also das. Ja, die Schurkenschilde sind ja doch nur einmal, oder? Ja, das stimmt, oder? Also, ja. Du hast nur ein Schurkenschild drauf. Gut. Komm jetzt. Verteidige mich! Oh! Einen. Ein Treffer ist schon mal. Aber der hat auch nur ein Leben, ne? Nee, wie war das? 4. 3? Wie viel hat er? 3. 3. Also hat er noch 2. Nice. Okay, so also insgesamt hat er 3. Ja. Jetzt also hat er noch 2. Ja. Warte mal, ich darf noch. Ich. Ah, nee, ich. Das macht keinen Sinn. So, ich greife jetzt an mit den 4, die ich ja habe. Ich hab darf ich ganz kurz das überlegen, Colin? Ja. Weil ich überlege, ob ich jetzt für Simon Platz machen soll. Ach so, ja. Ja, Simon ist vor dir drin. Dann könnte er Simon angreifen und dann wieder zur Seite gehen. Genau, wenn ich jetzt aber nur mit dem Stab angreife. Ja, nee, du kannst doch den Zauber wirken dann von da, oder nicht? Diagonal?
Ja. Wenn da sieht man von hier den Zauber geht in Sichtweite. Ja. Okay. Dann könnte ich jetzt, muss ich aber noch mal auf hoffen, dass ich zumindest mal eine 3 würfel. Dann gehe ich nach da, mach für dich Platz, kannst du den wirken und zurück. Könntest doch zur Not auch hier dich hinstellen. Kannst nicht. Ja. Du brauchst gar nicht würfeln. Stimmt. Kannst dich auch hier hinstellen. Kannst dahin. Stimmt. Aber dann. Ja, egal. Dann mache ich das oder mache ich Platz für Simon? Genau. Geil, du siehst. So, super. Jetzt ist aber erstmal Colin dran, greift an. Ja. Genau. Und dann so, pass auf. Das ist vielleicht dann, ganz kurz, nur für das Protokoll, damit bist du ja jetzt aus Sichtlinie von mir und dein Zauber ist verwehrt. Der, ich denke, der ist eh noch für einen. Okay. Ja. Haben wir doch gesagt, nur für einen. Für den nächsten Angriff. Okay, eine Runde sein. Ja, okay. So. Also, komm. Einmal Barbarenarbeit machen. Wie viel, mit wie vielen darfst du? 3. Nice, 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 nice. Das kann schon gewesen sein jetzt. Wenn der jetzt nicht verteidigt, ist der Obermod schon weg. Die anderen hauen dann ab. Also ey, dann gehe ich rein und bitch-slappe den, die Abscheulichkeit. Ich meine, die auch völlig nicht mehr ernst, nur weil der andere noch größer ist. Ja, wir hatten aber auch schon 7 von denen. Verteidigung! Ja! Ja. Beide abgewehrt, jo. Shit, dieses Schwein. Ja gut, musst du einen Angriff überstehen wohl, Colin. Ja. Du bist dran. Ich greife an. Mit dem Schreckenskriegern und 4. Ach, scheiße, ich hätte noch weglaufen können. Schau ich mal auf. 2. 2. Wie ist da an? Okay, ich darf mit 4 verteidigen. Oh, nix verteidigt! Eieieiei. 2 Treffer, 4 habe ich noch. Nee. Doch 2, ne? Hat's ja, 2. 4. Na gut. Das sieht doch gut aus. Haben wir noch einen Heilzauber? Ja, ja. Den Heiltrank hattest du doch verwirkt, ne? Du bist ja am Anfang dabei. Ich hab einen Heilzauber. Ich hab noch einen Heilzauber. Ich hab den noch nicht benutzt. Erstmal. Warum hattest du denn wieder volle? Wie? Ich hatte gar nicht voll. 7, 6, 4. Oder was meinst du? Ich hatte mal 8. Okay. Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Simon? Okay, Entschuldigung. Ich bin noch nicht fertig. Ich gehe weg. Das ist gut. Jetzt spielen wir sich schlau. Im letzten Raum fängst du an, schlau zu spielen jetzt, oder wie? Ja, dann kann ich jetzt auch keinen Zug. Ich gehe mit. Dann kannst du direkt gleich zurück. Ich gehe mit der hier hin. Das war clever. Ja, aber dann greife mit 3 an. Dann bleibst du wahrscheinlich hier. Nee, aber ich kill die. Ich kill die jetzt. Die Abscheulichkeit. Aber mit dem geilen Zauber wollen wir den. Ey, der andere hat nur noch ein Leben. Komm, das ist so. Der ist doch gleich tot. Ja. Ich will Angriff. Aufräumen jetzt. 2. Alles gut. Shit. 1. Ja, ich denke, du kannst mit 4 verteidigen. Nee, stimmt. Ich darf mit 4 verteidigen. Ja, dann würfel doch einen Einzelnen jetzt. Du hast doch einen gewürfelt. Okay, einen hatte ich, gut. Ja. Hätte auch einfach nochmal kommen. Ja, aber es. Kann ich dafür einen nachwürfeln fürs Protokoll? Ach, nicht. So wie der Würfel. Hey, Colin. 3. So. Aber du kannst ja dann halt schon arg einstecken. Jetzt der geht der weg. Nee, der ist schon gegangen. Moment. Der ist dahin gegangen und angekriegt. Zweimal gehen. Der geht nirgends. Ja, Alter, sag mal, willst du denn das in ein Haus der Schande verwandeln, unser Studio? Okay. Ich würde jetzt gerne, weil die sind ja eh, die kriege ich ja wieder. Fürs Protokoll, ich habe noch 3 Lebenspunkte. Und es ist natürlich besser, ein Zauber, der regeneriert wird, zu wirken, als gut. Ne? Ja, ich sehe das schon mal. Ich will jetzt mal liegt da tot im Raum. Das ist nicht der smarteste Move, letzte Mal, das ist auch kein dummer Move. Was denn? Ihr Flaschengeist werde ich aktivieren. Ja. 5 Angriffswürfel auf deine Abscheulichkeit. Ja. Deine Mutter. Deine Mutter. Ja? Ja. Na, was liest du da? Aber irgendwo noch eine Schwachstelle. Auf einen Loop, ja, nein. Absolut. Alles gut. Achtung, ich bin nur in Räumen, die kleiner als 4 Quadrat. 3. Drei. Nice. Das ist das Mindeste, ey, bei 5 Würfeln. Und? Das ist nicht das Mindeste. Nee, aber. Ich darf ihn mit 3 verteidigen. Gib mir mal die wieder. Mit wie viel? Wieso? Du hast sie doch gezaubert. Ja, aber die habe ich doch jedes Mal. Das sind doch. Also, die, ich leg sie weg, aber das sind doch meine Hauptzauber. Okay, ja, ja. Wie viel? 3? Ja. Ach. Für dich. Tschüss. 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 So. Ganz kurz, du hast aber doch schon mal eben jemanden heil gezaubert. Ich habe 2 Heilzauber. Ah, okay. Lass den armen Mann doch wenigstens mal was machen. Jetzt bin ich dran, ich gehe jetzt hier rein. Warte, Moment. Ja, lass, such dir mal einen. Erstmal lese ich mir den Zauber durch. Wo ist er denn? Der Schlafzauber.
Dieser Zauber versetzt ein Monster in einen tiefen Schlaf, sodass es weder marschieren, angreifen noch sich verteidigen kann. Der Zauber kann sofort oder in einem späteren Zug von einem Monster gebrochen werden, indem es einen roten Würfel für jeden seiner Intelligenzpunkte wirft. Ja, der hat leider 50-50 Chance, den zu retten. Würfelt es eine 6. Also nicht 50-50, eine 6. Drei Würfel bei Chance von 1 zu 6. Einmal in 3 Sechstel. Kannst du das so aufrechnen? Ja klar, wenn du mit drei Würfeln wirfst. Ja, ist auf jeden Fall. Aber er hat doch jedes Mal die Chance. Aber es ist ja jedes Mal, jedem Würfel jede, ist dreimal 1 zu 6. Dreimal 1 zu 6 hat er. Ja. Ist doch nicht 50%, nee. Wer rechnet es aus im Chat? Aber es ist auf jeden Fall nicht so ohne weiteres. Ja, ja. Ist schon ein schlauer Bursche, der Knabe. Ist der ein Untoter? Weil Untote können nicht brechen. Steht das in deiner. Nee, ist kein Untoter. Sicher? Ja. Und ich erstmal nachgucken? Digga, ja, Digga. Weil okay. Mumie ist untot, Zombie ist untot, ein Skelett ist untot. Wie viel hat er noch? Zwei, ne? Ein Krieger ist für mich sehr lebendig. Wenn ich da reingehe. Ja, wenn es kein Untoter ist. Aber das ist doch kein Problem. Schon. Danach geht ihr zwei rein und kriegt den hier fest, sodass er mir nichts anhaben kann. Passieren. Du kannst dich schön. Gib mir mal die Movement-Würfel. Oder hat er schon gewürfelt? Nee. Vielleicht erledigt sich das hier. Ja, sehr gut. Alles, was du willst, kannst du umsetzen. Ich gehe hier hin. Ja. Und nimmst dir eine Kiste und haust dir ab. Aber, ja. Und dann zauber ich den Schlafzauber auf Johnny Badass. Das zwingt uns. Und du darfst jetzt zu Kardinal Lumpen mit meinen nach ne? Intelligenz. Ne? Wie viel Intelligenz hat er? 4. Nee, vorhin waren es 3. Du Lügenboll. 3. Ja. Das ist jetzt, eben wollte er schon wieder laufen noch und so weiter. Also ja. Wir müssen echt einen Notar nehmen. Man merkt Messen. Schon, dass er Panik hat. Ja. Ja, absolut. Ja. Ihm gehen die Monster aus. Gut, das heißt, du darfst jetzt hier würfeln. Wenn ich eine 6 würfel, ist er abgewehrt. Dreimal würfeln, ja. Klima, Mensch, ärgere dich nicht. Jetzt. Würfel einfach dreimal. Willst du aber nicht bei jedem Wurf hier zu lange eine Show machen, oder? Du musst dreimal. Du machst seit 20 Jahren eine Show. Ja, aber nicht die Würfelshow, wo man nicht würfelt. Ja, wo man dir so eine Stunde nicht. Was kommt raus? 6! Hey, nice. Fast. 6! Lass uns mal ein Sechser pokern hier. Komm, du stehst der River. Komm! Bitte! Nein! Ja, der schläft da! Sehr, sehr, sehr gut. Ich bin schon so. Aber wo stand er denn? Also in der Ecke. Er liegt in der Ecke. Schön eingepennt. Wunderbar. Und damit gebe ich weiter an Kollege, wer auch immer ihn jetzt finischen möchte. Wir haben was. Ja, erstmal den Kobold. Wir haben was. Erstmal den Kobold. Endlich waren wir mal. Wacht er auf, wenn man ihn haut? Nein. Nur wenn man ihn trifft. Er darf jetzt jedes Mal muss er würfeln und eine 6 würfeln. Stimmt, glaube ich. So, was steht da? Okay, also er wacht nicht auf, wenn man ihn trifft. Und hat der, wie viel Angriffskraft hat der Kobold? 2. Der Zauber ist nicht safe. Du bist, also wenn wir, ich hab dir meinen Helm gegeben, das ist die Kacke. Ja, andere. Egal, hingehen und umhauen. Er kann sich nicht verteidigen und hat noch 2 Energie. Worüber denkt ihr denn gerade nach? Wenn wir den Kobold ignorieren, dann kommt er zu dir und macht dich fertig. Der Kobold? Kobold, du bist ein Magier. Ja, aber er hat doch noch ein Leben. Aber let's cross the bridge when we get there. Nils geht jetzt erstmal um und tötet den Typen. Dann können wir immer noch gucken, dann stellst du dich vielleicht hier hin oder so. Lass aber das doch erstmal machen. Aber wir müssen okay, wieso ist der Zauberer mutiger als der Kampfzwerg und der Barbar? Sollen wir den, du stehst an der Ecke hinter der Kiste gekauert. Du bist so mutig, bist du nicht. Sollen der hat sich nur in der Nähe der Kiste, hat er sich schon. Also zwei Möglichkeiten. Eine Hand in im Goldfach. Ja, genau. 1, 2, 3. Ich muss eh erstmal würfeln, um zu gucken, was passiert. Oh ja. Also in jedem Fall müssen wir die Todesbestie einkesseln. Das ist leider. So, 7, das könnte sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das solltest du. Ja, nee, ja. Guck mal, wenn der jetzt in der nächsten Runde aufwacht, bin ich halt einfach auch tot, weil ich hab. Wie viel hab ich denn noch? Na gut, ich hab 6 noch, ne? Ja, 6, okay, das heißt, er kann mich gar nicht töten mit einem Zug. Das kann ich, also einen Zug überlebe ich. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich könnte mich hier hinstellen. Der ist aber nur diagonal. Ja, aber ich kann ja diagonal. Ist ja egal, mach bei ihm. Dann kann ich den, von hier kann ich den und dann kann ich mich danach theoretisch in der zweiten Runde noch bewegen und vorher schlagen. Aber er kann jedes Mal aufwachen. Er kann ja. Nein, du haust jetzt auf den Typen.
Ja, auf ihn oder auf ihn? Das ist auf die Großen. Willst du jetzt erstmal fragt er, der liegt der Schlaf im Obermord. Also wenn du willst lieber auf den kleinen Goblin. Das stimmt. Er wacht nicht auf, aber er kann jede Runde. Du musst ihn jetzt töten, bevor der aufwacht. Ja, ich sag. Mach ihn alle. Okay, aber wir müssen ihn trotzdem kesseln, weil sonst kommt er raus und hat alle Trumpf. Du musst dich jetzt hier hinstellen. Ja. Da komm ich da, warte mal, komm ich da überhaupt hin? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Bitte. So, und jetzt ist er tot. Weil du den jetzt umhaust. Mach den jetzt alle. Er kann sich nicht verteidigen. Du musst einfach nur, du musst einfach nur zwei Totenköpfe werfen. Und Simon will dann auch gleich dahin, oder was? Ich komme gleich rein. Darf ich das Ganze mal ernsthaft? Weil hier kann er mich nicht angreifen. Beide können mich da nicht angreifen. Deswegen stehe ich hier diagonal. Ja, aber dann mach das doch. Ja, deswegen wollte ich dir fragen, ob ich irgendeinen Gedanken vergessen habe, weshalb ich den besetze. Aber er, aber er ist doch vorher dran. Vom Simon. Ja. Ja. Naja. Also. Ja? Sag. Wenn du ihn nicht triffst. Genau. Wenn, danach bin ich dran. Ich treffe ihn auch nicht. Ja. Er wacht auf. Er macht jetzt aber wirklich das Worst. Naja, er kann sich dann frei bewegen. Wenn wir ihn einkesseln und er wacht auf und töten ihn nicht, kann er nur uns beide angreifen. Das ist der Vorteil. Wir haben doch noch super viel HP. Jetzt wenn wir beide so schlicht um sie machen, so, das mache ich gleich. Dann ist er einfach in der Ecke. Jetzt habe ich deinen Gedanken verstanden. Weil ich nächstes Mal zaube ich den Schlafzauber. Ihr macht das doch absichtlich. Was ist denn los? Nein, ihr wisst, dass uns das irre macht, wenn ihr so lange diskutiert. Ja, wir wollen ja gut. Okay, die Passengers, we're gonna skip the safety check today and so straight the runway. Ja, siehst du, zwei. Ist weg mit dem Pimmel. Nein, warte mal, darf er sich nicht verteidigen? Nein, das sage ich doch die ganze Zeit! Tod, Heidi Kabel! Ach nee! Oh. Das habe ich in der Tat auch nicht aufgeschrieben. Er zieht Heidi Kabel! Aber das habe ich doch dreimal gesagt! Bei der Kraft von Heidi! Und er stößt das Schild. Das Schwert! Zwischen die Augen! Du schläfst. Ach, ich schlafe. Du zuckst gar nichts mit davon. Okay, es ist ein sehr guter Zauber. Ein sehr guter Zauber. Ich hab die ganze Zeit gedacht, er darf sich noch. Ich hab's aber fünfmal gesagt und sechsmal vorgelesen. Du hast recht. Ja. Was meint ihr, warum ich nicht verstehe, warum ihr euch so ins Hemd macht? So, und jetzt kommt Colin und haut den Goblin um. Wir hauen ihn zu viert um. Ist auch scheiße. Kleinen Goblin. Ja, das will laufen. Aber der arme Goblin, ey, der ist eben noch so, okay, ihr macht das schon, Jungs. Ja. So, Schnitt. Stand er ja auch nur rum. Ah, nur drei, ja, ihr wisst schon, dass. So, drei. Pass mal auf, jetzt kommt da irgendeine Abscheulichkeit. Nee, ach, ja. So, der Raum ist geklärt. Wer will nach Schätzen suchen? So, du bist dran. Ich suche nach Schätzen. Nee, du bist dran eigentlich. Nee, du bist ja gar nicht dran. Ja. Was ist denn jetzt? Gibt's nicht irgendwas, jetzt nachdem der Obermotz gelegt wurde, hast du da nicht irgendwas im Text stehen oder so? Nee, habe ich nichts im Text stehen. Ihr habt ja eure Aufgabe. Ja okay. Also halt die Kisten nehmen und dann damit laufen. Genau. Aber wenn jetzt keine Monster mehr erscheinen, es könnten wir ja... Ihr könntet theoretisch jetzt das beenden. Hier beenden und einfach nach Hause gehen. Ja, aber dann machen wir das natürlich. Aber können wir nicht noch voll nach Schätzen? Lass doch einmal noch nach Schätzen. Ja, das wiederum. Ja, aber da könnte wieder eine Abscheulichkeit kommen und das ganze Spiel noch kippen. Aber eigentlich wäre das natürlich auch genau... Es wäre natürlich sehr lustig, das wenn das passiert. Komm, ich hab Glück. Ich werde doch jetzt nicht den Schatz quasi nicht suchen. Wenn ich doch weiß, wir kriegen wieder 15 Gold jetzt hier. Nimm ihn mit. Die 15 Gold, die werden dir gut schmecken. Aber du musst erstmal in den Raum rein, mein Freund. Das stimmt. Ja, aber mittlerweile sind wir über sowas wie Würfeln sind wir hinweg. Die hast du mir zu komisch, da hätte ich gerne eine andere. Oh, das war ein Schatz. Das war eine sehr gute. Das war der Streitkolben plus 4 für Magier und 11. Streuendes Monster. Ein streuendes Monster. Hier, bitte, viel Spaß noch. Okay. Naja, komm. Einen nehme ich mit. Ja, das ist, ich mach mir keine Sorgen. Nochmal dieselbe Abscheulichkeit, die wir eben schon geschickt haben. Der hat sich einfach jetzt irgendwie einen anderen Hut aufgesetzt oder so. Oh, ich bin mein Cousin. Entschuldigung. Komm her. Cousin. Ja, komm, mach. Komm her. Zwei Treffer. Oh, nicht schlecht. Ich kann auch mit zweien verteidigen. Das ist doch was. Ja, nix verteidigt. Null. Okay, kein Problem. Habe ich halt nur noch 4. Okay, dann habe ich noch ein. Ja, irgendwas Geiles. Ramm dem jetzt mal richtig einen Zauber. Ich zaubere den. Aber halt, stopp. Oder nehme ich lieber die Tab. Plus 2, dann mit 3 Würfeln angreifen. Er leidet einen Verlust von 2 Punkten. Wie viel hat er einen, ne? Okay, ich mache die Feuerkugel. Zwei. Ich mache die Feuerkugel. Das Monster wirft 2 rote Würfel. Für jede 5 oder 6 wird der Verlust auf um einen Punkt reduziert. Mhm. Also. Also, hä? Was? Du musst jede 5 oder 6
reduziert. Aber was, um ist die, was ist die Ursprungs? Zwei. Ah. Ja, tot. Ja, siehst du mal. Das ist doch gar nicht so sehr schön. So, so. Und jetzt haben wir gewonnen. Jetzt habt ihr gewonnen. Wenn ihr jetzt einfach den. Ich freue mich, ob ich meinen Helm wieder haben darf. Wenn ja, nimm den Helm. Wir haben ein bisschen eingeschwitzt, ne? Also, aber gut. Was? Was? Also, ihr lootet nichts mehr unterwegs. Ja, also, wir haben jeden Raum. Ja, wir, also, die Frage, halt die den Gang, ja, den Gängen natürlich. Wir haben noch in den Gängen, aber ich würde sagen, let's call it a day, oder? Ja. Warte. Ja. Ich brauche nicht mehr. Wo gibt's denn überhaupt? Also kann man in Gängen Schätze looten? Nein. Ja, siehst, dann haben wir aber nichts, weil nur noch der Gang übrig ist und die Türen kennen wir ja schon. Fallen wird es da auch keine geben, die man fürs Protokoll. Es geht jetzt ums Completionist. Das könnte höchstens noch eine Geheimtür hier in diesem Raum sein. Du kannst ja nochmal nach Geheimtür. Ja, das sollten wir nochmal machen. Aber wohin soll die führen? In den Flur. Ja, in den Flur. Das, was wir einmal gemacht haben. Ja. Keine Geheimtür. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die Kisten. Und ich gucke noch nach Fallen. Fallen? Stark, Colin. Ja. Nein. So. Nicht mal eine Falle in dem, in dem zwei geschlossenen Türen. Also hier hatten wir auch noch, hatten wir hier in diesem Bereich Geheimtüren gesucht? Nee, weil, also nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Weil es könnte ja sein, dass das ja, quasi also wir haben hier, nicht gesucht. Weil das hier, dann würde ich gerne, ja, also dann hier, ja, warten, suchen, damit du hier noch mal nach Geheimtüren suchen. Mhm. Ja, können wir nach Hause, oder? Gut, dann suche ich hier auch nochmal nach Geheimtüren. Jeder nimmt hier so irgendwo eine Geheimtür. Tragen. Ich laufe überall hin. Da war eine Falle da, der Zwerg sucht nochmal nach. Ey, pass aber auf, was du sagst, wenn du irgendwo hinkommst, bist du alleine, ne? Ja, der Vollständigkeit halber. Das alles noch? Ah. Wow, das sagst du uns jetzt. Oh, das ist zu jetzt quasi, ja, okay. Okay, cool. Aber Moment, dann hätte man, wenn man hier durchgegangen wäre, man muss die Geheimtür finden, ja, um in den finalen Raum zu kommen. Interessant. Aber es ist eine nette Abkürzung auf jeden Fall, dann, die da eingebaut ist. Ist ja schon ein Hint dann darauf, Moment. Mhm. Ich bin jetzt hier, ich will noch nicht den ganzen Weg da wieder zurück, sondern ach, das ist ja noch. Ja, ja, das stimmt. Da spätestens hier merkt man es. Ja. Okay, wow. Ja, ich finde, das haben wir sehr gut gemacht. Aber das war doch relativ Hammer. Ja, du hast auch sehr gut gemacht. Auf Hund! Auf Hund! Auch redlich gespielt. Ich fand's auch schön, wie du versucht hast, die Hinterhältigkeit des Bösewichtes zu verkörpern. Ja. Tatsächlich wäre es hier noch spannend geworden, weil tatsächlich hier sind zwei Fallen. Oh! Mm. Das ist ja lustig. Und hier endet es auch wieder. Das heißt also, wenn ihr quasi denkt, okay, ich muss einfach hier durchgehen. Okay. Hier ist sowas, oder? Ja, okay, genau. Das ist gut. Aber kommt es mir nur so vor, oder haben wir einfach exzellent gespielt. Ja, wir haben sehr gut gespielt. Ein leichteres Abenteuer. Aber diesmal nicht mehr gespielt. Naja, aber es hängt natürlich auch immer viel am Würfel. Ja. Nils hat am Anfang einfach jeden Gegner one-hitted, dann ist es natürlich einfach. Ja. Und wir haben es halt diesmal wenn auch anders gemacht. Wenn du Treffer kassierst und keine Heiltränke mehr hast, dann wäre das jetzt hier. Eine Sache, die wir noch auch zur Ehrenrettung von Mogler Fabian sagen. er hat ja am Ende quasi zugunsten des Rollenspiels die Strategie über Bord geschmissen, weil er ist der Reihe nach an die Tür und hat sich abschlachten lassen. Wenn er gesagt hätte, ihr kommt, ich stelle mich perfekt auf und ihr müsst kommen, hätten wir Schwierigkeiten bekommen. Schön blöd, würde ich sagen. Ja. Selbst also, schuld. Es gibt noch einen fünften Teil. Ja, warte. Ach, was will er denn noch kriegen? Es gibt keine Falle, die wir nicht entschärfen. Es gibt keine Kiste, die wir nicht zu klingender Münze verwandeln. Es sollte aber auch eine Regel in dem Spiel geben, dass Monster angreifen müssen, wenn sie Heroen sehen. Das kannst du einfach ins Regelwerk schreiben. Das ist ein damit sowas nicht passiert. Das triggert die total. Das sag können mal, die nicht akzeptieren. Was war denn nochmal mit der Belohnung? Genau. Die Belohnung. Wollen wir die jetzt schon? Ja. Ja, klar. Mhm. Okay, 240 Goldmünzen dürft ihr euch untereinander aufteilen. Alter, das sind also für mich. Wer rechnet das aus? 240 durch 4 sind 60. Sind 60. 60. Hey, ich war der Erste. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas davon kaufen könnte, aber ich schreibe es mal auf. Simon, du kannst ja noch 15 mehr nehmen. Das war meine Restschuld bei dir. Obwohl du so gut. Du hast ja, ja Schätze dir rausgezogen. Nehme ich gerne. Wenn andere die Fallen entschärft haben, aber ist okay. Zwei. Schön ist, dass wir nicht mehr zurücklaufen müssen. Das macht mich am meisten froh. Soll ich trotzdem für dich mal so einen doppelten Zauber wirken? Ich wirke nochmal schnell für ihn den Rücken im Zauber als Wiedergutmachung. Ich doppelt so viel rote Würfel benutzen. Doppelt so schnell in der Bar wieder, um zu feiern. Jetzt habe ich 45 Gold. Na ja, gut. Aber du bist jetzt nicht wirklich traurig. 45 nein. Wichtig ist doch, dass wir ein gutes Spiel mit natürlich. Also schon ein bisschen pisst, oder? Ein bisschen. Kann ich auch nicht. Merkst schon, ein bisschen kiebig bist du. Ja, aber wäre das nicht auch ein bisschen lame, wenn er nicht kiebig wäre? Ja, nee, ja, ich finde das toll. Ich will es nur auch noch ein bisschen provozieren. Was kriegt ihr noch? 60, ja, ne? Habe ich meine 60 schon? Oder die habe ich dir schon. Okay, dann mache ich zu. Schön. Das riecht geil. Das fühlt sich gut an, wenn der so voll ist. Und wann StarQuest? Aber kauf auch gleich mal was Geiles im nächsten, ne? So richtig so. Wie viel hast du denn jetzt? Nicht genug für was Geiles. Wann aber StarQuest? Ich, 500 war so die magischen Zahlen. Ja, wir können ja nächstes Mal StarQuest spielen. Ja, müssen wir mal aus. Ja, ich hab dir auch noch ein, zwei Sachen mal geschickt, ne? Ja. Zu Verbesserungen oder DLCs. Irgendwas war da noch.
Ja, ihr könnt ja mal auch mal abstimmen da draußen, ne? Ob das eher noch eine Runde Hero oder mal ein StarQuest-Wechsel zum Beispiel ist. Ich glaube, das ist ein bisschen trickier. Aber Franzka schreibt, jetzt fängt HeroQuest erst richtig an. Ah, na gut. Okay. Wir überlegen uns das mal. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Vielen Dank an Simon, Eddie, Nils und Colin. Vielen Dank auch nochmal an Thies für die schön bemalten Figuren. Ich glaube, das haben wir nicht richtig gesagt am Anfang der Sendung. Ja. Vielen Dank auch an Rainer für unsere Goldmünzen. Danke. 3D-gedruckten. Das hat wirklich Spaß gemacht und es bringt dieses Format, wertet dieses Format nochmal richtig auf. Genau. Und wer wertet es noch auf? Der RBSC. Die besten Spieler. Vielen Dank. Der RBSC. Ja. Ach so, nicht vergessen, Dank, weil der unterstützt nämlich auch so ein Format wie dieses hier. Und immer schön, du bist bei welches Format wollt ihr unterstützen, ankreuzen? Das ist gut für mein Ego auch. Kann man ja mal sagen, auf unserer Website rocketbeans.tv. Ja. Ne, da kann man sich in den Supporters Club eintragen und da könnt ihr uns mit einer Summe eurer Wahl unterstützen. Und damit macht ihr eben die Umsetzung solcher Formate hier möglich. Und dort könnt ihr aber auch eure Stimme abgeben, welche Formate möchtet ihr mit eurem Beitrag umgesetzt sehen. Das ist dann durchaus auch in der Entscheidungsfindung, was man produziert, nicht irrelevant. Ja, absolut. LMG. Yes. Ja. Alles klar. Dann, let's call it a day. Vielen Dank, dass ihr da wart. Lasst einen Daumen da und wir sehen uns das nächste Mal. Bleibt uns gewogen. Habt eine gute Zeit. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.